Zeuge Uta Fabian, Tschechoslowakei, Schlosser 50 Jahre, 109. Verhandlungstag, 6.11.1964. Fabian, Sie sagten Uta mit Vornamen? Wie, řekl Uta, že jsem. Ano, Uta. Und wie alt sind Sie? Kolik je vám let? 50 let. 50 Jahre. 50 Jahre alt. Sind Sie verheiratet? Wie, jste oženě? Po třetí. So, ich bin zum dritten Male verheiratet. Verheiratet. Sie sind von Beruf? Povolání, prosím. Zámečník. Schlosser. Sie wohnen in? Kde bydlíte? Praha. In Prag. Und mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert? Überhaupt nicht. Herr Zeuge, wann sind Sie nach Auschwitz ins Konzentrationslager gekommen? Na podzim 1942. Im Herbst des Jahres 1942. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Jak dlouho jste tam zůstal? Do roku 1945. Bis ins Jahr 1945. Und zwar, wann wurden Sie dort aus dem Lager entfernt? A kdy jste odjel z tábora? V lednu 45. Im Januar 45. Im Januar 1945. Welche Häftlingsnummer hatten Sie? Které číslo? 71072. 71072. Herr Zeuge, Sie sind, als Sie nach Auschwitz kamen, zunächst in welches Lager gekommen? Když jste přijel do Osvětimi, do jakého táboru jste přijel? Do hlavního táboru. In das Hauptlager, in das Stammlager. Das Stammlager. Und wie lange blieben Sie dort? A jak dlouho jste tam zůstal? Já jsem odešel potom na Buna a vrátil jsem se zpět. Ale jak dlouho, prosím, jste tam zůstal v hlavním táboru? No až do 45. roku potom jsem byl. Bis zum Jahr 45. V hlavním táboře. Já jsem byl v hlavním táboře a asi za týden jsme odešli na Bunu. A pak jsem se vrátil zase zpět z Buny a zůstal jsem už v hlavním lágru až do roku 1945. Ungefähr eine Woche war ich im Hauptlager, dann kam ich nach Buna. Anschließend bis zum Schluss war ich wieder im Hauptlager, im Stammlager. Ja, also Sie kamen zunächst nach Buna Monowitz Ende Oktober 1942 und Ende November 1943 sind Sie nach Auschwitz zurückgekommen. Ist das richtig? To bylo konce října a v koncu listopadu jste se vrátil do... Ne, tam jsem se určitě spletl, protože já jsem přišel zpět, jo, tam jsem udělal chybu, tam mám chybu, já jsem přišel zpět na Bunu na jaře hned. Nevím, jestli to byl třetí měsíc. Sprechen Sie ins Mikrofon, Herr Zeuge. Prosím do mikrofonu. Ich habe das offensichtlich durcheinander gebracht. Ich bin nach Buna gekommen. Das ist ganz sicher. Že jsem přišel na jaře hned zpět. Ich bin gleich im Frühjahr zurückgekommen. Do Buny? Z Buny do hlavního lágru. Aus Buna nach in das Stammlager. Bin ich gleich im Frühjahr 1943? Na jaře 43. Im Frühjahr 43. Also Sie waren dann nur ein halbes Jahr in Buna? Vy jste byl jenom půl roku v Buně. Ano, asi půl roku jsem byl na Buně, tak ja, ungefähr ein halbes nevím, Jahr. Nevím přesně, jo? Ich weiß es nicht genau. Ja. Als Sie dann nach Auschwitz zurückkamen, wurden Sie welchem Kommando zugeteilt? Nosič mrtvol. Zu den Leichenträgern. Zum Leichenträgerkommando. Und bei diesem Kommando blieben Sie bis wann? A jak dlouho jste tam? Až do konce jsem byl v tomto komandu. Bis zum Schluss bin ich dabei gewesen. Bis zum Schluss blieben Sie bei diesem Kommando. Nun, Herr Zeuge, wer war denn Ihr Vorgesetzter in diesem Kommando? Kdo byl váš představník v tom komandě? Teda můj přímý představený byl z vězňů, kapor Rischler byl, a potom z SS byl Hantl, Klér, Medvický, my jsme mu říkali Napoleon. Und
Potom ty lékaři, jo? Rode. Von den Mithäftlingen war es der Kapo Richler, aus der SS war es Hantl, Claire, Medwitzki. Medwitzki, jo, Medwitzki, Napoleon, my jsme mu říkali Napoleon. Wir haben ihn Napoleon genannt. Ja. Yeah. Was können Sie uns sagen über die Tätigkeit von Claire? War er außer dem Verantwortlichen für das Leichenträgerkommando auch noch sonst tätig, zum Beispiel als Sanitäter? Co můžete nám říct o činnosti Claire? Měl ještě nějaké jiné věci, aby dělal? Byl například ještě v sanitáři, lékař nebo něco jiného? No, o Klérovi vím, že potom odešel někam a do lágru dojížděl, že byl nějaký, že dělal nějaký, jak on se to jmenuje, počkejte. Prostě on, jak bych to řekl. Herr Zeuge, sprechen Sie zu uns hierher, prosím, do mikrofonu. Zum Gericht. Wir möchten Sie das sehen dabei. Klér potom dojížděl a on byl, jak se to řekne, on takový čistící komando byl, jako on vysál komando. Já vím, že potom byl v Glajvicu, že byl v Glajvicu, potom, ale já nevím, jak se to řekne, co potom dělal vlastně. Jo. Ich weiß, dass er dann wegkam nach Gleiwitz, aber ich weiß nicht genau, wie man das nennt, was er da getan hat. Ja, sagen Sie, wann kam denn Claire weg nach Gleiwitz? Kdy on odjel do Gleiwitzu? To bylo někdy na podzim 1943. Co tak já pamatuju, já nevím přesně, jo, říkám, že to nevím přesně. Das muss im Herbst 43 gewesen sein. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht genau daran erinnern. Jedenfalls, als Sie im Frühjahr 1943 von Monowitz wieder zurückkamen nach Auschwitz und Leichenträger wurden, war damals Claire noch dort? Ano, to tam byl. Ja, da war er noch dort. Und blieb noch eine Zeit lang dort, während Sie in Auschwitz waren? A zůstal tam ještě nějakou dobu, když jsi tam byl? Ještě dost dlouho. On tam dojížděl stále, Claire dojížděl do Osvětimi stále. Tam jsme ho viděli i potom ve 44. roce, jenomže to už tam nebyl jako nastálo. Noch ziemlich lange, er kam ständig nach, ständig in das Lager und ich habe ihn da häufig gesehen. Sagen Sie bitte, Herr Zeuge, was hatten Sie als Leichenträger für eine Aufgabe? Jakou činnost jsem měl jako nosič mrtvol? Tak jako nosič mrtvol jsem měl činnost, že jsme odnášeli normálně zemřelé z bloků. To byl blok 19, 20, 21, 28 blok. Ty jsme odnášeli denně, ty zemřelé, co normálně zemřeli. Potom z 20. bloku jsme odnášeli mrtvé, které dostávali injekce. A pak jsem chodil velmi často, některý týden, mimo neděle, mohu říct, denně na 11. blok. So, man Augenblick wieder. Wir hatten als Leichenträger die Funktion, täglich die Leichen aus den Blocks herauszutragen, und zwar aus den Blocks 19, 20, 21 und 28 und aus dem Block 20 die Toten durch Injektionen. Und täglich aus dem Block 11 die Toten. Nemohu říct denně, jo, ale některý týden jsme byli na 11. bloku denně mimo neděle. Ich kann nicht sagen täglich, aber an einzelnen Wochen war es täglich. Das hat sich mimo neděle. Außer sonntags. Wo mussten Sie die Leichen hintragen? Kam jste měli nést ti mrtvoli? Na 28. blok do sklepa. A do 12 hodin, tak dopoledne, jsme je ukládali dolů do sklepa a o 12 hodin jsme je nechávali za blokem, za 28. blokem a přikrývali jsme je dekama. In den Block 28 in den Keller und um vor 12 Uhr
Vor 12 Uhr mussten wir sie in den Keller tragen. Nach 12 Uhr mussten wir sie in den Keller bringen. A potom jsme je nechávali za blokem, za 28. blokem jsme je dávali a přikrývali jsme je dekama už odpoledne. Ja, dann legten wir sie hinter den Block 28 und mussten sie mit Decken zudecken. Also bis 12 Uhr mittags mussten sie die Leichen vor den Block 28 legen und sie mit Decken zudecken. Und nach 12 Uhr nachmittags mussten sie die Leichen in den Keller tragen. Ne, v obráceně. Do 12. dopoledne jsme je dávali dolů do sklepa, dopoledne, jo? Ano. A odpoledne jsme je nechávali za blokem. Also vormittags bis 12 Uhr mussten wir sie in den Keller bringen, anschließend nach 12 hinter dem Block bringen. Ano. Und warum war diese Teilung eingeführt? A proč to bylo tak? Protože potom jsme je nakládali na vůz, a po apelu jsme je odváželi do krematoria, do našeho krematoria. To bylo krematorium 1. Jo, jsme je odváželi. Proto jsme dopoledne je nosili do sklepa a odpoledne už jsme je nechávali ven. Někdy jsme museli jet do toho krematoria jednou, někdy dvakrát. Měli jsme dva vozy, jedna rollwaga a jeden byl rovný, takový platoňák. Deshalb, weil wir sie abends nach dem Appell in das Krematorium fahren mussten. Wir hatten dazu Handwagen. Und wir mussten sie in das Krematorium 1 bringen, manchmal einmal, manchmal mussten wir zweimal fahren. Ja, das verstehe ich. Aber warum mussten die Leichen am Vormittag im Freien hingelegt werden und am Nachmittag, oder umgekehrt, am Vormittag im Keller, am Nachmittag im Freien, weil die dann gleich abtransportiert werden konnten, oder wie? Proč dopoledne museli být... To bych vysvětlil asi takto. Nikdo nám to neporoučil, ale kvůli naší práci, aby jsme nemuseli z toho sklepa odpoledne vynášet nahoru, tak jsme to dělali takto. Jo? My jsme museli zase nosit z toho sklepa po schodech nahoru. To jste, myslím, nerozuměl. Proč museli být ve sklepu? No, vám říkám, protože těch mrtvých by bylo za tím 28. blokem velmi mnoho, jo? Po ránu bylo nejvíc mrtvých, tak proto se dávali dolů a odpoledne už, aby jsme zase měli práce, jsme nechávali nahoře. Sie wurden in den Keller gelegt, weil es eine sehr große Anzahl von Leichen war und sie wurden wieder herausgebracht, damit sie schneller abtransportiert werden konnten. Ja. Nun, Herr Zeuge, wollen wir zunächst mal bei Block 28 stehen bleiben. Block 28, was war das für ein Block? Was geschah darin und was haben Sie dort erlebt? Jaký blok byl ten blok 28? Co se tam stalo? Na 28. bloku tam přicházeli vězni, kteří byli nemocní a tam byli představovaní, prvně byli převzaní vězenským lékařem, jo? A potom druhý den, třeba tam zůstali už z večera do rána, jo? Anebo ráno přišli, pak se museli vykoupat, a nazí předcházeli před lékaře SS, kde současně byl Claire taky. Stop. In dem Block 28 wurden die Kranken gebracht. Sie blieben dort einen Tag und mussten baden, wurden nackt ausgezogen und dem Militärarzt vorgestellt. Und in diesem Block war auch Claire tätig. Ja. Yeah. Was machte der Arzt mit diesen Kranken? Co dělal ten lékař s těmi nemocnými? Was ist der Arzt? Hat er gesagt, dass sie dann am Morgen vorgestellt wurden? Museli být druhého rána představeni lékařů? Ano, byli představeni druhého rána a buď přišli, a někteří přišli ráno a byli představeni ten týden. Jo? A ještě jsem chtěl říct, prvně vyšetřoval vězenský lékař a ten potom dělal hlášení tomu německému lékaři a často se stalo, že tam německý lékař nebyl a byl tam pouze Claire a představoval mu to ten lékař vězenský a Claire rozhodoval, co se s tím vězněm stane. Jawohl, sie wurden am nächsten Morgen dem Arzt, Militärarzt vorgestellt, zunächst aber dem Häftlingsarzt. Und der Militärarzt hatte die Entscheidung, die Entscheidung hatte Claire, die letzte Entscheidung, was mit dem Häftling geschah. Moment. Das scheint mir doch nicht so ganz zu stimmen. Sie der Dolmetscher abzuberufen, es geht so nicht weiter. Bei jedem Satz korrigiert ihn der Zeuge. Ich bitte auch den Herrn Dolmetscher, mir das nicht übel zu nehmen, aber es geht ja schließlich hier um das Schicksal von auch von diesen Angeklagten. Wir können doch hier nicht so verhandeln. Das
das mit Laufen das aushandeln müssen, was hier nun gesagt worden ist. Ich glaube, also ich rüge die weitere Verwendung des Herrn Dolmetschers und bitte, das zu Protokoll zu nehmen und bitte, ihn abzuberufen. Darf ich jetzt nur noch eine Bemerkung machen? Ich habe es gestern schon getan und gesagt, dass ich kein Gerichtsdolmetscher bin, dass ich überhaupt an sich, dass die Tätigkeit eines Dolmetschers und die Tätigkeit eines Sprachlehrers doch sehr verschieden sind voneinander, dass die Technik des Dolmetschens doch sehr, sehr anders ist als die Ja, das ist uns bekannt, Herr Doktor, und es ist natürlich ein Unterschied, ob man wissenschaftlich arbeitet oder ob man hier, hier simultan übersetzen muss. Nun, wenn das Gericht mit einverstanden ist, können wir mal Herrn Benesch vorrufen, ja? Ja? Dr. Schamschuler, wollen Sie vielleicht mal hinten Platz nehmen? Wollen wir mal Herrn Benesch vorrufen? Vielleicht kann er das. Herr Benesch, bitte nehmen Sie Platz. Sie sollen uns hier als Dolmetscher dienen und ich muss Sie bitten, dem Gesetz gemäß gewissenhaft und treu zu übertragen. Sie müssen zu diesem Zweck nachher auch einen Eid leisten. Wollen Sie uns bitte zunächst mal Ihre Personalien sagen? Bleiben Sie nur sitzen. Sie heißen mit Vornamen? Michael Benesch. Michael Benesch, wie alt sind Sie? 33 Jahre. 33 Jahre alt, verheiratet. Jawohl. Wohnhaft in Oberursel. Oberursel, Rotbachstraße 3. Von Beruf? Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Erziehung. Ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sie sind nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Benesch, Sie sind nicht ein für alle Mal beeidigt als Dolmetscher? Nein. Nein. Dann müssen Sie den Eid leisten. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie treu und gewissenhaft übertragen werden. Wollen Sie bitte mir nachsprechen? Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. Ich danke schön. Herr Benesch, nehmen Sie bitte Platz. Und nun wollen wir also an den Zeugen noch einmal. Ich bitte Sie also, was wir fragen, wörtlich zu übersetzen und was der Zeuge Ihnen antwortet, ebenfalls wörtlich uns wieder zu übersetzen. Ja? Und zwar in der direkten Sprache. Entschuldigung, vielleicht darf ich kurz anregen, dass vielleicht nicht so viel übersetzt wird, sondern in kürzeren Satz Sätzen. Für Satz. Ja. Ganz kurz. Ja. Nun ist es manchmal etwas schwer, weil sehr viele Halbsätze gebraucht werden, gerade von den tschechischen und polnischen Zeugen. Aber immerhin, Sie wissen, worauf es ankommt. Ja? Nicht zu lange Passagen lassen, sondern immer jeweils nach Beendigung eines Satzes diesen Satz übersetzen. Ja? Wir waren also bei Block 28 und der Zeuge hat uns gesagt, wenn die Gefangenen, die sich krank gemeldet hatten, in den Block kamen, dann mussten sie sich ausziehen und was geschah dann mit ihnen? Byli jsme u bloku 28. Řekl jste nám, že zajatci, kteří přišli do bloku... To nebyli zajatci, to byli vězňové. Vězňové, pardon. Kteří přišli do bloku, tam se museli zvlézt do naha a představit lékaři. Je to tak správný? Je, museli se vykoupat taky. Museli se vykoupat. Sie mussten baden vorher. Und dann? A co potom se stalo? Potom šli hned, jak se vešlo na 28. blok, napravo šli do té místnosti a tam... Byli, předtím už byli vyšetřeni lékařem vězněm. Jo? A tam... Pardon. Sie kamen in einen Raum im Block 28 und wurden dort von einem Häftlingsarzt untersucht. A potom, prosím. Was machte der Häftlingsarzt aufgrund der Untersuchung? Legte er einen Kartei an oder eine Krankengeschichte oder irgend sowas? Co pak dělal lékař vězeň? Zapsal to do karteje nebo... Tam byla kartotéka vězňů a on to zapsal, jo? Jakou diagnózu našel, co našel... Ano. Es war eine Kartothek der Häftlinge und er trug in die Kartothek ein, welche Diagnose er gestellt hat. Welche Diagnose er gestellt hat. Was geschah dann mit den Häftlingen? Co pak se potom stalo s vězněma? Potom přišel, pak byl tam lékař SS, tam byl lékař, buď to býval Enters, Fischer, Rode. Pardon. Dann war ein SS-Arzt dort, Enders, Fischer, Rode. Thiel. Thilo. Er ist nicht sicher, ob er Thilo heißt. Ja. Und auch Taki Wirz dann wäre. Und auch Wirz war ab Klein. Und zu dort. Klein. Dem potom představoval ten vězeňský lékař, představoval jim ty
nemocné, jo, a říkal jim jakou diagnozu. Der Häftlingsarzt stellte dem betreffenden SS-Arzt die Kranken vor und sagte ihm dabei seine Diagnose. Wann geschah das? Kdy to bylo, prosím? To bylo tak dopoledne, to nebylo stejné, jestli bylo, já nemohu říct, jestli bylo 9 hodin, 10 hodin, tak během dopoledne to bylo. Es war im Laufe des Vormittags, es wechselte, es war nicht immer zur gleichen Zeit, 9 Uhr, 10 Uhr, jedenfalls im Laufe des Vormittags. Der Zeuge kann nicht genau sagen, wie viel Uhr es jedes Mal stattfand. Žádné hodinky neměli. Wir hatten auch keine Uhr im Lager. Ja, ich wollte nur Folgendes wissen. Sind die Gefangenen morgens in das Revier Block 28 gekommen? Sind sie morgens von dem Häftlingsarzt und gleich darauf von dem SS-Arzt untersucht worden? Oder am anderen Tag oder am Abend oder wann war das? Přišli nemocné dopoledne nebo ráno do bloku 28 a byli vyšetřeni lékařem vězněm a potom lékařem SS nebo příští den nebo jak tam přišli? Obyčejně chodili po apelu večer, jo, a byli buď už, když některý byl jako hodně, tak byl ponechaný na bloku, na 28. byl ponechán, někteří byli poslaní na svůj blok a ráno byli objednaní. Üblicherweise kamen die Häftlinge nach dem Abendappell in den Block 28. Wenn einer sehr schwer krank war, wurde er in der Regel im Block 28 gelassen, im anderen Falle wurde er für den nächsten Morgen bestellt und verbrachte die Nacht auf seinem Block. Ja. Und diejenigen, die in Block 28 belassen wurden, wo wurden die untergebracht? A kteří zůstali na bloku 28, kde byli umístěni? Na poslední světnici vlevo obyčejně. Im letzten Raum links gewöhnlich. Im letzten Raum links. Das war ein großer Raum. Das heißt also, die Vorstellung vor den Arzt geschah jeweils am Vormittag. Představení před lékařem bylo dopoledne. Dopoledne. Ja. Ja. Diese Häftlings, diese SS-Ärzte, was haben die gemacht, nachdem der Häftlingsarzt die Karteikarte angelegt hatte und die Voruntersuchung hinter sich gebracht hatte? Was haben dann die SS-Ärzte gemacht? Co pak dělali lékaři SS, když jim byl představen vězeň věznickým lékařem? Měli ty karty toho nemocného a některou dávali vlevo a některou dostával, některou dávali vpravo, jo? Sie a tu bral Claire, některý bral Claire. Sie hatten die Karteikarten der Häftlinge vor sich und legten einige links, einige rechts und einen der beiden Stöße nahm Claire. Kam es auch vor, dass ohne eine Entscheidung eines SS-Arztes Claire selbst diese Einteilung vornahm, links und rechts? Stalo se taky, že když tam, že tam nebyl lékař SS, že Claire sám rozděloval karty na levo a na pravo? Ano, to se stalo, určitě. Ja, das ist bestimmt geschehen. Wieso waren Sie in der Lage, diese Vorgänge mit anzusehen? Jak jste mohl vidět tyto věci, když jste byl vězeň a jste nebyl nemocný? My jsme měli přístup do této světnice. Wir hatten Zugang in dieses Zimmer. Und wieso? A proč? My jsme byli vedeni jako ošetřovatele, byli jsme nosiči mrtvol a byli jsme vedeni jako ošetřovatele a často se stalo, že i odsud přitom jsme odnášeli mrtvého, že tam byl donesen mrtvý nebo tam zemřel také. Wir waren Leichenträger, waren aber dem Block 28 auch als Pfleger zugeteilt und oft kam es vor, dass wir aus dem Raum, in dem untersucht wurde, auch Leichen wegtragen mussten, weil sie dort tot hinkamen. My jsme, já bych vás trochu opravil, my jsme byli vedeni jako flégři, ale byl jsem nosič mrtvol. Sie wurden offiziell, wurden diese Häftlinge als Pfleger geführt, ihre Tätigkeit war aber das Leichentragen. Was geschah nun mit diesen Gefangenen, die entweder als krank, also die deren Karten entweder auf die linke oder auf die rechte Seite kam. Co pak se stalo s těma vězněma, který kartotéky byly rozděleny, řekněme, na levou stranu nebo na pravou stranu? Tak ty, co byli jako vybraný pro 20. blok, ty potom byli, odešli na 20. blok,
jo, kteří dostali injekce, kteří potom byli usmrceni. A to byli nemocní. No to byli, všechno byli nemocní, ale ty dostali injekce a byli usmrceni potom. A ty někteří, ty für den 20. Block ausgesucht wurden, die wurden auf den 20. Block hingeführt und dort bekamen sie die Spritzen. Das waren also die Schwerkranken. Ja, Moment, bekamen Sie die Spritzen? Was für Spritzen, bitte? Jakie injekcje, proszę. Fenolowe injekcje. Fenol-injekcjonen. Und die anderen, die nicht für den 20. Byli rozděleni na 19. blok, na 20. blok, tam taky leželi nemocní, na 21. to byl chirurgický, a někteří i na 28. Die übrigen wurden verteilt auf die Blocks 19, einige auch noch auf 20, auf 21 war der chirurgische Block und einige blieben auch im Block 28. Ja, und was wissen Sie von den Leuten, die auf Block 20 kamen, von denen Sie sagen, dass sie diese Phenolspritzen bekommen haben? Pak víte o lidech, které přišli na Block 20, o jakých říkáte, že dostali fenolové injekce? Jo, tak já bych začal z kraje. Když jsem přišel k nosičům mrtvol, když jsem byl vybrán, tak potom najednou nám kapo řekl, přišel jsem tam já a nějaký Oliven jsme přišli spolu. Ich wurde ausgesucht als Leichenträger und kam mit einem gewissen Oliver hin. Oliven. Olive. Oliven. Oliven. Und was haben Sie dort vorgefunden? Nehmen Sie bitte, geben Sie dem Zeugen mal ein Papier und zeichnen Sie uns einmal den Block 20 auf, und zwar danach, wo die, diese Leute ihre Spritzen bekamen und wo sie sich vorher befanden und wo sie waren, wenn diese Tötung vorgenommen wurde. Namalujte nám, prosím, nakreslete nám Block 20 a napište nám, kde dostali ty lidi fenolové injekce a kde byli leženi. Tak. Den Flur zunächst vielleicht. Korridor tedy. Den Korridor mit den Zimmern links und rechts. A jaký cimry tam byly, jaký světnice. Jo? Der Zeuge erstmal so malt und dass man dann zutritt. Wie, was meinst du, ich verstehe? Der Zeuge ist unbeeinflusster, wenn zunächst so zeigt. Ja, ja, kann, ja. Dass ja. Ihm dann, ja. Was dann. Ja. Ich glaube nicht, dass ich Zeugen... Tady byli schody. Das werde ich Ihnen auch nicht unterstellen. Tady byli schody do toho 28. roku. Prosím, napište nám tady tak, jakoby schody. Prosím, takhle bych to udělal, jo? Schody, jo. Víte, takové schody, ano. Zde byl vašraum, jak se přišlo, tak zde byl vašraum. Tady byla prosím, dlouhá chodba dozadu. Tady byla chodba dozadu, zde byly schody nahoru, odsud od zhora jsme nosili mrtvé, zde byl vašraum. Napište nám tam V, prosím. V, vaš... Vojatý. Německý V, prosím, ano. Děkuji. Vašraum. A zde dával Claire injekce, zde. A to, ty dveře byly zatažené takovou dekou, takovej, jako, jak bych řekl, takový závěs tam byl na těch dveřích. Jo? Jedno okno bylo sem, na lágr a jedno okno bylo do dvora, tady kde, to byl 20. blok, tady byl 19. blok, tak druhý okno z té místnosti bylo sem do dvora. A potom ještě jedna napište jeden, mi tam prosím I, jo? I. I? Děkuji. A ještě jedna vašraum, byla tady vzadu, byla ještě jedna vašraum. A kde byli, tohle byla jako nová, to byla stará. A kde byly světnice pro nemocné? Pro nemocné byly světnice nahoře, protože když tam zemřeli v prvním poschodí, tak my jsme museli nahoru, ty nemocné jsme dali do deky a po schodech jsme je snesli, stáhli dolů a na nosítkách dole jsme je nakládali a odnášeli, ty, co zemřeli normálně. Ja. Dürfen wir es mal sehen, ja? Das sind Stiegen, die zum Block 20 hinaufführen. Auf der rechten Seite war ein neuer Waschraum, ein langer Gang, ein alter Waschraum auf der äußersten linken Seite. In dem ersten Raum auf der linken Seite hat Claire die Injektionen gegeben. Es waren dort zwei Fenster, eins zum Lager, eins zum Hof hin. Die Tür war durch eine Decke, durch eine Art Vorhang, abgetrennt zum Flur hin. Die Kranken lagen im ersten Stock. Hier kamen die Treppen aus dem ersten Stock des Blocks herunter. Wir trugen die Leichen jeweils in Decken herunter und legten sie dann unten auf Tragbaren. Jetzt fragen Sie den Zeugen.
Fragen Sie den Zeugen bitte Folgendes. Erstens, die Decke, von der Sie sprachen, oder den Vorhang, nicht? Hat dieser Vorhang hier diesen Flur abgegrenzt oder hat er die Tür zu diesem Behandlungszimmer abgegrenzt? Prosím, ta deka záclona, nebo co tam bylo, byla zde přes chodiště, nebo byla zde do toho? A zde. Na té straně. Auf dieser Seite, der Vorhang grenzte den Raum ab, in dem, wie der Zeuge aussagt, klärte Injektionen. Nebyly tam dveře? Dveře tam také byly. Eine Tür war auch dort. Und warum hat man den Vorhang noch einmal hingetan? A proč tam byla ještě ta deka? Protože když se odnášeli odsud, jak je, aby se to nezdržovalo, tak to šlo rychle do tady byly dveře otevřeny a šlo to rychle odsud sem. Wenn die weggetragen wurden, würde das dauernde Aufmachen der Tür gestört und aufgehalten haben. Darum konnte die Decke weggezogen werden und die wurden aus dem Raum auf der vordersten Äußerseite, also links, in den Waschraum hinübergetragen. Das Öffnen der Tür hätte aufgehalten. Dankeschön. Wenn wir das einmal richtig zeichnen wollen, dann würde doch hier der Flur gehen bis zur Tür. Hier wäre nun eine Tür, nicht? Und hier wäre der Flur und hier die Tür zum Waschraum. Nun sagen Sie, die Tür hätte immer auf und zu gemacht werden müssen, infolgedessen hing hier ein Vorhang davor. Wo standen denn die Gefangenen, die nachher daran kommen sollen? Kde stáli vězňové, které čekali, aby přišli do té světnice? Buď byli v té vašraumu, buď byli v tom vašraumu. V jakém vašraumu, prosím? Entweder waren sie in dem alten Waschraum. A také byli někdy odshora přiváděni. Und ab und zu wurden sie auch von oben aus den Krankenzimmern im ersten Stock heruntergebracht. Standen hier auf diesem Flur keine Gefangenen? Na tom prostoři nestáli zajaci. Ne. Nein. Já jsem neviděl. Já jsem je neviděl. Mussten Sie die Leichen an diesen Menschen vorbeitragen, die auch zum Tode bestimmt waren und die hinterher ihre Injektion bekamen? Museli jste nosit mrtvoli okolo vězňů, které čekali, aby byli vedeni do té cimry? Ne. Nein, ich nicht. Ja, bitte. Wie sind die Häftlinge aus Block 28 in den Block 20 hineingeführt worden? Jak byli vedeni vězňové z bloku 28 do bloku 20? To se oblékli a přecházeli na 28. No, tady sem přišli. Ja, sie zogen sich im Block 28 an und gingen dann nachher über die Stiegen hinein in diesen Raum. Also durch diesen Eingang? Durch diesen Eingang. Tady, anebo přes dvůr taky šli. Im Block 28 haben Sie sich ja vorher schon ausgezogen. Sie zogen sich an und gingen vom Block 28 in den Block 20. Oblékli se nebo slékli se v bloku 28? V bloku 28 byly vyslečené, potom se museli, museli se, co vím já, tak se oblékali a byli převáděni na ten... Sie waren ja in Block 28 zur Untersuchung entkleidet und soviel ich weiß, mussten sich jedes Mal ankleiden und dann in den Block 20 gehen. Waren denn die Leichen, die Sie weggetragen haben, bekleidet oder entkleidet? Byli mrtvole, které jste nosili, oblečené nebo slečené? Vyslečené. Některý měl brýle a některý měl jen pásek. Einige hatten nur eine Brille, sie waren in der Regel also entkleidet, einige hatten Brille, einige hatten einen Gürtel. Jinak úplně vyslečené. Im Übrigen völlig entkleidet. Völlig entkleidet. Und wo haben Sie sich denn nun völlig entkleidet, wenn Sie sich vorher angekleidet haben? A kde pak se slékali ty lidi, které byli oblečené, když přišli do bloku 20? To ani vám nemohu říct. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Hat der Block nur einen Seiteneingang gehabt? Měl blok ještě vchod ze strany. Ten blok měl vchod ještě ze dvora, mezi 20 a 21, mezi blokem 20 a 21 byl dvůr a z tohoto dvoru byl vchod, to bylo někde zde, zde byl někde vchod. Zwischen dem Block 20 und 21 lag ein Hof. Tady byl blok 21. Und von dem Hof, der zwischen Block 20 und 21 lag, war noch ein weiterer Zugang zum Block 20. Ja.
Und sind die für den Tod bestimmt nicht durch diesen Seideneingang hineingeführt worden? Nepřišli vězňové, které byly určeny na smrt z toho dvora. Také chodili z 21. bloku, přicházeli přímo přes dvůr na ten 20. blok. Wenn sie aus dem Block 21 kamen, kamen sie direkt über den Hof in den Block 20. Ja, wenn sie aus dem Block 21 kamen, wenn sie aus dem Block 28 kamen. Když přicházeli z bloku 28, to přicházeli po ulici. So kamen sie über die Lagerstraße durch den Haupteingang. Die anderen Zeugen haben uns auch was anderes gesagt, nämlich dass sie durch den Seiteneingang hineingeführt wurden. Jiné svědkové říkali, že chodili taky z bloku 28 přes dvůr. Je možné, je i to možné, že chodili přes dvůr. Já nechci popírat, že jsem viděl všechno. Es ist durchaus möglich, ich will nicht behaupten, dass ich alles gesehen habe. Já bych chtěl ještě říct, jak jsme prvně přišli na ten blok, když prvně jsme byli poslani tam odebírat ty mrtvé nosy. Der Zeuge möchte gerne aussagen, was geschah, als sie zum ersten Mal als Leichenträger eingesetzt wurden. Bitte schön. Prosím. Prvně jsme přišli na 20. blok. Já jsem byl nový s tím Olivenem. Jmenoval se Franz Oliven. Jo? Tenkrát nás poslal kapo Richler, že budeme nosit mrtvé z 20. bloku. Ich kam mit Franz Oliven auf den Block 20. Wir wurden von kapo Richler ausgesucht, dass wir die Toten aus dem Block 20 zu tragen haben. Nejenom my, ještě nosili druzí, jo? Nás tam bylo velmi mnoho, já je budu jmenovat, ty, kteří nosili ty Leichenträger. Es waren nicht nur wir zwei, es waren mehrere, ich werde die Namen nennen, die mit mir Leichenträger waren. Který pamatuju, jo? Já taky všechny už nepamatuju. Die Namen, an welche ich mich erinnere. Tenkrát jsme přišli na 20. blok a tam v tom vašraumu vpravo byla spousta mrtvých, nevím přesně, bylo jich víc jak 40. Wir kamen auf den Block 20 und in dem Waschraum rechts vom Eingang war eine große Menge Toter. Ich weiß es nicht genau, wie viele es waren mehr als 40. No, a začali jsme nosit. Tenkrát já jsem řekl tomu Olivenovi, proč nám je nepřivezou k nám, odkud je přivezli. My jsme nevěděli, co se tam děje, my jsme přišli noví. Ich fragte meinen Mithäftling Oliven, warum bringt man die Toten erst von den Blocks hierher, weil ich nicht wusste und ich ein neuer Leichenträger war, woher diese Toten kommen. Proč nám je nepřivezli na 28. blok, jo? Protože my je máme nosit. Warum die Toten nicht zu dem Block 28 gebracht wurden, warum wir überhaupt die Toten tragen sollen, das war die Frage, die ich an Franz Oliven stellte. A my jsme byli tenkrát slabí a museli jsme nosit po dvou. Byl příkaz nosit po dvou a my jsme je sotva unesli. Wir waren damals sehr schwach und wir mussten zu zweit tragen. Wir haben es kaum geschafft. No, a tenkrát jeden měl brýle, jeden měl pásek a ty nám nic neřekli, ty starý vězňové, kteří už to nosili, kteří už tam byli, byli to většinou Poláci a nic nám neřekli. Byli nahý. Nahý jsme die Toten jeden waren pásek a brýle měli. Manche haben eine Brille, manche einen Gürtel gehabt und die alten Häftlinge, die schon länger Leichenträger waren, haben uns nichts gesagt. No a druhý den se toto opakovalo. Am zweiten Tag wiederholte sich das. A tenkrát jsme prvně uviděli vpích a krvavou tečku nad srdcem. Tak teprve jsme přišli sami, und erst in den späteren Tagen entdeckten wir einen Einstich und einen Blutstropfen etwa in Herzhöhe. Und dann kamen wir darauf, was in dem Block 20 geschah. A měli jsme mrtvé odsud denně, mimo neděle, to se dělalo takřka denně, mimo neděle. Nahezu jeden Tag hatten wir Tote im Block 20, außer sonntags. Někdy jich bylo více, někdy méně, nemohu říct přesně. Es war keine gleichbleibende Zahl, ich kann nicht genau sagen, wie viele es jedes Mal waren, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, nun, Herr Zeuge, waren Sie auch einmal dabei, oder haben Sie einmal mit eigenen Augen gesehen, wenn solche Injektionen vorgenommen wurden? Viděl jste vlastníma očima, když byly dány tyto injekce? Viděl jsem, protože my jsme také museli tam chodit. Nejvíc tam chodil. Pardon, ich habe es gesehen, denn wir sind auch dorthin gegangen. Nejvíce tam chodil nějaký Melka Ignác,
Ten měl jednu ruku jak já dvě, měl a nějaký bonk, Jusek Bonk tam chodil. Vězňově. Leichenträg, že to byl. Am meisten kamen in diesem Zimmer ein gewisser Ignaz Melka, Melka und ein gewisser Bonk, Bonk beides Häftlinge. Und was taten die dort? Entschuldigung. Was taten diese beiden? Also parodierte Melka a Bonk auf die Zimmer. Tam přidržel ruku jednomu, tomu, který ho posadil Kler na stoličku, přidržel mu ruku, jednu tak, přidržel jednu přes oči nebo přes ústa a dostal injekci a hned ho odnesli do Waschraumu. Diese beiden Häftlinge hatten die Aufgabe, den Häftling, den Kler auf ein Stühlchen gesetzt hatte, einen Arm vor die Augen bzw. vor den Mund zu legen, den übrigen in die Höhe und ihn nach der den Häftling nach der Injektion in den gegenüberliegenden Waschraum zu tragen. Die Gäste haben Sie gesehen, ich brauche Sie nicht wiederholen. Die Gäste haben Sie gesehen, ich brauche Sie nicht wiederholen. Jednou nebyl Bonk přítomen, tak jsem tam byl poslaný já. Einmal war Bonk nicht anwesend, so wurde ich in diesen Raum geschickt. A mimo toho tam chodil ještě je zde, já jsem se s ním neviděl 20 let, on vyskočil z vlaku, Weiss, je tady, který, ten tam chodil po nejvíce. Einer, der auch sehr häufig in diesen Raum ging, ist ein gewisser Weiss, den ich hier gesehen habe, den ich 20 Jahre lang nicht gesehen habe vorher. Ten tam chodil po nejvíce, jo? Der ging auch sehr häufig in diesen Raum. A když to potom bylo hotové, tohle, tak jsme je teprve odnášeli na 28. blok a ty ještě byly docela teplý. Když od Klera byly hotové, wenn Kler seine Tätigkeit beendet hatte, trugen wir die noch warmen Leichen auf den Block 28. Ano. A mimo, ještě mimo Klera tyto injekce dával Polák Panštík nějaký. Außer Kler gab diese Injektionen auch ein Pole Panštík. A potom Panštík, ještě ja. Jeden to jméno už jsem zapomněl a tomu Panštíkovi Poláci slibovali, že ho rozkrájí na kousky. Und diesem Panštík, oder wie dieser Panštík, Name, ja. Panštík, haben die Polen versprochen, dass sie ihn in Stücke schneiden werden. A mimo toho byl nucen... Panštík, vězeň. Jo, to byl vězeň. Mimo toho byl český lékař Korn taky, aby toto dělal, tento odepřel a byl zavřen na 11. blok. Obendrein wurde ein tschechischer Arzt namens Korn gezwungen, diese Dinge zu tun. Er lehnte es ab und wurde daraufhin im Block 11 eingesperrt. Herr Zeuge, Sie sagten eben, Sie sind selbst in diesen Raum hineingekommen, wo Kler tätig war. Haben Sie auch selbst gesehen, dass Kler diese Spritzen verabreichte? Vy jste řekl, že jste přišel sám do té místnosti, kde pracoval Kler. Viděl jste vlastníma očima, že Kler dával injekce? Ano, to jsem viděl. Ja, das habe ich gesehen. Können Sie uns ungefähr die Spritze beschreiben, die můžete, er dazu benutzt hat? Můžete nám popsat tu injekci, kterou, jak vypadala, kterou užíval Kler? Ano, to mohu. Byla to, nevím přesně, jo, jestli to bylo na 10 kubiků nebo navíc injekce. A tam měl láhev, to byla láhev jako termoska, nebo tak nějak. A v tom měl tu látku, ten fenol měl v té láhvi, to vylil jako na takovou misku, z toho to nabíral a dával. A Kler... Popište nám, prosím, tu injekci, jak vypadal. No, injekční stříkačka to bylo. Normální, jak se dávají injekce. Jak se dávají normální... Es war eine normale Spritze, etwa 10 Kubik oder auch größer. Der Injektionsstoff war in einer Flasche, die einer Thermosflasche ähnlich gesehen hat. Kler schüttete auf eine Glasschüssel, Sklenou. Myslím, že to nebyla skleněná, na takovou misku nějakou, auf ein Schüsselchen, er weiß nicht genau aus welchem Stoff, diese Schüsselchen bestand und von dort füllte er diese Injektionsspritze.
Hatte Claire dabei eine Schürze um oder einen weißen Kittel an? Měl Claire při této činnosti zástěru nebo bílý kabát? Měl takovou gumovou zástěru i bílý kabát oblékal. Mimo toho jsem viděl Claire, jak dal dvou, ty přivedlo tenkrát, nemohu říct přesně, ale myslím, že to bylo z politického oddělení a to udělal Claire na 28. bloku v malém operačním sálu. Ano. Ich habe gesehen, dass Claire eine Gummischürze trug. Er trug auch ab und zu einen weißen Mantel. Obendrein habe ich gesehen, dass Claire auch auf dem 28. Block diese Spritzen verabreicht hat an zwei Häftlinge, die von der politischen Abteilung, also Häftlinge nicht, sondern zwei Personen, die von der politischen Abteilung direkt in den Block 28 gebracht wurden. Mhm. Und wo wurde in dem Block 28 diese Injektion gemacht? Na malém operačním sále, já jsem rozuměl. Auf dem, im kleinen Operationssaal im Block 28. Und können Sie uns noch sagen, wie viele Menschen mindestens an einem solchen Tag getötet wurden, wenn Sie da dabei waren. Můžete nám říct, kolik lidí bylo usmrceno tímto způsobem tak obyčejně denně, když se tam byl? No, když jsem tam byl, říkám, nebylo to vždycky stejné, to už jsem celkem řekl. Ale nejmín... Bylo 40, bylo méně, bylo i více, my jsme to ani nepočítali, protože ty Poláci, kteří to s náma nosili, byli tam už dlouho, ty nakládali na nositkách po třech taky, jo. To přišli jsme do Vašramu a tam byla celá spousta, my jsme je nepočítali. Ich kann diese Zahlen nicht genau festlegen, es waren manchmal 40, manchmal weniger, auch mehr. Obendrein kann ich die Zahl auch deswegen nicht nennen, weil meine Mithäftlinge, vor allem die Polen, die auch als Krankenträger eingesetzt waren, oft drei Leichen auf einen auf eine Tragbare geladen haben und dann wegtrugen. Wissen Sie, wann das gewesen ist ungefähr, wie Sie den Claire beobachteten bei diesen Injektionen? Víte, kdy to bylo, tak aspoň, když jste viděl Claire dávat injekce? To bylo, já nechci teda přesně vám to nemohu říct, jo, ale bylo to tak asi za měsíc nebo za půl druhého, když jsem přišel potom do tohoto Leichenkommando. Kdy pak to bylo, prosím, jaký rok a jaký měsíc asi? 43, já nevím, bylo to květen, nebo byl to konec dubna, to nemohu říct. Víte, abych, já ich kann nicht ein genaues Datum sagen. Es war etwa ein Monat oder anderthalb Monate, nachdem ich dem Leichenträgerkommando zugeteilt wurde. Nach meiner Schätzung also Ende April oder im Laufe des Mai des Jahres 1943. Waren die Menschen, die solche Injektionen bekommen haben, sofort tot? Oder kam es auch vor, dass welche in dem Waschraum waren, die noch nicht gestorben waren? Byli vězňové, které dostali tyto injekce, i hned mrtví. Nebo stalo se taky, že v tom v té koupelišti na pravé straně leželi ještě a žili? Na to mohu odpovědět takto. Některý byl mrtvý i hned. Jo? Některý byl skutečně mrtvý i hned. A některý v tom Waschraumu ještě, když jsem je nosil já, když jsem to otahoval, tak některý teprve v tom Waschraumu jako dodýchal asi. Darauf kann ich so antworten. Einige waren sofort tot, einige haben ihren letzten Atemzug nach einer Weile in diesem Waschraum getan. Aber was sie aus dem Waschraum weggetragen haben, waren nur Leichen. Es waren da keine lebenden Menschen. Co pak jste odnášeli z této světnice, to byly jenom mrtvoly. To byly už mrtvé, to už byly 100% mrtvé. Sie waren 100% tot. Nun hatten Sie uns vorhin gesagt, dass in dem Block 28 mitunter auch Claire die Entscheidung getroffen hätte, wer eben durch wer getötet werden sollte und wer in die Krankenblocks aufgenommen wurde. Haben Sie das mehrmals gesehen? Říkal jste nám, že v bloku 28 taky někdy Claire rozhodoval, kdo přijde do bloku 20 nebo na blok 19, 21 a jiný bloky. Ano. Když tam nebyl SS lékař. Ano. Víte, kolikrát se to stalo? To nemohu říct, protože já jsem tam zase nebyl tolikrát v ty světnici, ale o tomhle by vám mohl více říct Weiss,
Jo, který je zde, ten by vám mohl říct víc, ten byl Läufer, ten tam byl většinou na této silnici. Ich kann nicht sagen, wie oft Claire diese Tätigkeit ausgeübt hat, darüber kann Weiß, der Läufer auf dieser auf Block 28 war, mehr aussagen. Ja. Und war in diesen Fällen, in denen Sie das beobachtet hatten, kein SS-Arzt zugegen? Byl v případech, když vy jste sám viděl, že Claire rozhodoval osudu vězňů, byl tam SS-lékař nebo ne? Ne, to tam nebyl SS-lékař. Es war kein SS-Arzt zugegen. Ja, da möchte ich doch in diesem Zusammenhang gleich mal den Angeklagten Claire fragen. Sagen Sie mal, Claire, der Zeuge macht doch hier nun ganz eindeutige Aussagen. Und zwar einmal über die Tötung der Leute. Dass also Sie es waren, der die Spritzen gegeben hat. Herr Direktor, ich habe doch, was ich getan habe, habe ich zu meiner Vernehmungssache bereits bekundet. Ja, ich möchte Sie aber jetzt gerade zu diesen ganz präzisen Bekundungen dieses Zeugen hören. Ja, und zwar sagt dieser Zeuge, es war Ende April, Anfang Mai 1943. Verzeihung, im Laufe des Mai, hat der Zeuge ausgesagt. So, im Laufe des Mai. Ende April oder im Laufe des Mai 1943. Das ist zunächst einmal ein sehr wichtiges Datum, was Sie bisher immer bestritten haben. Herr Schreckter, wichtig ist auch, dass ich den Zeugen überhaupt gar nicht kenne, du. Ja. Das ist noch viel wichtiger. Ich bin im Jahre 43 überhaupt gar nicht mehr im Stammlager gewesen. Ja, das haben Sie uns wiederholt gesagt. Ich habe mit Handel keinen Dienst gemacht im Stammlager. Ja. Was der Zeuge alles behauptet. Denn der Zeuge schon will im Krankenbau als Leichenträger eingesetzt gewesen sein, dann aber, wo ich nicht mehr da war. Ich kenne jeden Häftling, der hier als Zeuge auftreten tut, der bei den Leichenträgern war. Weil wegen meiner, in meiner Zeit, wo ich im Stammlager war, nur das Leichenträgerkommando bestand aus 4 Mann. Und die kenne ich so jederzeit wieder. Ich kenne auch sogar den Kapo wieder, der beim Leichenträgerkommando war. Ja, also würden Sie bitte dem Zeugen sagen, der Angeklagte Claire bestreitet zu dieser Zeit noch dort tätig gewesen zu sein, und er bestreitet insbesondere, diesen Zeugen überhaupt zu kennen. Obžalovaný Claire zapírá, že byl v roku 43 v hlavním táboře. Dann nehmen Sie mal Platz. A zapírá, že vás vůbec nehmen zná. Platz, Claire. Tak, já bych to Claireovi připomenul. Ich könnte Claire daran erinnern. Jestli si Claire vzpomíná, jak já s Kostkem Mištálem jsme šli z 21. bloku na 20. blok, Kostek Mištál byl mladý chlapec, polský chlapec, a ten tam stálo kolo. A ten Kostek Mištál se na tomto kole svez. Ať Claire řekne, co udělal s Kostkem Mištálem. Ich kam mit einem jungen Polen, Kostek Mištál aus Block 21 über den Hof auf Block 20. Und dort stand ein Fahrrad. Der junge Pole Kostek Mištál stieg auf dieses Fahrrad. Claire soll uns doch sagen, was er mit diesem Jungen gemacht hat. Nein, nicht, dass Sie eins besessen haben sollen. Der Zeuge sagt, es stand ein Fahrrad in dem Hof. Und der Junge hat aus Übermut dieses Fahrrad bestiegen. Und da sollen Sie dazugekommen sein. Und er soll Ihnen doch sagen, was Sie dann mit ihm gemacht hätten. Herr Direktor, ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe kein Fahrrad gehabt. Und in dem Krankenbau ist auch keiner mit dem Fahrrad reingekommen. Und zweitens mal habe ich mit dem Jungen, wie der Zeuge mich beschuldigt, nicht das Geringste zu tun, was er mich beschuldigt damit. Hm. Wenn in dem HKB einer mit dem Rad gekommen ist, dann habe ich das müssen wissen, wenn er mit dem HKB gekommen ist. Ob das einer von der politischen Abteilung war oder ob das einer von der Lagerleitung war. Dann hätte er sich bei mir im SDG-Zimmer gemeldet, das und das hat er vor, und dann hätte ich doch müssen das Fahrrad sehen. Und den Hof 20 zwischen Box 20 und 21 hat kein Fahrrad gestanden. Sie sollen nicht nur das Fahrrad gesehen haben, sondern Sie sollen auch gesehen haben, dass der junge Mensch auf diesem Fahrrad gefahren ist. Und dann sollen Sie ihn entsprechend heruntergeholt haben und sollen mit ihm etwas angestellt haben. Das bestreite ich auf das Entschiedenste. Schreiben Sie an. Herr Direktor, bitte noch mal eine Frage. Ja. Darf ich mir noch mal die Skizze sehen, die der Zeuge anbietet? Ja, das dürfen Sie haben. Geben Sie die Skizze mal raus. Geben Sie, lassen Sie sie. Bitte? Ja. Geben Sie her.
Hier sei die Treppe gewesen. Jawohl. Hier sei, ja, hier sei der Waschraum gewesen. Jawohl. Hier sei das Zimmer gewesen, in dem Sie tätig gewesen seien. Das ist der Korridor. Ja, und dieses Zimmer hätte hier ein Fenster gehabt und hier ein Fenster. Da sei der Korridor gewesen, hier hinten sei noch ein alter Waschraum gewesen. Und hier sei die Treppe heraufgekommen oder hinaufgegangen in den ersten Stock. Und hier sei auch noch ein Eingang gewesen, durch den die Leute hineingekommen wären, die von Block 21 gekommen seien, während im Allgemeinen die Häftlinge hier heraufgekommen. Ich habe mir hier erlaubt, ja, auch eine kleine Zeichnung zu machen, nur so. Hier ist die genaue Beschreibung. Hier ist der Ambulanzraum, wo die Injektionen durchgeführt worden sind. Hier ist der Eingang von der Straße. Ja. Hier ist der Waschraum. Ja. Hier ist der Korridor. Ja. Und hier ist der Korridor in den Hof zwischen Block 21. Wenn jetzt der Zeuge, wie er sagt, die Kranken wurden hier reingeführt von 28. Ja. Verzeihung, Herr Direktor. Das ist 20 und 21 nebeneinander. Da kann man sehen, wie das ist 20 und 21. Ja. Wenn die Zeugen jetzt, wie er Zeuge sagte, von 28 nach Block 20 geführt worden sind, dann wurden die Zeugen von 28 hier durch das Tor und dann kamen sie hier rein. Und dann kamen sie in dieses Zimmer, nebenan neben den Ambulanz. Nicht oben in dem ersten Stock sind die Kranken niemals hingekommen. Wird abgeschlossen. Nein, er hat auch nur gemeint, wenn Kranke vom ersten Stock hier zur Injektion geholt worden sind, dann sind sie diese Treppe hier heruntergekommen. Oder ja, und wo haben dann die Kranken gestanden, diese von 28 Jahren? Das wisse er nicht. Möglicherweise hier hinten in dem alten Waschraum, der da gewesen sei. Nein. Im Übrigen wisse er es nicht. Die Kranken wurden hier reingeführt und gingen in den Flur und in dieses Zimmer kamen sie. Das war ein Pflegerzimmer. Dort waren diese Kranken untergebracht. Bis jetzt der Zeugsatz weiß ich nicht, wo die waren. Die waren jedenfalls nicht. Und zu meiner Zeit war hier kein Vorhang. Wie der Zeuge spricht, bei mir hat hier überhaupt kein Vorhang bestanden. Wo war denn der Vorhang? Ja, in meiner Zeit war kein Vorhang da, Richter. Nein, da muss es nach meiner Zeit ein Vorhang eingerichtet werden. Der Zeuge Klawicki, der behauptet ja, dass in diesem Raum ein Vorhang war, der abgetrennt war. In nein, nein, also das muss ein Irrtum sein, denn wir haben jetzt den Vorhang immer nur über den Korridor. Auf dem Flur. Ja, wenn der Korridor vorhanden gewesen sein, dann muss der Vorhang erst nach meiner Zeit angebracht worden sein. Wo ich im Block 20 diesen Befehl ausführen musste, war kein Vorhang da. Das erste Mal, dass ich das erzähle. Ja, ich bin ja nicht davor geauftragt. Ich muss ja jetzt mal an der einhaken, wo ich dann auf diesem Gebiet zu sprechen komme. Ja, dann nehmen Sie mal wieder Platz. Ich habe das bereits von Herrn Staatsanwalt Kieler schon gesagt, dass kein Vorhang ist. Darf ich bitte den Zeugen übersetzen, was bisher ausgesagt wurde? Obžalovaný řekl, že záclona, tedy ta deka, tam nebyla, jak dlouho tam byl. Že vězňové byli vedení a nikdy nahoru do prvního poschodí nemocné a že čekali v chodbě. Tak na to odpovím. Ta deka tam byla a Claire tady sprostě lže. Claire, byla tam deka, ty nemocní nebyli vozeni, všechny z prvního byli dolů přivedeni, ty, co byli vybraní na 20. bloku. Byli přivedeni dolů, jo, a byli dávány do toho vašraumu vzadu, ty vězňové. A taky řeknu, co udělal s tím kostkem Mištálem. Der Zeuge beharrt darauf, dass der Angeklagte Claire lügt. Die Gefangenen wurden, und er beharrt auf seine Aussage, dass die Gefangenen im hinteren Waschraum warten mussten, bis sie an der Reihe waren. Darüber hinaus möchte er aussagen, was der Angeklagte Claire mit dem Kostek Mištál, mit dem jungen Polen, gemacht hat. Ja, das wollen wir gleich hören. Jetzt möchte ich aber zunächst noch mal von Claire hören. Sie haben eben gehört, dass der Zeuge auch ausgesagt hat, wenn kein SS-Arzt da war, hat Claire entschieden, ob die Kranken, die sich da gemeldet hatten, die sogenannten Arztvorsteller, ob die getötet werden sollten oder ob die aufgenommen werden sollten in den Krankenbau. Stimmt das? Nein, Herr Direktor. Wie ich als STG eingeteilt war, so war jeder Arzt im Stammlager eingeteilt. Es ist nie vorher. Wie, Moment, so war jeder Arzt im Stammlager eingeteilt? Also, ich will nicht den Vergleich bringen. So wie ich als STG im Stammlager eingeteilt war, so war im Stammlager jeweils ein Arzt eingeteilt. Ja, das wissen wir. Und es ist nie vorgekommen, dass der Lagerarzt nicht hat die Arztvorsteller vorgenommen. Ja. Der Arzt war jeden Tag im Lager, genauso lange wie ich.
Im Lager war so war der Lars, also nur, dass ich eine Stunde früher da war, wie der Lager. Ja, aber es ist uns doch jetzt schon von verschiedenen Zeugen erzählt worden, dass Sie diese Entscheidung getroffen hätten. Herr Direktor, ich sage nur die Wahrheit, dass ich die Entscheidung nicht treffen konnte und nicht getroffen habe. Gut, dann nehmen Sie wieder Platz. Nun wolle der Zeuge noch erzählen, was der Klär mit diesem jungen Mann gemacht hätte, der auf dem Fahrrad gefahren ist. Chci se vyprávovat o tom mladým Polákovi. Prosím vás, budu vyprávět, ale chtěl bych, kdybyste mě přeložil, co Klär řekl, a já bych chtěl odpovědět. Darf ich übersetzen, was Klär eben ausgesagt hat? Ja, bitteschön. Klär řekl, že nikdy sám nerozhodoval a že vždy tam byl lékař SS, že nikdy tam prakticky sám nebyl. Chtěl bych říct, pane předsedo, jo? Že Klér rozhodoval sám. Lže několikrát Klér. Ich möchte ganz entschieden aussagen, Herr Vorsitzender, dass Klär allein wiederholt entschieden hat. Ja. Pan předseda uvidí, jo, že co budu vypovídat já, že se držím pravdy, že nebudu vypovídat nic, to budu vypovídat o Hanklovi a budu vypovídat o dalších. Ich halte mich an die Wahrheit. Ich werde unter Beweis stellen, dass ich die Wahrheit sage. Was wollten Sie denn noch? Das ist doch der beste Beweis, Herr Direktor, wenn ich Sie bitten darf, den Angeschuldigten Handel zu fragen, ob ich mit dem Angeschuldigten Handel Dienst gemacht habe im Stammlager. Das ist doch der beste Beweis dafür, ob der Handel muss doch sagen, ob ich mit Ihnen zusammen Dienst gemacht habe. Der Zeuge hat den Namen Handel zwar vorhin einmal erwähnt, aber er hat noch kein Wort über die Tätigkeit des Handels gesagt. Da wollen wir erst mal abwarten, was der Zeuge darüber zu sagen hat, nicht? Jawohl. So, nun bitteschön. A prosím, co se stalo s tím mladým Polákem? Kolo stálo u 20. bloku. Když jsme přišli a on se svezl na tom kole. Das Rad stand am Block 20, als wir kamen und er fuhr, also an die Wand gelehnt und er fuhr mit diesem Rad. A stálo na levé straně od vchodu to kolo. To pamatuji jak dnes. Das Rad stand auf der linken Seite vom Eingang. Daran erinnere ich mich, wie wenn es heute wäre. Kostek se svezl a v tom vyšel Klér na dvůr. Der junge Kostek fuhr auf dem Rad und in dem Augenblick kam Klér auf den Hof. Kývl na něj takto rukou. Er winkte ihn herbei mit der Hand. Kolo musel postavit. Er musste das Rad an die Wand stellen. A teď ho nechal dělat dřepy, nevím kolik, bylo jich mnoho, snad jestě, snad méně, snad více. Er ließ ihn Kniebeugen machen, ich weiß nicht, wie viel es waren. Pak ho skopal, dann trat er ihn. Stloukl a my jsme museli ho odníst a on nemohl, asi dva nebo tři dny nemohl chodit. Und dann schlug er ihn noch so, dass wir ihn vortragen mussten und der Junge zwei bis drei Tage nicht gehen konnte. A když se na tohle Klér nepamatuje, pak lžes prostě. Und wenn sich Klär daran nicht erinnert, dann lügt er. Sie haben dieses Ereignis in unbedingter Erinnerung und Sie wissen auch bestimmt, dass es sich dabei um Klär handelte. Wie máte ten případ v bezpodmínečném víte tedy přesně, že se to jedná o Kléra a pamatujete se taky přesně na celý případ. Bezpodmínečně. Bezpodmínečně, přesně, na tohle pamatuju. Ganz genau und ohne jeden Vorbehalt, ohne jede Bedingung erinnere ich mich an diesen Vorfall und ich weiß auch genau, dass es Klär ist. Und wieso haben Sie eigentlich den Namen dieses SDG Klär erfahren? Jak jste se vůbec dozvěděl jméno toho SDG Klär? Jak jsem se dozvěděl? To bylo docela lehké, protože ty, kteří už tam byli před námi, Poláci, ty nám to vždycky řekli, ty už tam byli celou dobu, ty staří. Es war sehr leicht, denn die Polen, die vor uns ja schon längere Zeit da waren, uns die Namen gesagt haben. Auch die Ärzte. Auch die Ärzte. Also das sind die Gefangenenärzte gewesen. Das war Wiesenske Lekar. Wiesenske Lekar. Ja. Ja. Nun, wissen Sie auch etwas davon, dass Klär in den Krankenbaracken Häftlinge ausgesucht hat, die in die Gaskammern kommen sollten. Víte taky něco o tom, že Klér vybíral v bloku nemocných vězňové, které přišli do plynové komory? Ano, to vím, ale to já jsem nebyl přítomen, to vím od českých lékařů, mohl bych některý jmenovat. Ich weiß es nur von tschechischen Ärzten, ich war selbst nicht zugegen, ich kann aber die Namen dieser Ärzte nennen.
Was haben die Ihnen erzählt? Co pak vám vypravovali lékaři? Ty vždycky mě řekli, že byla vybírka, že se vybíralo, jo? Že vybíral Claire, buď vybíral s Entressem, ten velmi často doktor Entress vybíral. Sie haben mir gesagt, dass wieder einmal eine Auslese oder ein Aussuchen stattgefunden hat, und zwar Claire, der sehr häufig mit Dr. Entress ausgesucht hat. A někdy, že vybíral samotný Claire. Und auch manchmal, dass Claire allein diese Auswahl traf. Haben Ihnen das die tschechischen Ärzte bereits dort und damals im Lager Auschwitz erzählt? Říkali vám to čeští lékaři již v táboře v Auschwitz? Ano, v Osvětimi. Ano, již v táboře, a mohu vám je jmenovat zrovna tak. Já jsem jim vyprávěl vždy, kolik bylo a kdo a co, kolik bylo zastřelených na 11. bloku, jsem jim vyprávěl. Ich habe, es war bereits im Lager und auch ich habe den ersten schon im Lager erzählt, wie viele Erschossene auf Block 11 waren zum Beispiel. Ja. Also Sie haben Ihre Kenntnis von den tschechischen Ärzten bereits im Jahr 43 im Lager Auschwitz. Vy o tom víte, tedy od roku 43, jak jste ještě byl v táboře v Osvětimi od těch českých lékařů. Ano, vždyť já jsem s některým vůbec nemluvil, ani nevím, jestli některý dnes žije. Ich weiß ja gar nicht, ob einige von diesen Leuten heute noch leben. Herr Zeuge, Sie haben uns nunmehr erzählt von dem Angeklagten Claire, was Sie mit ihm erlebt haben. Haben Sie auch Leichen wegbringen müssen aus dem Block 11? Pane Svědku, vy jste nám vyprávěl o obžalovaný Kléru. Musel se taky nosit mrtvoli z bloku 11? To jsem musel, a to jich bylo tisíce, který jsem z bloku 11 nemusel nosit, ale který jsem tam nakládal, a občas tyto mrtvé jsme nosili. Es waren sehr viele, ich musste Tausende aus dem Block 11 aufladen dort. Wir haben einige getragen und einige dort gleich aufgeladen. Ja. Já bych vysvětlil, které mrtvé jsme nosili na 28. Ich, blok. Möchte erklären, welche Toten wir zum Block 28 getragen haben. Ja, vor dem Sie das tun, Herr Zeuge, möchte ich von Ihnen Folgendes erfahren. Wann sind Sie denn auf den Block 11 gekommen? Das heißt, während der Erschießungen, nach den Erschießungen oder wann sonst? Kdy jste přišel na blok 11? Před zastřelením, mimo zastřelení nebo po zastřelení? Před zastřelením. Když byla velká poprava, když byla velká, Poláci říkali rozvalka, tak vždycky před zastřelením. A tam jsme velmi dlouho čekali v pravém rohu. Ich kam jedes Mal vor den Erschießungen hin, wenn eine große Hinrichtung war, die Polen nannten es rozvalka, mussten wir oft recht lange dort in der Ecke warten. Protože tu dobu, kdy jsme tam čekali, tak se dole v bunkru vybíralo. Während wir, in der Zwischenzeit, während wir warteten, wurde unten im Bunker ausgesucht. Ja, Zeuge, das müssen wir jetzt ganz genau von Ihnen wissen. Zunächst, durch welchen Eingang sind Sie hineingegangen auf Block 11 und wo sind Sie da hingegangen? Jakýma dveřma jste všel do bloku 11 a kde? Pane předsedo, chodil jsem tam dlouho, ale nikdy jsem nešel hlavním blokem. Vždycky jsem šel jen vraty do toho 11. bloku a postavili jsme se do pravé strany. Taky mohu zde prohlásit... Pardon, moment. Ich ging nie durch den Haupteingang, sondern stets nur durch das Tor und wir haben uns auf der rechten Seite aufgestellt. Verstehen Sie unter Tor den Eingang von der Straße unmittelbar in den Hof? Rozumíte, když říkáte vrata, vchod do dvora. Nadur, jedině do dvora. Er meint nur den Eingang zum Hof. Zum Hof. Ani jednou jsem nešel blokem, blokem a také jsem na 11. bloku nebyl dál než ve Vašraumu a na té chodbě u Vašraumu. Durch den Block bin ich nie gegangen, ich war im 11. Block drin, nur im Waschraum und im Gang vor dem Waschraum. Und was haben Sie dort getan in dem Waschraum und in dem Gang vor dem Waschraum? A co pak tam dělali? Tak ve Waschraumu také byly zastřelené jednotlivé případy. Im Waschraum wurden einzelne Häftlinge erschossen. A ve Vašraumu také poprvně jsme museli donést mrtvolu, kde se bralo lidské maso.
Und in den Waschraum mussten wir auch das erste Mal Leichen hineinbringen, denen Menschenfleisch entnommen wurde. Also Leichen von dem Hof. Mrtvoli z dvora. Ano, to byl, já to budu vyprávět, jak to celé bylo. Ich möchte es erklären, wie es insgesamt gewesen ist. Ja. To byl takový velký, to byl, musím říct, to byl obr, snad byl o hlavu, o půl druhé, nebo o dvě větší, než jsem byl já, byl to cigán. Ein Zigeuner etwa um anderthalb bis zwei Köpfe größer als ich. Byl to silný, obr to byl. Es war ein großer Mann, ein Riese nahezu. A ten šel k černé stěně, to byl jediný, co vím, šel v botách, v polobotky měl, jinak byl nahý. Der ging zur schwarzen Wand in Schuhen, in Halbschuhen. Der einzige Fall, den ich gesehen habe, ansonsten war er nackt. Po jedné raně, dozadu, zezadu, byl střelen zezadu, po jedné raně padl a ani se nezamlel a ty boty se mu vyzuly. Nach einem Schuss, den er von hinten bekam, fiel er nieder und die Schuhe zogen sich ihm aus. Potom jsme dostali příkaz ho odnést do koupelny, do waschraumu. Und dann bekamen wir den Befehl, die Leiche in den Waschraum zu bringen. A ten byl střílen nakonec, tento muž byl zastřelen nakonec, jo, předtím bylo stříleno více, jo, bylo to. Und das war die letzte Hinrichtung an diesem Tage. Vorher waren mehrere hingerichtet worden. Pak jsme odešli a šli jsme pro vůz, protože jsme ty mrtvé odváželi do našeho krematoria, do krematoria 1. Und dann gingen wir fort und holten den Wagen, weil wir diese Leichen in das Krematorium 1 gebracht haben. Když jsme naložili mrtvé, které jsme měli u 10. bloku. Als wir die Toten eingeladen hatten, die bei Block 10 lagen. Na dvoře, jo, tedy auf dem kanálu Hof, tam. Beim Kanal. Tak jsme šli pro toho do koupelny. Pro Dann toho, gingen wir, um diesen großen Zigeuner aus dem Waschraum des Blocks 11 zu holen. A co jsme tam viděli, na to nezapomenu. Was ich dort gesehen habe, kann ich nicht vergessen. Byl ořezán na prsách, nohy, ruce. Es war im Fleisch herausgeschnitten worden, auf der Brust, an den Armen und an den Beinen. Tenkrát, když jsme ho, ještě jsem zapomněl dodat, že když jsme ho nesli do toho waschraumu, že tam bylo několik, nevím kolik, bylo tam několik SS v bílých pláštích. Ich habe vergessen vorhin hinzuzufügen, als wir die Leiche von der schwarzen Wand in den Waschraum trugen, waren dort etliche SS-Leute in weißen Mänteln. A měli tam chirurgické nástroje v takové dřevěné kazetě. Und sie hatten eine Holzkassette chirurgische Instrumente dort. Tenkrát my jsme mysleli, že Zigán něco spolkl, že mu to chtějí vyndat. Damals nahmen wir an, dass dieser Zigeuner etwas verschluckt hat und sie wollten es herausnehmen. No a když jsme potom šli pro něj a viděli jsme toto, museli jsme se vrátit na 28. blok pro truhlí. Und als wir dann ihn holen kamen in den Block 11, um ihn zu holen, mussten wir zurückgehen zum Block 28 und einen Sarg holen. My jsme tam měli truhly, to byly dřevěné truhly a ty byly vyplechované. Das waren hölzerne Kisten, die innen mit Blech ausgeschlagen waren. Museli jsme ho naložit do truhly. Wir mussten ihn in diese Kiste legen. A na takovém vozíku dvoukolečkovém, ten jsme tam měli, jsme ho vezli potom do krematoria zvlášť. Und wir fuhren ihn auf so einem zweirädrigen Wagen, wie wir sie im Lager hatten, in das Krematorium extra. Po této době se dosti často toto opakovalo, toto maso se bralo. Nach dieser Zeit geschah es öfter, dass Leichen Fleisch entnommen wurde. A potom se to bralo hodně na ženách, na silnějších ženách. Und dann wurde es sehr häufig von stärkeren Frauen entnommen. Nejvíce to bylo potom v létě v roku 1944. Am meisten war es im Sommer des Jahres 1944. Herr Zeuge, Sie haben uns eben die Hinrichtung von diesem Zigeuner geschildert. Wissen Sie noch, wer den Mann erschossen hat? Víte ještě, pane svědku, kdo toho cigána zastřelil? Kdo tohoto cigána zastřelil, to nevím. To bych lhal bych, jo, a já nechci lhat. Wer diesen Zigeuner erschossen hat, weiß ich nicht. Wenn ich einen Namen nennen würde, müsste ich lügen. Herr Zeuge, Sie sagten uns, Sie seien sehr häufig bei Exekution zugegen gewesen. Vy jste nám řekl, že jste byl velmi mnoho u těch exekucí v bloku 11.
Velmi mnoho, protože jsem byl mladý, jo, hodně jsem tam chodil. Mohu jmenovat, jestli tak já budu jmenovat, kdo tam hodně chodil. Ich war sehr jung und darum war ich häufig dort eingeteilt. Ich kann auch die Namen derer nennen, die mit mir häufig dorthin kamen. Ja, uns würde, ja, das können Sie auch tun. Und dann bitte sagen Sie uns, wen Sie dort bei diesen Erschießungen von SS-Leuten gesehen haben. Můžete nám napřed říct mě? Markovský. Der Kostek Michtal, das war derselbe, der auf dem Fahrrad gefahren ist. Ano, to byl ten stejný. Markovský. Markovský Stepan. Stefan Markovský. Bonk Juzek. Moment, moment. Markovský Stefan. Bonk Juzek. Wie schreibt sich der Bonk? Jak se píše? B-O-N. To nevím. Bonc se psal nějak, takový háček tam byl dole. Já nevím, er schrieb irgendwie Bonc und hinten am letzten Buchstaben war ein Häkchen. Es war ein polnischer Name. A ten B-O-N-D, ja? B-O-N-D. Já nevím přesně, jo. Pane předsedo, nevím přesně, jak se psal. Er weiß nicht genau, wie der Name geschrieben wurde. Und wie hieß er mit Vornamen? Juzek. Juzek. A ten Bonk, to vím, že ten je z Jasla od někud. Und der ist irgendwo von Jaslo. To vím přesně, že byl z Jasla. Das weiß ich genau. A měl doma, to říkal, že má doma půjčovnu kol. Und er hat zu Hause einen Fahrradverleih. Der Bond. Ano. Ja. Teď. Ja. Dále byl Melka Ignác. Ten měl jednu ruku jako já dvě. Es war ein gewisser Ignaz Melka, ein sehr großer Mensch, der eine Hand so groß hatte wie ich zwei. Es war ein Bauer. Melka, M-E-L-K-A. Melka Ignác. Ignác, ja. Potom tam byl, Kapo byl Richler, to už jsem řekl. Der Kapo war Richler, wie ich schon gesagt habe. Richler. Zajons. Ein gewisser Zajons. S-A-I-O-N-S. Wahrscheinlich. Z-Zajon. Zajons. Zajon. Z-A-I-O-N. Herr Direktor, ich meine hinten mit C wahrscheinlich. Zajons. Zajons, mit C hin. Zajons. Ja, die Männer pressen ja nicht. Und wieso können Sie sich eigentlich daran erinnern, wie diese Namen geschrieben waren, wenn Sie sagen, hinten mit C oder mit einem Häkchen. Herr Direktor, das, die Bemerkung C kam von mir. Ja, so. Kam nicht vom Zeugen. Ja. Sie sagten vorhin zum Beispiel bei dem Bond, da war über dem D ein Häkchen. Wieso können Sie uns das sagen? Das würde mich mal interessieren. Ja, du musst říct, že u toho Bonga byl nějaký háček. Já jsem viděl, jak se psal, jo, ale to já nepamatuju. Já jsem polský například se nenaučil říct, a že jsem mluvil dobře polsky tenkrát, jo. Já jsem se nenaučil říct po polsku kněz. Ich habe es einmal gesehen, wie der Name geschrieben wurde, aber ich habe es vergessen. Ich habe auch niemals, obwohl ich gut Polnisch reden könnte, gelernt, zum Beispiel, wie man auf Polnisch Priester sagt. Ja, nein, mich interessiert das nur aus vollem Grunde. Ich will nur wissen, ob der Zeuge die Namen, die er uns jetzt nennt, nachträglich irgendwo gelesen hat und sie uns jetzt hier bekannt gibt, oder ob er dort schon diesen Namen gewusst hat. Viděl jste někde v novinách dneska tyto jména, nebo viděl jste ty jména již v koncentračním táboře? To jsem v žádných novinách neviděl, to vím od nás, když jsem s nima byl denně, když jsem s nima žil, celou dobu jsem s nima žil, hnedle dva roky, oni potom odešli a já budu jmenovat ještě další. Ich weiß es nicht aus irgendeiner, ich habe es nicht irgendwo gelesen, sondern ich habe damals mit diesen Leuten gemeinsam gelebt und gemeinsam gearbeitet und ich kann noch weitere nennen. Ja. A oni mě říkali Pepík, jo, každému Čechovi, Poláku, Čech u Poláku byl Pepík. Sie nannten mich Pepík, wie die Polen allgemein alle Tschechen genannt haben. Ja. Teď tam byl dále, tam byl Karol Namyslovský. Es war ein weiterer dort, Karol Namyslovský. 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 Jeho otec byl dirigent nějaký, jo, a to nám vykládal, že byl i na turné někde v Americe. Sein Vater war Dirigent, wie er uns erzählte, und er war auf einer Tournee in Amerika. A on sám byl důstojník polské armády. Er selbst war Offizier der polnischen Armee. A dostával velmi často balíčky. Und er bekam recht häufig Päckchen. Und welche SS-Leute waren? Potom
Ja. Potom ještě tam byl Weiss, ten po Weissovi potom ten tam byl ještě se mnou, který je zde, ten tam byl též Franz Oliven, to už se jmenoval. Pardon. Stašek. Moment, prosím. Es war dann dort Weiss, der auch hier ist, dann den ich schon genannt habe, Franz Oliven und ein gewisser Stašek. Darf ich Ihre Frage jetzt übersetzen? Ja. Jaké osoby z SS tam byly, když bylo zastřelení? Když byla poprava na 11. bloku, když byla veliká poprava, jo, tak tam bylo celé politické oddělení tam bylo, byl tam lékař, viděl jsem tam i Hesse, jsem tam viděl. Wenn eine große Hinrichtung war, war die gesamte politische Abteilung dort, auch der Arzt und auch Höss habe ich dort gesehen. Ach, řeknu, jak stáli teď. Und ich will sagen, wie sie gestanden haben. Jak se vyšlo z koupelny, tak po pravé straně u 11. bloku, jak byla černá stěna, tak na 11. bloku, k 11. bloku, prvně stál velitel. Viděl jsem tam několikrát Hesse. Pak Olmayr, říkali jsme mu Lokitek, Lagerführer. Wenn man aus dem Waschraum kam, in den Hof, war rechts die schwarze Wand und zunächst dem Block 11 stand der Kommandant. Auch Höss habe ich ab und zu gesehen. Dann war ein weiterer... Olmayr, říkali jsme mu Lokitek. Er wurde Lokitek genannt von den Häftlingen und war der Häftlingsführer? Lagerführer. Grabner tam byl. Grabner war dort. A další z politického oddělení. Und weiter. Palič, Štibic, Lachmann, Bogr. Palić, Štibic, Lachmann und Boga aus der politischen Abteilung waren auch dort. Myslím, že Palić a Štibic, ty nebyli, myslím, z politického oddělení. Já vím, že byli, wie sagt man, Raportführeri byli. Ich weiß nicht, ob Palić und Štibic aus Stibitz der politischen Abteilung waren. Ich glaube, sie waren Raportführer. Kaduk tam byl. Kaduk war dort. No, a ostatní, a lékaři se tam střídali. Když byla velká poprava, tak tam byl vždycky lékař. A ten lékař stál takový krok, nebo před tím, jak bylo nastoupený celý SS. Und wenn eine große Hinrichtung war, war auch ein Arzt dort. Die Ärzte haben sich öfter abgewechselt. Vor der Linie der angetreitenden SS-Leute stand der Arzt etwa einen Schritt. Teď bych chtěl vylíčit, jak taková poprava se odehrávala. Nun möchte ich schildern, wie eine solche Hinrichtung sich abspielte. Z 11. bloku přišel nějaký Polák k nám, ten jezdil z toho, bylo to kousek a přijel na kole, jmenoval se Stašek, druhé jméno nevím. Ein gewisser Pole namens Stašek kam aus dem Block 11 auf dem Fahrrad zu uns. Na 28. blok. Zum Stašek, darf ich nochmal fragen? Stašek. Na 28. blok. Zu uns, das heißt zum Block 28. Ani nešel někdy do sklepa k nám a jen zavolal. Er ging nicht in den Keller zu uns, sondern rief. Odzhora z těch schodů, nebo von oben von den Stiegen rief er hinunter. A nebo přišel jen kousek na ty schody k nám oder do sklepa. Oder er kam nur einige Stufen herunter. A zavolal Leichenträgeri, dvoje nosítka, a nebo řekl třeba truhlu, nebo dvě truhly. Und dann rief er Leichenträger, zwei Tragbaren, oder er sagte eine Kiste oder zwei Kisten. Když řekl jednu kistnu, truhlu, jo, tak to jsme věděli, že bude poprava jen malá, že to bude buď dva, tři, nebo rodina s dítětem, nebo ze dvěmi. Und wenn er rief eine Kiste, dann wussten wir, es wird eine kleine Hinrichtung sein, einer, zwei oder drei, oder eine Familie mit Kind. Když řekl nosítka a řekl dvoje nosítka, tak jsme věděli, že bude poprava veliká. Und wenn er sagte eine tragbare oder zwei tragbaren, dann wussten wir, dass es eine große Hinrichtung sein wird. Když řekl jen tu truhlu nebo dvě, tak jsme měli ten vozík na dvou kolečkách, tak jednu, tam jsme naložili obě truhly na ten vozík, když byly dvě truhly a jeli jsme, vzali jsme si popruhy na sebe
A jeli jsme na ten blok tím vozíkem. Wenn er sagte, eine Kiste oder zwei, luden wir sie auf den zweirädrigen Karren, nahmen die Tragegurte und fuhren mit dem Karren los. Ty mrtvé byli buď, někdy jsme přišli, už byli zastřelené, a někdy se stříleli před námi. Manchmal kamen wir, dann waren die Betreffenden bereits erschossen, manchmal wurden sie vor unseren Augen erschossen. Das handelt sich hier um die Einzelhinrichtungen. Když potom jsme, když byla ta větší poprava, tak jsme přišli tam s těma nositkama, postavili jsme se do pravého rohu, jsme se postavili a čekali jsme, až z bunkru budou vybrány dole. A slyšeli jsme, jak v bunkru je vždycky hlášení, že ta štuba je, že je obležená nebo obsazená tolika a tolika. Wenn eine größere Hinrichtung war, pozor. Gingen wir mit unseren Tragen und stellten uns in der rechten Ecke vor Block 11 auf. Dort warteten wir, bis in den Bunkern ausgesucht wurde. Wir hörten auch von außen die Meldung, Stube so und so, belegt mit, oder den Ruf Achtung. Mit so und so viel und so und so viel Menschen. Pamatuji se dobře, když jsem tam prvně přišel, a to jsem přišel s Olivenem, protože jsme stejně nastoupili. Jak jsem byl nervózní, já jsem tenkrát musel jít několikrát na malou stranu, tam v rohu. Ich erinnere mich noch sehr genau, als ich zum ersten Mal mit Franz Oliven dorthin kam. Ich war sehr nervös und musste wiederholt in dieser Ecke austreten. No, když byli dole vybraní, ty, co už byli dole vybraní, ty byli hnáni do té koupelny. Byli zahnáni, jo? Die unten ausgesucht wurden, wurden in den Waschraum gejagt. Tam se museli vysléci. Dort mussten sie sich entkleiden. V okno v tom Waschraumu bylo zataženo dekou. Na tom bylo... Deka byla. Das Fenster des Waschraums war von innen durch eine Decke verschlossen, also war zugezogen. A to okno bylo hned, jak se vyšlo z 11. bloku po pravé straně a právě pod tím oknem ještě do toho rohu stáli nastoupený vždycky ten štáb SS. Das Fenster dieses Waschraumes war auf der rechten Seite der Eingangstür von Block 11 und bis unter dieses Fenster stand der Stab der SS. No a když byli už vyslečený a nastoupilo v tom vašraumu a SS nastoupilo, přišlo, vyšlo od zdola, jo, nastoupili, tak začala poprava. Und wenn die Häftlinge im Waschraum ausgezogen waren und die SS von unten kam, begann die Hinrichtung. Začal vyvádět, vyváděl je Jakob a ještě jeden, ten nevím, jak se jmenoval, byl to nějaký Polák, hezký takový člověk. To byl jeden. Ich habe den nicht verstanden. Jak se jmenoval? Jakobs, to byl trenér Šmelinka, se říkal. Andere, an dessen Namen ich mich nicht entsinne, Jakobs, sagte man, sei der Trainer. Nicht Jakobs, Jakob. Das war der Vorname. Jakob, Jakob sei der Trainer von Schmeling gewesen, führten die. A také v lágru bylo někdy v neděli, bylo představení, bylo tam i SS a boxovalo se tam, jo, potom později. Jo. Später waren auch Vorstellungen im Lager, bei denen geboxt wurde, daher. Und der... Jakmile jsme uviděli, že vyvádí dva po dvou, za ruce je držel, vyváděl, vyslečené, to znamenalo, že my už jsme s nosítkama museli běžet k černé stěně, těsně za ty, kteří dělali popravu, kteří stříleli. Er kam, wenn er mit zwei aus dem Waschraum kam, die er am Oberarm gepackt hielt, hieß das für uns, dass wir mit der Tragbare schon an die schwarze Wand zu laufen hatten, knapp neben die, die die Erschießung durchführten. Všechno z toho Waschraumu, to všechno bylo v poklusu, to všechno se odehrávalo v běhu. Das alles spielte sich im Laufschritt ab, das Führen aus dem Waschraum. Teď my jsme se postavili s těmi nositky za, ty, za SS, kteří stříleli. Wir stellten uns mit der Tragbare hinter die SS-Männer, die die Exekution durchführten. Jakmile ty mrtví byli střelení,
Byla to flobertka, taková krátká, taková flobertka, tlumená to byla. Bylo to ze zadu do hlavy. So wie die Häftlinge erschossen waren mit einem Flobertgewehr, das nicht sehr viel Geräusch machte. Sie wurden in den Kopf geschossen. Padli na zem, padli na znak. Fielen sie um. Lékař, který stál vpřed, ten říkal, weg. Und der Arzt, der vorne stand, rief, weg. My jsme, já jsem chytl jednoho za ruce, ten druhý, co se mnou nosil, jestli to byl Sinker, nebo jestli to byl Oliven, ho chyt za nohy. Und ich packte den einen bei den Händen, der andere, der mit mir trug, packte ihn bei den Füßen. Druhého jsem chyt zase obráceně. Und den zweiten packte ich bei den Füßen. Jeden ležel hlavou na tu stranu na nosítkách, druhý na tu stranu. Der eine lag mit dem Kopf auf die eine Seite der Tragbare, der andere mit dem Kopf auf der anderen Seite. A teď jsme vzali nosítka a běželi jsme k desátému bloku ke kanálu. Und dann nahmen wir die Tragbare und rannten zum Block 10, zum Kanal. Když jsem byl první, když jsem šel vpředu, tak jsem vyběh na ten chodníček u desátého bloku. Wenn ich der Erste war, lief ich bis zu dem kleinen Gehsteig beim 10. Block. A mrtvé jsme z nosítek vysypali. Und die Toten wurden von den Tragen gekippt. Mezi tím, co toto líčím, už byli zastřeleni dva další. Und während dieses geschah, was ich gerade schildere, wurden zwei weitere erschossen. To šlo velice rychle. Celá ta poprava 100 lidů, to netrvalo dlouho. Das ging sehr schnell. Eine Hinrichtung von 100 Leuten dauerte nicht sehr lange. To my už zase jsme, jak jsme vysypali, už jsme běželi pro další dva a mezi tím už běželi další dva tam vysypali. Und nachdem wir die Leichen von der Trage gekippt hatten, rannten wir bereits zurück. Und während der Zeit kamen die nächsten zwei schon mit den Leichen wieder gelaufen. Přitom bych chtěl dodat, pane předsedo, že jsem viděl a odebral jsem tam tisíce mrtvých u této stěny, že ani jeden nepadl hlavou na stěnu. Každý letěl zpět. Dabei möchte ich ausdrücklich hinzufügen, und ich habe tausende von Toten von der schwarzen Wand weggebracht, dass nicht einer mit dem Kopf gegen die Wand gefallen war, sondern sie lagen alle auf dem Rücken. Někdy dostával ten zastřelený ještě druhou ránu. Manchmal bekam der Erschossene noch einen zweiten Schuss. Dostali do spánku po nejvíce do oka. Meistens in die Schläfe, aber sehr, Entschuldigung, ich habe falsch übersetzt, in die Schläfe, aber meistens ins Auge. My jsme měli vyhrnutý rukávy a nohavice. Wir hatten die Ärmel und die Hosenbeine hochgekrempelt. Když jsem šel vpředu, byl jsem zastříkán lidskou krví vzadu. Wenn ich vorne zu tragen hatte, war ich von hinten mit Menschenblut vollgespritzt. Když jsem šel vzadu, byl jsem postříkán vpředu. Und wenn ich hinten zu tragen hatte, war ich von vorne vollgespritzt. Protože často nastal průstřel hlavy a ta krev ještě potom tak stříkala. Oft war durch den Kopfdurchschuss trat es ein, dass das Blut immer noch spritzte. Jednou se nám stal tento případ. Einmal geschah Folgendes. Nesli jsme mrtvého, já jsem šel vpředu. Wir trugen einen Toten, ich ging vorne. Najednou za mnou byl hlas. Auf einmal war eine Stimme hinter mir. Pane Oberscharführer, vy jste mě špatně střelil. Herr Oberscharführer, Sie haben mich schlecht geschossen. To byl tenkrát Štibic. Das war damals Štibic. Ten řekl, drž hubu, hned dostaneš ještě jednu. Halt's Maul, kriegst du noch eine. Museli jsme postavit nosítka. Wir mussten die Tragbare absetzen. Na těch nosítkách dostal tu další ránu. Auf der Tragbare bekam den anderen Schuss. Když bylo, ještě bych chtěl dodat, že potom, když se střílelo ženy a bylo jí hodně, ich möchte noch hinzufügen, wenn Frauen erschossen wurden, und es waren viele, zásadně se bralo první část mužů, wurde grundsätzlich der erste Teil der Männer genommen, pak se brali ženy, ty dann, už viděli, jak vycházeli z toho vašraumu, ty muže, jak tam jsou na té hromadě, dann wurden die Frauen erschossen, die sahen, wenn sie aus dem Waschraum kamen, dass bereits die Männer erschossen waren,
Pak se vzal zbytek mužů. Dann wurde der Rest der Männer genommen. Jako dnes pamatuji. Wie heute erinnere ich mich. Při této popravě, když jedna žena tam tolik křičela v tom waschraumu. An eine Hinrichtung, als eine Frau so schrecklich im Waschraum geschrien hat. Tenkrát nařídil doslova Ohmeier, Aufmeier. Damals befahl der Lagerführer Aumeier wörtlich: Vente prvně tu bláznivou. Nehmt zuerst die Verrückte. Byla vyvedena a byla to mladá žena. Sie wurde herausgeführt, es war eine junge Frau. Potom šli další ženy. Und dann gingen andere Frauen. Když šli, jednou se stal následující případ. Als Frauen gingen, passierte auch einmal folgender Vorfall. To nebyli ženy, byli to muži. Das waren Männer, nicht Frauen. Vytrh se Jakubovi jeden. Dem Jakob riss sich einer los. Postavil se před ten štáb, jak stálo SS nastoupený, postavil se vpřed. Stellte sich vor die angetretene SS. Zatlouk si dvěma rukama v prsa. Er schlug mit beiden Händen gegen die Brust. A řekl, takhle musí chcipnout jeden Reichsdeutsch. Und sagte, so muss ein Reichsdeutscher verrecken. Tenkrát Grabner ukázal prstem ke stěně. Grabner zeigte mit dem Finger zur Wand. On se nenechal vist. Der ließ sich nicht führen. Postavil se asi dva metry, nevím přesně, já nemohu říct, jestli to bylo dva metry, nebo bylo to méně, nebo více. Jo, od stěny dále se postavil. Er stellte sich etwa zwei Meter, ich kann es aber nicht genau sagen, ob es eineinhalb Meter war, mehr oder weniger, von der Wand entfernt auf. A nechal se klidně bez držení zastřelit. Und ließ sich, ohne festgehalten zu werden, ruhig erschießen. Byly tam různé výjevy při tomto. Es geschah verschiedenes während dieser Erschießungen. Poláci, takovej starší, jak dnes ho vidím, byl to starší Polák. Ein älterer Pole. Jak dnes ho vidím, bych chtěl dodat. Ich sehe ihn wie heute. Ten říkal tomu druhému, choď, co se bojíš, tam nahoře se sejdeme. Sagte zu einem Jüngeren, komm, was hast du Angst, oben werden wir uns wiedersehen. Někteří se modlili. Einige beteten. Někteří prosili. Einige baten und bettelten. Někteří měli poznámky. Einige machten Bemerkungen. Řekli, na vás také dojde. Sie sagten, ihr kommt auch noch dran. Někteří říkali, ať žije svoboda. Einige riefen, es lebe die Freiheit. A ještě různé jiné, jo? Und tam volali, i hymny se zpívali. Und verschiedene Někteří andere volali, Bemerkungen. Zpívali. Einige sangen Nationalhymnen. No, jestli si ještě vzpomenu, tak jo, jsem rozrušený, jo, protože ich bin etwas, pro mě na mě to účinkuje hrozně, když teda. Verstört, auf mich wirkt es noch sehr schlimm. Nun, Herr Zeuge, Sie haben uns eine Anzahl von Namen genannt, die bei solchen Erschießungen zugegen waren. Können Sie uns sagen, ob Sie mit eigenen Augen gesehen haben, ob die hier Angeklagten, Karduk und Boger, ebenfalls Erschießungen vorgenommen haben? Wie ist der Name, řekl Ojmenach, můžete nám říct, že obžalovaný Kaduk a Boger taky stříleli? To mohu. Bogera jsem viděl několikrát střílet. Ještě bych chtěl dodat, jak ještě se střílelo. Někdy ta puška se schovávala za zády, když byla větší, aby ji neviděl ten druhý. Das kann ich bejahen. Boger habe ich mehrere Male schießen sehen. Ich weiß auch, dass das Gewehr des Öfteren hinter dem Rücken verborgen gehalten wurde. Ja. Wie weit waren denn diese SS-Männer, die erschossen haben, entfernt von den Menschen, die erschossen wurden? Jak daleko byli vzdáleni příslušníci SS od těch lidí, kteří byli zastřeleni? Vysvětlím. Ten, co je držel, Jakob, nebo druhý, ten je přimášk na stěnu.
a ty stáli hned za nima. Hned pušku přiložil přímo na hlavu. Jakob oder wer sie führte, stellte die beiden, die er führte, direkt an die Wand und unmittelbar hinter den zu Erschießenden standen die SS-Männer und legten oft das Gewehr direkt an den Kopf an. Dabei haben Sie gesehen, dass Boger selbst mitgeschossen hat. A viděl jste, že Boger střílel sám. Ano, a to mnohokrát, nejen sám, když byla poprava větší, tak stříleli vždycky dva. Und das habe ich oft gesehen, und nicht nur Boger allein, wenn eine größere Hinrichtung war, haben ja immer zwei geschossen. Ja, nun, wir wollen einen nach dem anderen fragen. Jetzt zunächst Boger. Wieso kannten Sie Boger? Jak to bylo, že jste znal Bogra? To zase jsem se dozvěděl o těch Poláků, kdy ty už tam chodili dlouho, ty už tam chodili, některý už tam chodil rok. Den Namen habe ich wieder von den Polen erfahren, die ja schon viel länger vor mir dorthin gingen, manche schon über ein Jahr. Teď střílel Palič, hodně střílel, Štibic, Lachmann. Palič, Štibic, Lachmann. Boger, Boger, Kaduk, Kaduk und viel mehr war von politischer Abteilung, die měnili. Oni se střídali často. Die wechselten sich aus, es waren noch viel mehr von der politischen Abteilung. Ty jsem neznal jmény, někteří jsme znali, někteří jsme neznali jmény. Ich kannte nicht alle beim Namen, einige kannten wir, einige kannten wir nicht. Například Lachmanovi, tomu jsme říkali Hyena. Zu Lachmann, Lachmann nannten wir Hyäne. Ja. Wissen Sie oder können Sie uns sagen, ob Boger öfter mit bei Erschießungen geschossen hat? Víte, jestli Boger vícekrát střílel? No to vím určitě, že střílel vícekrát. Das weiß ich, ich weiß es ganz bestimmt, dass er öfter erschossen hat. Někdy s námi tam chodil náš kapo, ten Rischler, ten nenosil, byl starší, ten jen stál. Manchmal ging unser Kapo Rischler mit uns, der nicht mittrug, weil er schon älter war. Er stand dabei. A když tam nebyl, tak když jsme přišli, tak se vždycky ptal, kdo dělal rozvalku, když byla větší poprava. Und wenn er nicht mitging, fragte er uns jedes Mal, wer diese Rozvalka, Exekution, durchgeführt hat, wenn eine größere Hinrichtung stattfand. Tak jsme mu říkali, jo, někdy střílel Boger Štibic. Dann sagten wir ihm, manchmal schoss Boger. Wir sagten ihm genau, wer geschossen hat, zum Beispiel Boger und Štibic, Kaduk, Palič. Kaduk und Palič. Oder wieder vielleicht Boger mit, nebo zase Boger s Paličem. Oder auch Boger mit Palič. A taky ještě jiný, těch jména jsme neznali. Und auch andere, deren Namen wir nicht kannten. Stávaly se případy, že někdy si tam také z politického oddělení přivedli jen jednotlivé případy. Es passierte auch, dass aus der politischen Abteilung auch einzelne dorthin gebracht wurden. Ty byly okamžitě likvidované. Sie wurden sofort liquidiert. Někdy je střílel ten, který si je tam přivedl z toho politického oddělení. Manchmal erschoss sie der sie von der politischen Abteilung dorthin gebracht hatte. Někdy je střílel Schlage. Manchmal erschoss sie Schlage. Und a ještě tam byli další na 11. bloku. Und es waren auch noch weitere dort. Noch zwei, ještě tam byli dva další, kteří. Noch zwei weitere auf dem Block. Podle měl službu nebo jak tam byli, to nebo, nachdem, to nevím, jak se střídali nebo. Wer Dienst hatte und wer jeweils dort war. Ich weiß nicht, in welch, wie sie sich abgewechselt haben. Ja, wir wollen jetzt zunächst mal bei Boger bleiben. Boger, sagen Sie mal, bleiben Sie immer noch dabei, dass Sie keinen Menschen erschossen hätten? Jawohl, Herr Vorsitzender. Na, dann nehmen Sie Platz. Ja, Sie haben also eben von Boger gesprochen und haben dann noch den Namen Schlage und Kaduk genannt. Wie war es denn mit Schlage? Was war denn Schlage? Was hat er denn für eine Funktion gehabt? Ja, to bylo Schlage, im Zuprochen, ja, sehr funkcí. Schlage, tam byl nějaký blokfírer, nebo co tam byl, ten byl jako tam dozorce na tom 11. bloku. Schlage war so etwas wie Blockführer, er war Aufseher im 11. Block. War Aufseher im 11. Block. Und wieso wussten Sie, wie er hieß?
jak se to věděl, jak se jmenuje? To zase jsem věděl o těch, to jsme vždycky věděli, ty starší už to věděli a věděli jsme to hodně o toho Staška, který tam jezdil, to byl Polák ten Stašek, nebo Schlonzák, nebo co byl, já nemohu říct přesně. Das habe ich erfahren in der gleichen Weise wie die anderen Namen. Das meiste erfuhren wir von Staschek, diesem Polen, der von Block 11 immer zu uns gefahren kam. A to byl Štubový tam na bloku. Er war? Stubendienst. War Stubendienst auf Block 11. Sagen Sie bitte, haben Sie persönlich gesehen, wie Schlager Menschen totgeschossen hat? Viděl jste osobně, jak Schlager střílel? To jsem viděl. Jednou to bylo v koupelně jsme byli. Tam zastřelil jednoho muže, byl to otec, musel udělat dřeb. Schlager ho střelil do hlavy, pušku měl schovanou za zády. My jsme ho vynesli zase. Das habe ich einmal im Waschraum gesehen. Ein Mann wurde dort von Schlager erschossen. Er musste eine Kniebeuge machen. Schlager hatte das Gewehr hinter dem Rücken verborgen und schoss ihn in den Kopf. Wir mussten ihn in der Kiste forttragen. Na dvůr jsme ho vynesli auf den Hof. Potom přišlo dítě, nevím, bylo dvouroční nebo ještě méně mělo. Dann kam das Kind, etwa zwei Jahre oder weniger. Pak přišla matka. Dann kam die Mutter. Wo waren die in der Zwischenzeit? Kde byli, prosím, matka a dítě? To nevím, ty byli přivedeni potom zevnitř z 11. bloku, kde byli, to nevím. Das weiß ich nicht, wo sie sich aufhielten, sie wurden innerhalb des, also von innen aus dem 11. Block in den Waschraum geführt. In den Waschraum? Ja. Und zwischendurch haben sie immer denjenigen, der erschossen war, hinausgetragen? Mezitím jste vždycky odnesli toho, který byl střelen v koupelně. Ano, to jsme odnesli, to dítě ještě muselo dostat několik ran, jo, protože křičelo, to nebylo hned mrtvé. Bylo ja, to malé dítě. Fort, das kleine Kind musste noch wiederholt geschossen werden, weil es noch schrie, es war nicht tot. Das war also ein Mann, eine Frau und ein Kind. Ein Mann, ein Kind und eine Frau. In der Reihenfolge der Zeuge ausgesehen. Potom Schlagera jsem viděl u černé stěny tej zastřelit jednotlivé případy. Dann habe ich Schlager auch bei der schwarzen Wand einzelne Erschießungen durchführen sehen. To mohu říct, že Schlager při těchto velkých popravách, když byly ty masové, jo, když bylo přes 100 lidů nebo 60 nebo tak, tak i 160 bylo, to Schlager nestřílel u černé stěny. Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass bei den Massenhinrichtungen, wenn 100 oder 60 oder 100 oder über 100 Personen hingerichtet wurden, Schlager nicht bei den Erschießungen dabei war. Wissen Sie, ob damals wie Schlager in dem Waschraum Mann, Kind und Frau erschossen hat, ob da noch andere SS-Leute zugegen waren? Víte, jestli tam v té koupelně byli jiní příslušníci SS, jak Schlager zastřelil muže, dítě a matku? Ne, to nebyl tam nikdo jiný, jen ještě jeden dozorce SS byl na dvoře. Es war nur ein weiterer Aufseher von der SS auf dem Hof. Taky z bloku 11. Auch vom Block 11. Bitte? Und? Auch aus dem Block 11, ein weiterer Aufseher der SS auf dem Hof. Und wann war das ungefähr? A kdy to bylo, prosím? Tohle bylo někdy na jaře v roce 1944. Das war im Frühjahr des Jahres 1944. Können Sie sich auf die Zeit genau erinnern oder könnten Sie sich auch irren wegen der Zeit? Můžete se vzpomenout přesně na tu dobu, nebo se můžete taky... No, tak přesně, abych řekl, že to bylo který měsíc, nebo to nemohu říct, ale vím, že to bylo na začátku roku, teda po zimě, že to bylo, že nebylo zima, to vím. Ich weiß nur, dass es nicht mehr kalt war, es muss also im Frühjahr gewesen sein. Ich kann mich nicht genau an den Monat erinnern. Und es war nicht 43, sondern 44. Ale bylo to 43, bylo to 44. 44 to bylo. A sice různé věci si musím vzpomínat a dalo mě to dosti práce, abych si to ujasnil, protože... Pardon.
Es war 1944, ich muss mich an verschiedene Dinge erinnern und es ist sehr schwierig, die Dinge ja, ins Gedächtnis zu holen. Ja, das glaube ich ohne weiteres, nur ist es für uns sehr wichtig zu wissen, ob Sie bestimmt sich daran erinnern können, dass Víte, 44 war. Určitě, že to bylo 44, že das to bylo... weiß ich sicher, dass es 1944 war. A sice vysvětlím také, proč velmi často pamatuju případy, které se vezly do krematoria. Ich will auch erklären, weshalb ich mich genau erinnere. Ich schildere auch und ich erinnere mich an Fälle, die in das Krematorium gebracht wurden. A tento případ už nebyl vezen do krematoria. Und protože dieser Vorfall wurde nicht mehr ins Krematorium gebracht. Protože naše, říkám naše, jo, bylo to krematorium jedna, to už nepálilo a pro mrtvé dojížděli auta. Unser Krematorium, das Krematorium 1, verbrannte nicht mehr die Leichen. Für die Leichen kamen nun Autos und fuhren sie weg. Proto teda pamatuju určitě, že to bylo, vím, deswegen weiß ich sicher, dass es in diesem Jahre war. Teď bych, nevím, jestli mám wissen taky... Sie, ob bei diesen Erschießungen den Leuten irgendetwas vorher vorgelesen worden ist, wie ein Befehl oder ein Urteil oder so irgendetwas? Víte, jestli před zastřelením bylo přečítáno lidmu něco, nějaký rozkaz nebo něco podobného? Při těchto popravách nikdy nebylo nic přečítáno, nikdy. Bei diesen Hinrichtungen wurde niemals irgendetwas vorgelesen. Ist es auch vorgekommen, dass Sie Menschen auf diesen Leichenhaufen geschleppt hatten, die noch gar nicht tot waren? Stalo se také, že jste odvezli lidi na ten na ty mrtvoly, kteří ještě žili. To se nestalo jednou, to bylo při každé velké popravě. Das ist nicht nur einmal geschehen, das war bei jeder großen Hinrichtung. To ale chci říct, je na tu hromadu, že jsme je jen odnesli, které ještě žili na tu hromadu, ne, že jsme je odvezli do krematoria, nebo že bychom je nakládali na auto. Die haben wir nur zu dem Leichenhaufen gebracht, nicht auf die Autos aufgeladen oder ins Krematorium gebracht. Ja, und was geschah denn nun mit den Leuten, die auf diesen Leichenhaufen lagen und noch nicht tot waren? Co pak se stalo s těmi lidmi, kteří leželi na té hromadě mrtvol a ještě žili? Vždycky, když odešel ten štáb SS, odešel, tak tam zůstali dozorci z 11. bloku. Immer wenn der Stab der SS wegging, blieben dort die Aufseher des 11. Blocks. Naše povinnost, chodili s námi okolo ty hromady mrtvých. Sie gingen mit uns um diesen Leichenhaufen. A my jsme museli ty, kteří dýchali, und wir mussten diejenigen, die atmeten, vytahovat z ty hromady, aus diesem Haufen herausziehen. A ty byli dostřelovaní. Und sie wurden dann erschossen. Und wer waren die Aufseher, die da mit ihnen gingen? A kdo byli ty dozorci z 11. bloku? Byl to Schlage, ještě dva, já nevím, jeden se jmenoval Ogurek, Ohárek, nevím přesně jména. Schlage, die anderen Namen weiß ich nicht, einer hieß Ogurek, Ohárek oder so ähnlich. Und eine, jeden se jmenoval Gering, Dering, er kann sich nicht genau erinnern. Ja. Aber an Schlage können Sie sich noch genau erinnern. Na Schlage se pamatujete. Určitě se pamatuju. Ganz sicher. Können Sie sich erinnern, dass einmal ein Zigeuner unter diesen Menschen waren, die nicht tot waren nach der Erschießung? Pamatujete si, že tam ležel taky cikán, který ještě žil a ležel na mrtvém. Pamatuji a ten případ, to jsem vyprávěl lékařům českým, to jsem vyprávěl tisíckrát, už co jsem se vrátil. Diesen Vorfall habe ich schon tausende Male erzählt. Ich habe es im Lager den tschechischen Ärzten erzählt und seit ich zurückgekommen bin, auch sehr oft. A po vrácení i to jsem vykládal tento případ svým spolupracujícím, nejednou jsem tento případ vyprávěl. Und diesen Vorfall habe ich nicht nur einmal, sondern sehr häufig erzählt. Tenkrát Cikán žil a Schlage mu povídal, Cikáne, staň. Damals lebt, also der Zigeuner lebte damals und Schlage sagte zu ihm, Zigeuner, stehe auf. Na to nemohu nikdy zapomenout. Darauf kann ich, das kann ich niemals vergessen. Cigán chtěl povstat. Der Zigeuner wollte aufstehen. Schlage povídal lež. Der Schlage sagte ihm, bleib liegen.
Dostal další ranu. Bekam einen weiteren Schuss. Stále žil a dýchal. Er lebte immer noch und atmete. Byl střílenej do srdce zpředu. Er wurde von vorne ins Herz geschossen. Museli jsme ho otočit, byl střílen do srdce z druhé strany. Wir mussten ihn umdrehen, er wurde auf der, von hinten ins Herz geschossen. Byl střílen do obou spánku. Er wurde in beide Schläfen geschossen. A dýchal a dýchal. Und er atmete immer noch. Pak nevím přesně, kolik rán dostal, ale bylo to hodně rán. Ich weiß nicht genau, wie viele Schüsse er bekam, aber es waren sehr viele. Některá se do toho srdce ještě opakovala. Některá střela se ještě do srdce, ještě do toho srdce a do spánku. Ein oder andere Schuss wurde also in die Brust, ins Herz oder in die Schläfe wiederholt. Nakonec dostal střelu do krku, do... Zuletzt bekam er einen Schuss in den Hals. Pak se mu vyvalila taková černá krev. Dann kam schwarzes Blut herausgeschossen. A byl konec. Und es war zu Ende. A tenkrát Schlager řekl, že měl život jako kočka. Und damals sagte Schlager, der hat ein Leben wie eine Katze. Ale musím dodat, že nejen Schlager, ale že ty Druzi taky dostřelovali tam. Und ich muss hinzufügen, dass nicht nur Schlager diese vielen Schüsse abgab, sondern auch die anderen. Aber von den anderen weiß er nicht, wie sie heißen. Annevita Jaksemeniotini. Ogarek, Okurek. Er kann sich nicht genau an die Namen erinnern. Ogarek, Okurek. Schlager, wissen Sie davon nichts? Herr Direktor, derartiges ist mir überhaupt nicht bekannt. Ich habe auch nie in Block 11 geschossen. Wo denn? Nirgend. Sagen Sie bitte, Herr Zeuge, ich möchte noch mal zurückkommen auf Boger. Haben Sie erlebt, dass Boger auch Häftlinge im Block 11 aussuchte, um sie zur Hinrichtung zu bringen? Zažil jste taky, že Bogar vybíral v bloku 11 vězně, aby byli zastřeleni? No zažil, protože Bogar, ty šli dolů do toho sklepa a tam vybírali do těch bunkrů a tam ty vězňové vybírali. Ich weiß, dass Bogar mit in den Keller ging und dort wurden ja die Häftlinge ausgesucht. Ja, ging er da allein oder waren da andere noch dabei? Šel sám nebo byli jiní s ním? Bylo jich více, chodil více. Es waren mehrere, die in diesen... Já bych chtěl dodat, že vím jen, že jsem věděl, že jedni vězňové patřili politickému oddělení a druzí patřili Lagerführerovi. Und ich weiß, dass einige Häftlinge zur politischen Abteilung gehörten und andere Häftlinge zum Lagerführer gehörten. To bylo podle Meldungu, ja, was versteht der Zeuge darunter, dass sie zu der politischen Abteilung gehörten? Das heißt, dass sie von denen eingeliefert waren, oder was soll das heißen? Rozumíte, že je dodáno do bloku 11 politické oddělení, nebo jak to rozumíte, že patřili politickému oddělení? To bylo podle nějakých hlášení. Jedno hlášení bylo nějak politického, to jenom... Das war entsprechend der Meldung. Eine Meldung kam von der politischen Abteilung. A jedno bylo jako patřilo Lagerführerovi, ale jak to bylo přesně, to nevím, to jen vím z doslechu. Und eine Meldung kam vom Lagerführer. Wie das genauer, weiß ich nicht. Das ist mehr vom Hörensagen. Ja, wissen Sie das überhaupt nur von Hörensagen? Oder haben Sie da Anhaltspunkte dafür, wie der dass das so doslechu, nebo... Tohle vím pouze z doslechu. Diese Sache Tohle weiß ich jo. Nur vom Hörensagen. Mhm. Sie haben uns dann noch weiterhin den Namen Kaduk genannt. Řekl jste nám jméno Kaduk. Ano. Und haben gesagt, dass Kaduk auch bei denen gewesen sei, die in dem Hof von Block 11 gestanden hätten, wenn Erschießungen vorgenommen worden sind. Řekl jste nám, že Kaduk stál ve dvoře bloku 11, když bylo střeleno. Ano, Kaduk tam střílel v bloku 11. Každý Rapportführer vlastně tam chodil a střílel, mohu říct. Kaduk hat im Hof von Block 11 geschossen. Jeder Rapportführer, kann man sagen, hat dort geschossen. A Kaduk byl taky z těch, který vůbec neschovával tu pušku za zády.
Und Kaduk war einer von denen, der niemals das Gewehr hinter dem Rücken versteckte. Byl to úplnej surovec, das war ein völliger Rohling, so kann ich erklären. Haben Sie auch gesehen, mit Eichenaugen gesehen, dass er Menschen erschossen hat? Viděl jste vlastníma očima, že zastřelil Kaduk lidi? To jsem viděl, jednou střílel ze štibicem, celou dobu, celou to dělal. Das habe ich gesehen, einmal hat er eine ganze Zeit mit Stibitz zusammen geschossen. Waren das mehr als zwei Leute, die er da erschossen? Bylo to víc než dvě lidi? To bylo mnoho lidí, to byla velká poprava, tam stál celý štáb. Das weiß ich, es waren viele Leute, mehr als zwei, es war eine große Hinrichtung, der ganze Stab stand dort. Wissen Sie, ob Kaduk auch sonst geschossen hat? Víte, jestli Kaduk střílel taky mimo to? No ano, to střílel několikrát, jednou střílel zase s Lachmanem. Er hat einige Male geschossen, einmal schoss er mit Lachmann. Ja, ich meine jetzt außerhalb der Exekution an der schwarzen Wand. Pan předseda myslí mezi popravu u černé zdi, jestli střílel jinak v táboře. To nemohu ani říct, jo, ale já nejvíc takhle při těch velkých popravách, protože to ten náš kapo vždycky se ptal hodně často, když tam nebyl, kdo dělal popravu, tak jsme mu říkali. Das kann ich nicht sagen, ich kann es nur von den großen Hinrichtungen sagen, weil unser Kapo uns ja jedes Mal fragte, wer geschossen hat. Ale ja. Ještě bych chtěl dodat, neviděl jsem zastřelit Kaduka jako mimo, ale ten střílel na lágru, tenkrát byla úplná panika. My jsme šli pro mrtvé na 19. blok a museli jsme se tam schovat. Ich weiß aber, dass im Lager von Kaduk geschossen wurde. Es war eine Panik. Wir gingen Tote holen im 19. Block und mussten uns dort verstecken. Jo, ale to nebylo jako zastřelený od Kaduka. To jsme normální zemřelé odnášeli z 19. bloku. Wir trugen normal Gestorbene aus dem 19. Block. Museli jsme tam počkat. Wir mussten dort warten. A potom Kaduka nějakej SS odved na vrátnici. Und dann führte irgendein SS-Mann Kaduk zum Tor. On byl tenkrát silně opilý. Er war damals sehr stark betrunken. A to bylo velmi často. Zu welchem Tor? Jaký vrátnici, prosím? Když se vycházelo ze vrat, tam byla vrátnice, kde hlídali SS. Dort war ein, als man aus dem Tor herauskam, Haupttor herauskam, war dort eine Wachstube der SS. Dorthin wurde Kaduk geführt. Ja, er wurde geführt, weil er so stark betrunken war. Byl odveden, že byl tak silně opilej? No, protože tam střílel po tom lágru a byl skutečně ten krát. Weil er im Lager geschossen hat und er war tatsächlich damals betrunken. Wissen Sie, ob bei dieser Gelegenheit auch ein Mensch totgeschossen worden ist? Víte, jestli zastřelili při té příležitosti člověka? Ne, to nevím, ale já jen vím, že on tam střílel po lágru víckrát. Das weiß ich nicht, ob er jemanden erschossen hat. Ich weiß aber, dass er öfter im Lager herumgeschossen hat. Ale tohle jsem viděl z toho 19. bloku, bylo to před kuchyní a tam bylo vidět. Das habe ich vom 19. Block aus gesehen. Wann war das ungefähr? Kdy pak to bylo? Asi. Tohle bylo někdy v létě 43. Das war irgendwann mal im Sommer 1943. A potom dále, později na to jsem viděl, to bylo hodně bláto, mokro. Später darauf habe ich gesehen, to bylo na podzim už, tak pozdě na podzim. Es muss im Herbst gewesen sein, es war sehr nass, sehr schlammig. Tenkrát Kaduk tam cvičil vězně, nechal je dělat auf, nieder, rollen. Dann übte Kaduk kopal. Mit Häftlingen, er ließ sie auf und niedermachen und rollen. Některé jí kopal, jo. Einige trat er dabei. To jsme také viděli, když jsme šli pro mrtvé. Das haben wir auch gesehen, als wir um Tote gingen. A teď bych chtěl dodat ještě něco dalšího. Und jetzt möchte ich ein weiteres hinzufügen. Ja, bitte schön. Často se stalo, že se pokusil vězeň o útěk. Es passierte oft, dass ein Häftling einen Fluchtversuch unternahm. Tento vězeň, nebo byli dva, byli myslím i tři jednou. Dieser oder jener, einmal waren es sogar drei. Byli zastřelení při tom pokusu. Wurden bei diesem Versuch erschossen. Venku. Außerhalb. Byli střílení střelami dum-dum, to aspoň nám bylo, to se nám říkalo, to byli zase. Sie wurden, wie uns gesagt wurde, mit dum-dum geschossen, erschossen. Některý měl otevřenou hlavu. Einige hatten einen geöffneten Schädel.
Některé mu lezli vnitřnosti ven. Einigen kamen die Innereien heraus. Tyto vězni my potom jsme museli vzít a vystavovat u bloku 24. Und diese Häftlinge mussten wir vor dem Block 24 ausstellen. Hlava přišla vyvýšit, dali se po to bedny. Unter den Kopf kamen einige Kisten oder ein Bock. Na to jsme položili to naše víko z těch truhel, které jsme měli tam dole ve sklepě. Und darauf wurde eine von diesen Kisten, die wir im Keller hatten, gelegt. Toho mrtvého jsme museli tam toho zastřeleného položit na to, na to víko. Diesen Toten mussten wir auf den Deckel der Kiste legen. Hlavu měl vyvýšenou u toho 24. bloku. Der Kopf war erhöht vor diesem 24. Block. Za hlavou byla cedule, německy a polsky napsaná. Kopf war eine Tafel, auf der Deutsch und Polnisch aufgeschrieben war. Z koncentračního tábora Osvětim útěk je nemožný a tak to dopadne s každým. Aus dem Konzentrationslager Auschwitz ist eine Flucht unmöglich und so geht es, wird es jedem gehen. Na tohle přitom, když jsme tuhle výstavu museli dělat, wenn wir diese Ausstellung machen mussten, na to dohlížel Kaduk. Das beaufsichtigte Kaduk. Když šli komanda z lágru, wenn Kommandos aus dem Lager gingen, museli dělat vpravohleď, mussten sie Augen rechts machen. Když šli do lágru, wenn sie in das Lager gingen, museli dělat vlevohleď, mussten sie die Augen links nehmen. Herr Zeuge, wissen Sie etwas davon, dass der Angeklagte Claire unter den Gefangenen einen Spitznamen hatte? Víte, jestli, jak jste říkali Clairovi mezi vězni? No ví, my jsme mu jinak neřekli než profesor Claire. Wir nannten ihn nicht anders als Professor Claire. Und warum? A proč? To nevím, to přišlo tak, jako nevím, jak se Aumeyerovi říkalo Lokitek, já nevím, já jsem mu to jméno nedal, jako Medvický nebo Nervický, Napoleon, já nevím, kdo mu to jméno dal. Ich weiß nicht, wer ihm den Namen gegeben hat, das kam wie die übrigen Spitznamen oder Scherznamen Napoleon oder Lokitek. Es würde mich nur interessieren, ob der, Sie, Herr Zeuge, davon Kenntnis haben, ob Claire auch irgendwelche medizinischen Versuche an Menschen gemacht hat. Víte, jestli dělal Claire taky medické zkoušky na člověkách? Jen z doslechu. Sám jsem to neviděl. Ich habe es selbst nicht gesehen, ich weiß es nur vom Hörensagen. Slyšel jsem, že bylo to na 21. bloku. Ich habe gehört, es sei auf dem 21. Block gewesen. Und was soll er dort gemacht haben? A co pak tam měl dělat? To vám nepovím přesně, jen vím, že něco tam nějaký pokusy dělal, ale co je to bylo? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich weiß, dass erzählt wurde, er habe einige Versuche dort gemacht. Was im Einzelnen weiß ich nicht. Haben Sie auch den Angeklagten Handel gekannt? Znalste taky obžalovaného Handla? Handla jsem znal moc dobře. Handel kenne ich sehr gut. Wann haben Sie ihn denn kennengelernt? Glipak jste se znal mit Handlem, Glipak jste ho poznal. Handla jsem poznal někdy v 43. roku. Irgendwann einmal 43 habe ich Handel kennengelernt. War damals Claire noch da? Byl ještě tam Claire. Claire war noch da. Waren beide Claire und Handel zusammen tätig? Byli spolu, dělali spolu službu Claire a Handel. Ještě jednou mi to přijde. Byli Claire a Handel spolu ve službě. No, to já nevím, jestli tak byli spolu, jo, ale přesně vám to nemohu říct, no, že se stýkali, to vím. Ich weiß nicht, ob sie zusammen Dienst gemacht haben, ich weiß aber, dass sie zur selben Zeit im Lager waren und sich trafen. Und was können Sie uns von Handel sagen? Co bych nám můžete vyprávět o Handlovi? O Handlovi budu vyprávět dost a jistě Handel bude ten, který se na mě pamatuje. Ich kann von Handel sehr viel erzählen und ich bin überzeugt, dass Handel sich auch an mich erinnert. Handel, ten nás nikdy neuhodil. Pardon? Handel nás nikdy neuhodil. Handel hat uns nie geschlagen. My jsme vždycky říkali, že nám nepřipadá jako SS. Wir sagten immer, er kommt uns gar nicht wie ein SS-Mann vor. S Handlem jsem prodělal jsem jednu jízdu, kterou zde budu líčit. Mit Handel habe ich Folgendes erlebt, was ich hier schildern möchte.
Bylo to jednou v létě, protože já nevím, byl to červen, červenec, ale vím, že to bylo v létě 44. Es war im Sommer 44, ob es Juni oder Juli war, weiß ich nicht. Bylo veliké horko. Es war sehr heiß. Tenkrát jsem musel vzít, jel jsem já a Hermann Singer. Ich und Hermann Singer. Museli jsme vzít kýbl chlorového vápna. Wir mussten einen Eimer mit Chlorkalk nehmen. A jeli jsme ze sanitkou Červeného kříže. Und wir fuhren mit dem Rotkreuzwagen. Jel Hantl a šofér. Der Chauffeur und wir. Ty seděli vpředu, my jsme byli vzadu. Hantl und der Chauffeur saßen vorne, wir saßen im Krankenabteil. Jeli jsme daleko. Wir fuhren weit. Někam do Sosnovického geta. Irgendwo in das Ghetto von Sosnowitz. Tam jsme jeli pro ty zbytky, to bylo už odvezeno do plynu, to Sosnovické ghetto, ale zůstali tam zbytky. Dort holten wir Reste ab, das Sosnowitzer Ghetto war bereits in das Gas weggeführt worden. Tam byly nějaké mrtvé. Dort waren einige Tote. Nějaké postřelené. Einige erschossene. Nějaké živé. Einige lebende. Museli jsme tu sanitku vysypat chlorovým vápnem. Wir mussten diesen Sanitätswagen mit Chlorkalk innen ausschütten. Potom jsme tam naložili ty mrtvé, polomrtvé, živé. Dann luden wir diese alle auf, die Toten, die Halbtoten und die Lebenden. Pak jsme nasedli sami. Dann stiegen wir selber ein. A pak jsme odjížděli. Dann fuhren wir weg. Po cestě jsme zajeli ještě do nějaké vesnice, kde to bylo, nevím. Unterwegs fuhren wir in irgendein Dorf, wie das Dorf hieß oder wo es war, weiß ich nicht. Tam v jednom domku, v opuštěné světnici. In einem Haus, in einer verlassenen Stube. Ležela hezká, silnější žena, mladá. Lag eine hübsche, jüngere, stärkere Frau. Černovlasá, vidím ji jako dnes. Ležela na slámě. Sie lag auf Stroh. Tu jsme naložili sebou. Die haben wir auch aufgeladen. A jeli jsme. Und wir fuhren weiter. Co tenkrát dělalo to chlorové vápno, jak jsme tam byli? Was damals der Chlorkalk gemacht hat? To nikdo si nedovede představit. Kann sich niemand vorstellen. Ty výpary, to horko. Der Dampf und die Hitze. Die Dämpfe und die Hitze. Zatloukli jsme na Hantla dopředu na okénko. Wir klopften an das Fensterchen, um Hantl auf uns aufmerksam Hantl zu machen. Hantl poručil zastavit. Hantl befahl zu halten. Otevřel nám zadní dveře. Öffnete die hintere Tür. Pustil nás ven. Und ließ uns hinaus. Nechal vyvětrat tu sanitku. Ließ den Sanitätswagen auslüften. Dal nám cigaretu. Gab uns eine Zigarette. Nevím, nechci říct, po kolika minutách jsme zase nasedli a jeli jsme dál. Ich weiß nicht, nach welcher Zeit wir wieder einstiegen und weiterfuhren. Toto potom Hantl už pravidelně nechal zastavit. Und seit der Zeit ließ Hantl regelmäßig anhalten. Vypustil nás ven. Ließ uns hinaus. Vyvětral. Ließ lüften. A takhle jsme se dostali až do Birkenau ke krematoriu. Und so kamen wir bis zum Krematorium nach Birkenau. Tam jsme tyto mrtvé, položivé a živé museli vyložit. Dort mussten wir die Toten, die Halbtoten und die Lebendigen ausladen. Ty položivé jsme museli obrátit čelem dolů. Die Halbtoten mussten wir mit der Stirn nach unten legen. Ty živé si museli lehnout na břicho. Die Lebenden mussten sich auf den Bauch legen. A tam jeden SS krematoria. Und dort hat ein SS-Mann aus dem Krematorium tyto položivé a živé před námi zastřelil. Hat vor uns diese Lebenden und Halbtoten erschossen. Tu pistoli obrátil, nestřelil je takhle, kohoutek nahoru. Er schoss sie nicht in einer normalen Haltung, er drehte die Pistole mit dem Abzugsbügel nach oben. A teď, když byl hotov,
Und als er fertig war, zeptal se Handler, co je s těmi, ukázal na nás. Fragte er Handel, und was ist mit denen, und zeigte auf uns. Na nás oba ukázal. Zeigt auf die beiden, die na což Handel okamžitě řekl, ne, ne, to jsou moje lidi. Sofort sagte Handel, nein, nein, das sind meine Leute. Pak nás Handel dovezl do lágru. Dann brachte er uns ins Lager zurück. My jsme neviděli asi tři dny na oči. Wir konnten drei Tage kaum etwas sehen von dem Dämpfen Chlorkalks. Ještě bych chtěl dodat, zapomněl jsem. Ich habe noch etwas vergessen, möchte hinzufügen. Tenkrát, když jsme jeli tam, als wir damals dorthin fuhren, tak jsme ztratili pneumatiku, jednu rezervní pneumatiku. Reservereifen verloren. Proto jsme se vraceli hodně daleko. Diesen Reservereifen wieder zu holen, fuhren wir weit zurück. Nej, Handel teď řekne, jestli je to pravda, co jsem zde řekl. Handel kann ja sagen, ob es wahr ist, was ich erzählt habe. Handel, wollen Sie was sagen dazu? Herr Vorsitzender, dieser Vorfall, wie ihn der Zeuge schildert, ist mir nicht bekannt. Aber der Vorfall ist mir so bekannt, dass Mislowice Ghetto wurde geräumt. Ich wurde Sonntagvormittag. Sosnowice Ghetto wurde geräumt, Samstag. Und ich wurde angerufen. Ich sollte einen Toten abholen von Bahngeleise, der dort liegen soll. Ich war noch sehr verärgert. Ich wollte gerade Bahn gehen. Es war ein sehr heißer Tag damals, nicht? Ich fuhr mit zwei Häftlingen nach Sosnowitz bis am Bahnhof. Der Fahrer wusste ja Bescheid, wohin man sollte, lag am Bahngleise ein Toter. Die beiden haben ihn eingeladen. Da war sehr große Blutlache dort. Und wir sind zurückgefahren. Natürlich, ich weiß es davon, dass die wieder heute geklopft haben am Fenster. Ich habe aufgemacht, nicht? Das stimmt. Aber wie wir sind nach Birkenau rausgefahren, hat mir der Hessler gesagt, das war ja damals ein großer Tumult, das sollen angeblich damals so 10.000 gewesen sein. Und wie wir nach Birkenau rauskamen, hat Hessler anhalten lassen, das Auto, und hat gesagt, nehmen Sie diese Frau auch mit. Weiß ich aber nicht mehr, ob die tot war, aber wahrscheinlich ist sie vom Auto runtergesprungen oder wie, und tot, nicht? Und da habe ich die mit aufladen lassen und sind dann im Krematorium rausgefahren. Anders kann ich nicht schildern. Ja, also der Zeuge schildert ja nun die Sache insofern anders, als ob da noch Lebende dabei gewesen wären, die auch noch erschossen worden seien am Krematorium. Mir ist der einzige Fall bekannt, wo ich den... War denn das ein gewöhnlicher Sanka, mit dem Sie gefahren sind? Jawohl. Mich wundert nämlich, dass der Zeuge doch eine ganze Anzahl von Menschen genannt hat. Fragen Sie doch mal den Zeugen, in welchem Wagen, die Sie damals gefahren sind, ob das ein Sanitätskraftwagen gewesen war? Co to bylo za vůz, s kterým jste jeli tenkrát? Sanitka. Obyčejná sanitka. Obyčejná prach, obyčejná sanitka, v který vozili velmi často mrtvé. Es war ein ganz gewöhnlicher Sanitätskraftwagen, in dem oft Tote transportiert wurden. Okay. Mohl byste mě přeložit, co řekl Handl? Das sage ich ja, dass ein gewöhnlicher Sanitätskraftwagen war. Darf ich übersetzen, was... Ja, bitteschön, ja. Handel vyprávěl, že se pamatuje na jeden případ, že jednou v sobotu byl zavolán ze Sosnovic, že tam leží mrtvý na kolejích. A že potom tam jel s vězněma, že toho jedného mrtvého dali do sanitky a pak jel kolem a pamatoval si taky na tu ženu. Že ho tam zavolali, tady ještě jedna leží, jak tenkrát byla likvidováno sosnovické ghetto. Ale nepamatuje si na případ, že byl někdo zastřelen před krematoriem. Byl. Možná, že Handl na to zapomněl, a já na to nemohu zapomenout, protože tenkrát vlastně nám Handl zachránil život. Ich kann es nicht vergessen, weil uns damals Handl das Leben gerettet hat. Ještě bych chtěl připomenout Handlovi, jo. Tenkrát, když jsme se vrátili pro tu pneumatiku, dával nám jeden muž tam u jednoho domku, kde to bylo, nevím. A tenkrát Handl tam vyprávěl jeden vtip. Ich könnte Handel noch an einen Vorfall erinnern, als wir diesen Ersatzreifen wiederholen wollten und ihn fanden, erzählte uns Handel auch einen Witz. A sice, že jeden SS jel na kole a přišel na nějaký úřad, nechal si to kolo stát před barákem toho.
Ein SS-Mann fährt auf einem Fahrrad zu einem Amt und lässt das Fahrrad vor dem Amt stehen. Pak odešel dovnitř. Dann ging er hinein. A když vyšel, tak kolo bylo pryč. Und als er herauskommt, ist das Fahrrad weg. A byla tam připevněná listek, tam byl připevněn. Und dort war eine Karte festgemacht an dieser Stelle. Že to kolo, kola, že se musí točit pro válku, die muss man rollen für den Sieg. Räder müssen rollen für den Sieg. SS marschiert. To nám vyprávěl Handel, a to vím jedině od Handla tohle. Und das weiß ich nur von Handel. Ja. Nun sagen Sie bitte, Herr Zeuge, wie viele menschliche Körper hatten Sie denn in diesem Wagen drin, sei es lebende oder tote? Přesné číslo nepovím. A že bylo to u kolejí, na to mě připomněl Handel, to je pravda, že to bylo u kolejí. Es stimmt, es war in der Nähe einer Strecke, die genaue Zahl der Toten weiß ich nicht. Bylo tam několik mrtvých, polomrtvých a byli tam živí. Byli to ženy i muži. Es waren einige Tote, Halbtote und Lebende, es waren Frauen und Männer. Myslím, jestli jich bylo, přes 10 to bylo. Es waren über 10. Über 10 Menschen in diesen Sanka. Ano, to sind bylo. Die denn alle hineingegangen? Ano, to bylo. Lidí. Ty mrtví jsme narovnali na sebe. Die Toten haben wir aufeinander gelegt. A ty živí tam byli a my jsme stáli byli, jak dnes to vidím, když jsme do ty sanky šli, tak byli po levé straně. Die Lebenden waren, als wir in den Sanitätskraftwagen hineingingen, auf der linken Seite. Chtěl bych dodat jako to množství, abych řekl přesně to, jako, ať se na mě nikdo nezlobí, to nechci říct, jo, jestli to bylo. Eine genaue Zahl weiß ich nicht. Der Zeuge bittet um Entschuldigung, dass er keine genaue Zahl nennen kann. Nein, das will ich auch nicht von ihm verlangen. Mir fällt nur auf, dass ein Sanitätskraftwagen ja im Allgemeinen nur 2-3 Menschen überhaupt fasst in seinem Innern. Dass da jetzt so viele... že obyčejná sanitka jenom se může se do ní vzít. To nebyla sanitka s lůžkama. Tam nebylo es war die, kein Sanitätskraftwagen mit tragbaren, also mit Liegemöglichkeiten. Sondern es war ausgeräumt. Dieser Raum war völlig leer. Wir wollen die Vernehmung des Zeugen unterbrechen und um 1:45 fortfahren. Ich habe es vergessen. Und dann noch etwas, Sie sagten uns, bei den Hinrichtungen im Block 11 sei immer ein Arzt dabei gewesen. Können Sie da Namen von Ärzten nennen, die dabei waren? Můžete říct jména lékařů, kteří byli připravili? To mohu. Ich kann es. Ja, tam se lékaři střídali. Byl tam Fischer. Die Ärzte wechselten sich ab. Es war dort Dr. Fischer. Fischer, Rode. Rode. Entres. Andres. Já nevím, jestli říkám ty jména správně. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Thilo. Jedině jsem tam, nevím, Klein nevím, jestli tam byl, to nevím, to nechci říct. Ich weiß nicht, ob Klein dort gewesen ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Dankeschön. Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, Sie sagten, dass Sie einmal für den Bon eintreten mussten bei einer Abspritzung. War das nur einmal? Víste, musel zastupovat Bonga při jedné injekci. Bylo to jenom jednou? Ne, byl jsem tam asi dvakrát asi jsem tam byl za toho Bonka, to bylo na 20. bloku. A nebyl jeden případ, to bylo více případů. Ich weiß, dass ich zweimal für Bon auf Block 20 gewesen bin. Das war nicht nur ein Fall, es waren mehrere Fälle. Ja. Und wie viel sind da abgespritzt worden? Kolik bylo stříkaných? To vám neřeknu přesně, ale jednou bylo asi 30. Já neříkám přesně, neudávám, jestli to bylo 31 nebo 32. A jednou bylo asi 26 nebo zase tak kolem. Ich kann beide Mal nicht die genaue Zahl nennen. Das erste Mal um 30, 29, 30 oder 31. Beim zweiten Mal etwa 26. Ich kann mich nicht genau an die Zahl erinnern. Und Claire, hat Claire allein die Spritzen gesetzt oder haben ihm andere geholfen? A injekoval Claire samotný nebo jí pomáhali? Tenkrát sám Claire to dělal. Damals Claire allein. Haben Sie etwas darüber gehört, ob Handel auch abgespritzt hat? Slyšel jsem něco o tom, že Handel taky injekoval? Ne,
Nikdy jsem neslyšel, že by Hantl dal injekci, aspoň já to nevím. Ich habe niemals gehört, dass Hantl eine Spritze verabreicht hat, wenigstens weiß ich es nicht. Haben Sie von anderen noch gehört, die Spritze verabreicht haben? Jo, ještě tam byl nějaký, ale na toho jméno byl to takový silnější, na to jméno si nemohu vzpomenout. Ještě jsem tam poznal dva, ke konci tam byl nějaký, byl o něco vyšší než já a byl to nějaký Rumun. To by dobře věděl ten Singer, ten se s ním bavil. Ich erinnere mich an einen, der ein sehr großer Mensch war, auch Handel könnte uns sagen, wie der geheißen Mladej hat. Byl. Zum Schluss war ein junger Rumäne dort gewesen. Singer kann darüber mehr aussagen, weil er öfter mit ihm gesprochen hat. War Ihnen der Sanitätsdienst Grad Schärpe bekannt? Znáte Schärpe, taky sanitní podustojník. Tam byl, jeden tam byl, já nemohu jméno říct, já to jsem neznal jménem. Jenom vím, jeden ten zastřelil u nás na 28. bloku dole, jednoho muže zastřelil. Ich weiß nur einen, ich nevím, kann mich nicht an den Namen erinnern, der hat bei uns im 28. Block einen Mann erschossen, im dole. Keller. Sind Sie einmal dabei gewesen, als Kinder abgespritzt wurden? Byl jsem jedno přítomen, jak dostali děti injekce. Jo, byl jsem, ty děti jsem odnášel, ty děti jsme z koupelny odnášeli a odváželi jsme. Wir trugen Kinder aus dem Waschraum weg und haben sie fortgefahren. Darf ich das so verstehen, dass das eine Gruppe von Kindern war oder dass es gelegentlich vorgekommen ist, dass Může Kinder abgespritzt wurden? Že to byla celá skupina dětí, nebo bylo to jednotlivý dítě, které ne, to bylo, bylo dosti dětí. Es waren to bylo více mehrere, dětí. Es waren mehr Kinder, mehrere Kinder. Danke. Herr Zeuge, können Sie sich noch erinnern, wer Ihnen das Tor zum Hof zwischen Block 10 und 11 oder die Tür von Block 11 geöffnet hat, wenn Sie dorthin kamen, dorthin gehen mussten, um die Leichen der Erschossenen abzuholen. War das ein SS-Mann oder ein Häftling? Víte, kdo vám otevíral vrata k bloku 11, když tam jste šli po popravách? Byl to SS-příslušník, nebo to byl vězeň? To byl ten Stašek, po nejvíc se nám otvíral. Meistens war es der Häftling Stašek, der uns die Tür geöffnet hatte. Ten, který pro nás přišel. Derjenige, der uns in, abholte. Sie erwähnten dann, dass Schlage bei Einzelerschießungen beteiligt war und dass er bei Häftlingen, die noch am Leben waren und schon bei dem Haufen der Toten lagen, Fangschüsse gegeben hat. Können Sie in dem Zusammenhang eine Zahl nennen, eine Mindestzahl nennen, wie viele Häftlinge durch Schlage erschossen worden sind? Vy jste říkal, že Schlage taky při menších popravách byl zúčastněn a že taky dával dodatečné rány těm vězňům. Můžete říct nějaké číslo, kolik asi zabil? To číslo vám říct nemohu, bylo jí hodně, protože při tom množství, které my jsme tam odnášeli, to se nedá vůbec pamatovat dobře, to číslo, jo? Protože to se měnilo, to šlo úžasně rychle. Jo? Zrovna tak v té hromadě, jednou jich třeba se dostřelovalo 10, někdy se jich dostřelovalo, já nevím kolik, podle který ještě dýchal. Nemohu říct kolik přesně. Eine Zahl kann hier nicht genau angegeben werden, weil das sehr schnell ging, diese Erschießungen. Und manchmal wurden 10 erschossen, manchmal auch mehrere. Und manchmal wurden für einen Häftling hier auch mehrere auf einen Häftling mehrere Schüsse abgegeben, wenn er noch atmete. Man kann also eine Zahl nicht genau aussagen. To bylo vždycky, to se vždycky měnilo, to nebylo stejné. Kolik bylo popravených? Es lag keine Zahl fest, wie viel jeweils erschossen wurden. Das meine ich auch nicht und ich weiß, dass es sehr schwer für Sie ist, da eine befriedigende Antwort heute zu geben. Aber können Sie sagen, dass es mehr als einer war, dass es mehr als 10 waren oder dass es sich um Hunderte gehandelt hat? Můžete říct, že to byl víc než jeden, víc než 10 nebo víc než 100? Insgesamt, ich meine nicht dohromady, bei jedem einzelnen Fall. Co se na tuhle otázku mohu jen odpovědět, že to bylo určitě víc jak 100. Ich kann auf diese Frage nur antworten, es waren bestimmt mehr als 100. Mehr als 100. Danke. To můžu při plným svědomí odpovědět. Das kann ich bei bestem Gewissen so beantworten. Dankeschön. Handelte es sich bei diesen erschossenen Menschen nur um Häftlinge aus dem Lager, also in Häftlingskleidung, oder befanden sich darunter auch Zivilisten? Byli zastřeleni jenom ve vězeňských oblecích, nebo to byli taky civilisté?
tyhle, o kterých mluvil, ty byli nazi vyváděni, ty byli stříleni nazi a civilisti tam byli také přivázděni, ty přicházeli z politického oddělení. Die Häftlinge, die ich gesehen habe, waren durchweg nackt. Sicher sind auch Zivilisten von der politischen Abteilung dorthin gebracht worden. Aber sie haben sie nicht in Kleidung gesehen, sondern nur nackt. Viděl jste je taky v oblecích, nebo viděl jste je jenom nahý? My jsme často viděli, že byli vedeni na 11. blok, třeba byla to žena, muž. Za chvilku už Stašek přišel, aby jsme vzali truhlu a šli pro ně. Za chvilku jsme je vyslečeni donesli k nám do sklepa, když už naše krematorium nepálilo. Wir haben öfter gesehen, dass ein Mann oder eine Frau in den Block 11 geführt wurde und einige Zeit später kam dann Stašek und holte uns ab, dass wir die Leiche abzuholen hätten in den Keller. Zu Beginn Ihrer Vernehmung haben Sie erwähnt, dass einmal in Block 28 auch zwei Personen durch Spritzen getötet wurden, die durch die politische Abteilung dorthin gebracht worden waren. Können Sie diesen Fall noch einmal näher schildern? Víste, řekl, že jednou byli dva lidi zavražděni na bloku 28, které tam dovezla politické oddělení. Můžete nám něco bližšího o tom říci? Mohu vám říct jenom, že to byli dva muži, kteří tam dva SS dovedli a Claire je tam odpíš. Jo? A my jsme je sundávali dolů, jsme byli přitom, brali jsme je okamžitě dolů. Claire vyslech bílý plášť, vzal ten kufříček a odcházeli všichni tři pryč. Ich weiß nur, dass zwei Männer k večeru. Gegen Abend von zwei SS-Leuten auf Block 28 gebracht wurden. Und einige Zeit später haben wir dann die Leichen in den Keller gebracht und Claire zog sich den weißen Mantel aus, nahm das Köfferchen mit den ärztlichen Instrumenten und ging mit den beiden anderen SS-Männern weg. Wer diese Menschen von der politischen Abteilung gebracht hat, können Sie, wissen Sie heute nicht mehr? Kdo přivedl tyto muže od politického oddělení, nevíte přesně. Er weiß es, ich weiß es nicht. Danke. Doch noch eine Frage. Im Zusammenhang mit den Erschießungen durch den Angeklagten Boger an der Schwarzen Wand hatten Sie gesagt, dass Boger öfter geschossen hat. Ich muss auch in diesem Zusammenhang an Sie die Frage richten, können Sie auch bezüglich des Angeklagten Boger eine Mindestzahl von Opfern angeben? Vysvětlili jste, že Boger taky střílel do černé zdi. Pan státní nadvládní vás se musí zeptat, jestli můžete říct číslo, kolik aspoň asi zavraždili Boga tímto způsobem. Já jen mohu prohlásit, že to číslo, to je těžký říct. Když řeknu tisíc, možná, že je to málo. Když řeknu, možná, že je to moc a možná, že je to málo. To se nedalo ani spočítat ty rychlosti, aby jsme to... Věřte mě, že já sám jsem nevěděl, kolik bylo ten den postřílených. Protože to jsme nemohli spočítat. To šlo tak rychle. In der Geschwindigkeit, in der wir arbeiten mussten, war es uns unmöglich, auch nur an einem Tag zusammenzuzählen, wie viel wir fortgetragen hatten. Wenn ich eine Zahl nenne wie 1000, dann kann es zu viel, es kann zu wenig sein. Ich kann absolut keine Zahlen nennen. Ale že jich bylo hodně, no když tam chodil a střílel, to nebylo maličkost. Und es waren bestimmt sehr viele, denn er ging ja öfter hin und schoss, das war keine Kleinigkeit. Danke. Haben Sie eine Beobachtung darüber machen können, ob der Angeklagte Claire bei den Injektionen bei einer Injektion die gesamte Flüssigkeit, die in der Spritze war, abgegeben hat oder ob er mit einer Befüllung mehrere Personen tötet? Mohl jste vidět, jestli obžalovaný Claire jednou injekcí zabil více lidí nebo vždycky jenom jednoho? Já vám řeknu, jen ta tekutina byla tmavá, jo? Ale když on mu dal tu injekci, tak my jsme ho zase brali a otahovali. A mezi tím tam přišel jiný. Jestli natahoval znovu do toho, to vám nepovím. To bych skutečně... Der Zeuge hat die Frage offensichtlich nicht verstanden. Darf ich sie wiederholen? Byla ta injekce prázdná, když jste vzali mrtvýho pryč? War die Spritze leer, als sie den Toten aus dem Raum getragen haben? Někdy taky ne. Manchmal auch nicht. Ist mit dieser selben Spritze dann noch ein anderer getötet worden? S tou samou injekcí byl ještě zavražděn jiný? Ano, byl ještě. Ja. Und ich wollte richtig fragen mit dem Inhalt dieser Spritze, mit dem restlichen Inhalt. Co zbylo v té injekci? To stačilo pro usmrcení druhého člověka a byl tím taky usmrcen? Ano. Ja. Ja. Herr Rechtsanwalt Ormann, bitteschön. Herr Zeuge,
hat Claire, soweit Sie es beobachtet haben, die Tötungen durch die Injektionen selbst vorgenommen oder sich manchmal der Hilfe eines Häftlings bedient? Viděl jste, že Claire sám dával injekce nebo nutil vězně udělat injekce? Co, o případech, kterých jste mluvil, tak to jsem viděl sám, jo? Von den Fällen, von denen ich gesprochen habe, habe ich es selbst gesehen, že Claire stříkal. Ano. Dass Claire die Injektionen verabreicht hat. Ale vím, že dával ten panštík, jo, a že dával ještě někdo, já nepamatuju, jak se jmenoval ten jeden. Vím jen, že byl potom taky popraven. Ich weiß auch, dass Panstieg Injektionen gegeben hat und noch ein zweiter, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Ich weiß aber, dass auch er hingerichtet worden ist. A potom vím ještě o jednom, a ten z toho úplně byl pryč, byl to nějaký lékař a ten odešel potom, ten odešel. Ich weiß ten noch von několik případů. Der Arzt war und der völlig durchgedreht ist durch diese Vorkommnisse. Herr Zeuge, die beiden Häftlinge, die Claire gewissermaßen assistiert haben, indem sie den Häftling festgehalten haben, sind hier von verschiedenen Zeugen als schwarz und weiß mit Namen bezeichnet worden. Oba vězňové, které drželi delikventa, když dostal injekci, byli zde označeni podle jména Schwarz a Weiß. Na Schwarze se nepamatuji, ale Weiß je zde, ten bude svědčit. Schwarz erinnere ich mich nicht, aber Weiß ist ja hier, er wird ja auch als Zeuge aussagen. Dann eine andere Frage, Herr Zeuge. Sie haben uns erklärt, dass die Mitglieder der politischen Abteilung bei großen Exekutionen dabei gewesen sind. Sind Ihnen aus dieser Zeit die Namen Dilewski und Broad bekannt geworden? Vy jste řekl, že členi politického oddělení byli u velkých exekucích přítomní. Znáte jména? Darf ich Sie um Wiederholung der Namen bitten? Broad und Dilewski. Broad a Dilewski. Ty jména neznám jako jménem, jo, ale znal jsem, byli tam taky mladí, jo, kteří taky stříleli z toho politického oddělení. Velmi mladí tam byli. Die beiden Namen kenne ich nicht, es waren aber auch junge dort und sehr junge aus der politischen Abteilung, die auch geschossen haben. Dann eine letzte Frage, Herr Zeuge. Ist Ihnen diese Zeichnung von Sivek über die Erschießung an der schwarzen Wand bekannt? Haben Sie sie gesehen? Znáte tu malbu Siveka o střílení? Ještě jednou, prosím. Sivek namaloval obraz střílení u černé zdi. Znáte ten obraz? Ne, neznám. Neviděl jsem žádný obraz. Ich kenne dieses Bild nicht. Ich möchte sie Ihnen einmal zeigen und Sie fragen, ob die ungefähr der Sachlage entspricht. Bude vám ukázán a ptá se pan státní nadvládní, jestli to tak asi bylo. Tady ještě stál jeden, když byli takto za mě, po dvou vyváděni, tak stříleli dva, jeden zde a druhý zde. A my jsme hned s těmi nosítkami stáli zde a hned jsme je odebírali. Za mě takhle se nestřílelo. Während meiner Zeit wurden Erschießungen nicht in dieser Form vorgenommen, sondern es haben zwei geschossen und hinter den Schießenden standen wir mit den Tragbaren, um die Leichen wegzutragen. So hat er sie festgehalten. Tady z té strany je vyvéd, sem k té zdi, my jsme stáli zde, tuhle, tady jsou schody, sem je vyvéd, to šlo všechno laušrit, my jsme přišli s těmi nosítkami sem a tady na tu stranu jsme je k desátému bloku nosili. A už zase druhý šli a my zase ty druhý je odnášeli. Die Häftlinge wurden im Laufschritt über die im Bild sichtbare Treppe geführt. Wir standen hinter den Schießenden und haben die Leichen dann nachher im Bilde links zum Block 10 weggetragen. A tahle šibenice stála v levém rohu. Und der Galgen steht am Stand in der linken Ecke. Wenn man zur schwarzen Wand ging. Sie finden auf dieser Zeichnung verschiedene SS-Führer oder Unterführer. Welche Funktionen haben die da ausgeübt? Jaké funkce mají příslušníci SS, který stojí na tom obrazu? Jaké funkce měli? No, co tam dělají? Přihlíželi, ty stáli vždycky tady, zde stáli ty SS, ty přihlíželi. A já bych ještě chtěl dodat něco, já jsem zapomněl na něco, jsem si vzpomněl. Můžu to říct, ne? Ich möchte die Antwort des Zeugen in zwei Teilen wiederholen. Die SS-Führer standen längs der Barackenwand und sahen zu.
Vždycky zde stáli u 11. Ja, bloku. Tady nejvyšší, já jsem tý mladší stál. Auf der rechten Bildseite hinter der Treppe. Ano, a ten vždycky tady stáli nejvyšší a zde byli tí mladší podle šarží, já nevím přesně. Entsprechend ihrem Rang standen sie dort aufgestellt, die na pravé straně, jo? Auf der rechten Seite der Treppe von auf der rechten Seite des Bildes, und zwar die höheren mehr zur schwarzen Wand und die jüngeren mehr zur Treppe. Takhle, tak já jsem nikdy neodnášel. Já odnášel pouze na nositkách. Takhle jsem ani jednoho já neodnášel. Wie es hier dargestellt ist, habe ich niemals Leichen weggetragen. Ich habe nur auf Tragbaren die Erschossenen weggetragen. In Ihrer Zeit waren also mehr SS-Führer und Unterführer bei solchen Exekutionen anwesend. Za vaší doby tam bylo víc SS vedoucích a nebo bei großen Exekutionen. Ja. Bei o velkých exekucích. To byla tady celá řada nastoupená. Es war eine ganze Reihe angetreten. Při velkých popravách. Bei großen Exekutionen. Gut, danke sehr. Herzlichen Dank. Keine Frage. Herzlichen Dank, Bürger. Herr Zeuge, kennen Sie einen Herrn Klovatsky, der damals Leichenträger war? Znáte jistého Klovatskýho, který tenkrát byl nosič mrtvol? Ne. Nevím, Klovatsky nepamatuji. Já už jsem vám je zde celkem vymenoval a s těmi já jsem nejvíc nosil. Ich habe die, mit denen ich am meisten getragen habe, hier genannt. Ja. Wann war denn dieser Vorfall mit dem Zigeuner, auf den der Angeklagte Schlage geschossen hat? Kdy byl ten případ s tím cigánem, na kterého střílel obžalovaný Schlage? To bylo v roce 43. Někdy v létě, protože jsme ho odváželi do našeho krematoria. Es war im Jahr 43 irgendwann im Sommer, weil wir den Toten in unser Krematorium gebracht haben. Sommer 43, ja. Welche Leichenträger waren da zugegen? Noch wissen Sie das noch? Který nosiči mrtvol tenkrát byli u vás? Při tom případě. Tenkrát šel s námi Kapo Rischler. Der Kapo Rischler. Hermann Singer. Kostek Mištál. Stefan Markovský. A Melka Bong, protože to byla poprava, ten cikán šel nakonec, to bylo víc. Das war eine größere Hinrichtung, es waren mehrere, der Zigeuner war der letzte. Oder gegen Ende. Ja. Sagen Sie, der angeklagte Schlage, war der die ganze Zeit dort Arrestaufseher, solange Sie Leichenträger waren? Sie waren Leichenträger vom Frühjahr 43 bis Januar 45, glaube ich. Wisst ihr, was ich wollte, od leta 43? Byl jsem od leta 43, ne od leta, od jara jsem. Od jara 43 až do ledna 45. Až do konce, jenomže potom už ke konci bylo poprav velmi málo. Zum Schluss waren sehr wenige Hinrichtungen. To jsme vždycky říkali, že kdyby ty mrtví stali a viděli to, tak nebudou věřit, že jsou osvědčimi. Wir sagten damals, wenn die Toten aufstehen würden und das sehen, würden sie niemals glauben, sie seien in Auschwitz. Darf ich die Frage mit... Ja, bitte. Bin noch nicht das... A byl Schlage tenkrát celý ten čas arestový vedoucí v bloku 11? Myslím, že byl. Ich glaube, ja. Das Schlage während der ganzen Zeit Arrestführer im Block 11 war. Ah ja. Und Sie sagten, der angeklagte Schlage habe also Einzelexekutionen an der Schwarzen Wand durchgeführt. Welche SS-Leute waren da zugegen? Vy jste řekl, že Schlage taky dělá jednotlivé popravy. Který příslušníci SS byli přítomní? Vždycky to byli z toho 11. bloku, když to byly samostatné popravy. Jo? Byl tam takový starý, já nevím, kolik mu mohlo být, ale jistě už mu tenkrát muselo být přes 50. Nechci říct, jestli mu bylo 50. Já to neodhadnu tak. Jo? Tak ten tam býval, pak tam byl takový jeden... Pardon, musím překládat. Es waren immer die SS-Leute, die zum Block 11 gehörten, wenn diese kleinen Hinrichtungen stattfanden. Einer, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, muss über 50 Jahre alt gewesen sein. Ja, nevím přesně, říkám, nevím přesně. Ich weiß es nicht genau. Obyčejně tam byli dva. Gewöhnlich waren zwei SS-Leute zugegen. Když se střídali, jo, podle jak měli službu, to já nevím, jak to bylo, jak to měli rozdělení. Je nach ihrem Dienstplan, ich weiß nicht, wie sie es eingeteilt hatten, wechselten sich die zwei dann jeweils ab. Ja, wo kamen diese Häftlinge her? Haben Sie das beobachten können? Kamen die aus Block 11 oder wurden die von außerhalb? Odkud přicházeli ty vězňové, které byli zastřeleni? Z bloku 11 nebo taky z jiných bloků? Tohle, to obyčejně byly dodaný z politického oddělení, od někud.
Diese Einzelfälle, die Einzelhinrichtungen wurden von der politischen Abteilung normalerweise nach Block 11 gebracht. Ja, waren da Angehörige der politischen Abteilung dabei? Byli tam příslušníci politického oddělení taky přítomní? Když byla taková malá poprava, tak tam nebyli, anebo je, jak jsem už řekl, nebo si je tam dovedl někdo a hned to udělal on sám. Bei diesen kleinen Hinrichtungen war in der Regel nicht die politische Abteilung anwesend, wobei es sein kann, dass einzelne Mitglieder der politischen Abteilung einen Häftling nach Block 11 brachten und selbst erschossen. Ja. Dann schilderten Sie die Erschießung der Familie durch Schläge in diesem Waschraum. Waren Sie im Waschraum dabei oder standen Sie davor oder waren Sie die, bei der gesamten Erschießung von den drei Personen? Wie jste vypravovalo ty rodině, která byla zastřelena v koupelně? Byl jste sám v koupelně nebo jste stál na chodbě nebo venku? Na chodbě před těmi dveřmi jsme stáli, takže jsme to viděli. Wir standen auf dem Flur vor der Tür, so dass wir es gesehen haben. War die Tür offen? Byly dveře otevřené. Ano, dveře byly otevřené. Ja, die Tür stand offen. A hned jak tam přišel, tak díval se na tu zeď, ten, co musel dělat ten dřep, jo, předpažit a... Und sofort nach Eintreffen wurden sie dort erschossen. Ja, wer stand noch bei Ihnen? Kdo pak stál u vás? To byl ještě ten Hermann Singer se mnou. Hermann Singer war mit mir dort. Ja, und wer brachte die Häftlinge dorthin? Kdo přivedl vězně do té koupelny? Jakob. 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 Und mit was hat er Schlage geschossen? S čím střílel Schlage? S Flobertkou. Mit einem Flobertgewehr. Ja. Können Sie mal näher schildern, wie die Erschießung vor sich gegangen ist? Můžete nám popsat? Er hat doch schon getan. Er hat gesagt, der Mann musste Kniebeuge machen und während er in Kniebeuge saß, ist er von hinten erschossen worden, nicht? Richtig, ja. Das Kind musste mehrmals erschossen werden, weil es noch geschrien hat, nicht? Bei der Frau hat es nicht näher geschildert. Ja, ist richtig. Ja, ich habe noch keine Frage. Danke schon. Herr Rechtsanwaltbürger. Fertig, wollte ich auch sagen. Ja, bitteschön. Herr Zeuge, haben Sie einen Kapo des Leichenträgerkommandos gekannt mit dem Vornamen Theophil? Znal jste Kapo nosiče mrtvo, který se jmenoval křestním jménem Theophil? Potom jen jsem slyšel, když já už jsem přišel, byl tam Richler. Von dem habe ich nur gehört, als ich dorthin kam, war dort nur Richler. Ist also der Theophil mit dem Richler nicht identisch? Není identický Theophil s Richlerem. Prosím? Je identní Theophil a Richler? Ne, to byl někdo jiný. Richler byl starý, byl řezník, byl už starší. Richler war ein älterer Mann, ein Metzger, Theophil war ein anderer. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, dass die Erschießungen an der Schwarzen Wand gegen Schluss zu abgenommen hätten. Können Sie sagen, wie lange diese Erschießungen an der Schwarzen Wand stattgefunden haben und ob Sie seit Ihrer Zeit als Leichenträger seit Frühjahr 1943 regelmäßig stattgefunden haben? Wisste řekl, že bylo méně poprav ke konci u Černé zdi. Můžete nám říct, kdy přestali popravy vůbec a jestli byli od jara 43, co jste byl nosič mrtvol, pravidelní popravy? Ne, tak pravidelné popravy nebyly nikdy. To nebyly. Jednou bylo několik zastřelených, někdy jich bylo hodně zastřelených, jo? Někdy byly jednotlivý případy, jak jsem to líčil. A kdy ty popravy přesně přestaly, to vám nemohu říct, kdy přestalo se přesně jak si popravovat. Ale vím jen, že potom se to značně ke konci, potom se to zmenšilo. Ich kann keinen genauen Termin sagen, wann die Hinrichtungen aufgehört haben. Ich weiß nur, dass das gegen Ende zu es immer weniger wurde. Regelmäßige Hinrichtungen fanden überhaupt nicht statt, sondern einmal kleine Hinrichtungen, einmal größere Hinrichtungen. Und den Termin, wann sie aufhörten, kann ich nicht sagen. Wir können Sie aber angeben, ob die Hinrichtungen bis zu dem Termin, zu dem sie aufhörten, wöchentlich stattfanden? Můžete říct, že popravy byly každý týden, jak dlouho jste byl nosič mrtvol? To mohu prohlásit určitě, že každý týden nějaká poprava byla. Ich kann ganz sicher sagen. A to taky byl týden, že byla každý den nějaká poprava, aspoň někdo. Ich kann sagen, dass während meiner Zeit mindestens einmal in der Woche eine Hinrichtung stattfand. Es gab auch Wochen, an denen täglich hingerichtet wurde. Gilt das auch für die Zeit Ende 1943, Anfang 1944? Taky v době konců roku 43 a začátek roku 44. Začátek 43? Konců roku 43.
To byly popravy taky, to byly popravy a ve 44. To jich bylo hodně, ve 44. bylo hodně žen popravováno potom. Es waren viele Hinrichtungen in dieser Zeit, in 44 vor allem sehr viele Frauen, die hingerichtet worden sind. Ja, Herr Zeuge, Sie sagten, Sie könnten mit Bestimmtheit sagen, dass Sie den Angeklagten Schlage bei Massenerschießungen nicht gesehen hätten. Sie hätten ihn aber einige Male bei Einzelerschießungen gesehen. Wie oft glauben Sie ihn gesehen zu haben? Wisst ihr, rzekł, że Schlage Neviel. Die ist bereits beantwortet. Und wie, Herr Staatsanwalt? In mindestens 100 Fällen hat er gesehen, dass Schlage Menschen erschossen hat. Ja, er hat aber doch vorhin gesagt, er hätte ihn einige Male gesehen und jetzt möchte ich ihn fragen, wie oft. Deshalb hatte ich ihn ja vor einigen Minuten auch danach gefragt und habe die Antwort bekommen. Es waren auf jeden Fall mehr als 100. Ja, es waren mehr als 100 Menschen, aber wie oft er die Erschießungen gesehen hat, das ist eine andere Frage. Wisse neviděl Schlage ho při hromadných popravách, jenom při jednotlivých. Při jednotlivých popravách. Asi kolik jednotlivých poprav to bylo, nemyslím o sobě, myslím jenom, když řeknu jednu popravu, co se stalo jednoho dne. Ich habe hinzugesetzt, ich meine nicht die Zahl der Menschen, sondern ich meine die Zahl der Hinrichtungen. To vím, že to bylo dva, tři, anebo když byly děti, tak to bylo čtyři i pět, to bylo. To jsem viděl. Ich habe ihn mindestens zweimal, dreimal gesehen, bei Kindern ne, sogar. To já jsem viděl víckrát, ale že jenom bylo popravených dva, tři, anebo čtyři, jo? Anebo pět taky, při takovýchhle jednotlivých popravách. Wahrscheinlich liegt es an mir, der Zeuge scheint die Frage nicht so verstanden zu haben. Also ich darf Sie noch einmal wiederholen. Der Zeuge sagte vorhin, er könne mit Bestimmtheit sagen, dass er Schlage bei Massenerschießungen nicht gesehen habe. Er habe ihn aber einige Male bei Einzelerschießungen gesehen. Und nun meine Frage, wie oft, was meint er mit einige Male? Also der Frage in dieser Form widerspreche ich, Herr Rechtsanwalt. Ich würde vorschlagen, dass gefragt wird, wie viel Mal er gesehen hat, dass Schlage geschossen hat. Denn die Frage, wie Sie sie stellen, kann ja dahin lauten, wie viel Mal er gesehen hat, dass Schlage nur da herumgestanden hat. Ja, das wäre ja schon interessant zu wissen. Nein. Also ich halte diese Frage aufrecht. Der Zeuge, wenn ich es noch einmal sagen darf, er sagte, er hätte Schlage einige Male bei Einzelerschießungen gesehen. Und ich möchte von ihm wissen, was er unter einige Male versteht. Wisst ihr, řekl, že jste viděl Schlage ho několikrát při jednotlivých popravách. Ano, to jsem viděl. Kolik takových poprav se můžete vzpomenout? Kolik dnů, na kterých Schlage popravoval? To nemohu říct přesně, jo, ale to bylo dosti často a nejen Schlage, i ty druzí, když z toho politického přivedli někoho. Es war sehr häufig gewesen, nicht nur Schlage allein, auch die anderen, jedes Mal, wenn von der politischen Abteilung Häftlinge hingebracht wurden. Někdy jsme tam přišli s těma truhlama, když ještě nebyli popraveni, tak jsme to viděli. A někdy jsme přišli, že už byli popraveni, to jsem řekl hned na začátku. Manchmal kamen wir mit den Kästen hin, bevor die Hinrichtungen stattgefunden hatten, manchmal hinterher. Wenn wir vorher ankamen, mussten wir warten, bis dann haben wir diese Hinrichtung mit angesehen. Das habe ich bereits zu Anfang gesagt. Ja, ich möchte auch wissen, die Frage ist immer noch nicht beantwortet, wie oft er Schlage gesehen hat. Er sagte eben, dass auch andere... Kolikrát jste viděl přesně Schlage? Přesně nemohu říct, ale to bylo několikrát, to bylo mnohokrát, že jsem ho viděl, ne jednou. Ich kann eine Zahl nicht genau nennen, aber ich habe ihn oft gesehen, nicht nur einmal. Und in welcher Zeit war das? V jakým času, v jaký době to bylo? Ungefähr natürlich. Asi. To bylo... I 43, i 44 rok. To bylo stále tohle. Im Jahr 43 und im Jahr 44. Aber keine Frage. Rechtsanwalt Bürger. Eine Frage. Herr Zeuge, wann ist Ihnen denn dieser Vorfall im Waschraum, wo der Schlage die Familie erschossen hat, wieder ins Gedächtnis gekommen, wieder eingefallen? Gdybych si vzpomenul toho případu v koupelně, kde Schlage zavraždil rodinu. Kdypak jste se vzpomněl toho případu, že Schlage zastřelil rodinu v koupelně? Když jsem si na to vzpomněl? Na to já jsem nezapomněl vůbec. Na to jsem vůbec nikdy nezapomněl, že bych si... Darauf habe ich nie vergessen.
Ja, wie kommt es dann, dass Sie bei Ihrer Vernehmung in Prag diesen Vorfall nicht geschildert haben? Ja, to, sonst sehr ne, ausführlich ausgesagt. Ich habe nicht den Případ bei Ihrem rozhovoru v Praze. To je možný, že jsem to nevyličil, protože to ličit a vzpomínat si, teď teprve jsem musel na to přemýšlet víc, jo? To je možný, že jsem na to opomněl to tam říct. Já chci ještě hovořit o jiným, já jsem tam víc věcí neřekl. A taky budu mluvit o takových věcích, které jsem viděl pouze já, ten Hermann Singer. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt, die ich gesehen habe, über die ich hier noch sprechen kann. Ja, danke. Herr Rechtsanwalt Göllner. Herr Zeuge, welche Erinnerungsmittel haben Sie für den Zeitablauf in Auschwitz und in Buna? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Welche Erinnerungsmittel der Zeuge hat für seinen Aufenthalt in Auschwitz und in Buna? Er hat, ich will es erläutern, bei seiner Vernehmung in Prag am 20.02.64 hat er erklärt, er sei bis Ende November in Buna gewesen und dann nach Auschwitz gekommen. Und heute hat er auf Befragen des Herrn Vorsitzenden gesagt, das sei schon im Sommer gewesen, dass er, oder im Frühjahr sogar, oh ja, dass er nach Auschwitz zurückgekommen sei. Ja, sei ein halbes Jahr, etwa ein 6,5 Monate. Ja. Ja. Ich bitte also... Er hat gesagt, er hätte sich damals geirrt. Damals, bei der Vernehmung, ja, in Prag. Herr Zeuge, wo haben Sie gestanden, als Sie mit eigenen Augen die Phenolinjektion von Clea wahrgenommen haben? In dem Ambulanzraum von Clea oder vor dem Ambulanzraum im Flur? Oder waren beide Türen geöffnet vom Waschraum her? Prosím, kde se stál, když jste viděl, že Clea stříkal? V ambulanci, v chodbě nebo v koupelně? Dvakrát jsem řekl, stál jsem uvnitř v té jeho ambulanci. Zweimal habe ich in der im Ambulanzzimmer gestanden, wie ich gesagt habe. Hatte Claire damals eine Brille getragen? Měl Claire brýle? Ne, neměl brýle, ale vím na 28. bloku, když něco psal, že měl brýle, když něco psal. Na to brýle asi nepotřeboval. Pardon, v jakým roku? Bloku. V 28. bloku. Ich weiß, dass er eine Brille trug, aber bei den Spritzen trug er keine Brille. In den Akten befindet sich ein Name aus dem Leichenträgerkommando, der mir leider nicht mehr in Erinnerung ist. Vielleicht kann mir einer der Herr Staatsanwälte behilflich sein. Dieser Zeuge soll jetzt Musiker in Paris sein. Sein Aufenthalt ist allerdings immer noch nicht geklärt. Können Sie sich erinnern an einen Leichenträger in dem Leichenkommando, der Musiker war und entweder Pole oder Franzose gewesen sein soll? V těch aktách je tam řečeno o nosiči mrtvol, který nyní má žít v Paříži a je muzikantem. Znáte nějakého nosiče mrtvol, který by byl Polák nebo Francouz a byl muzikantem? Ne, to nevím, jo. Já to neznám, jo. Nemohu říct přesně. Já jen vím, že ten Karol Namyslovský, o kterém jsem hovořil, jestli on sám je muzikantem, to nevím, ale ten jeho otec byl dirigentem a to už jsem uvedl, že ten jezdil do Ameriky na turné, jestli je to on, já nevím. Ich weiß nur, dass Karol Namyslovský, dessen Namen ich schon erwähnt habe, einen Vater hatte, der Dirigent war und Tourneen in Amerika machte. Ich weiß nicht, ob es sich um denselben handelt. Jestli je to ten syn, kterým já jsem byl. Ich weiß nicht, also ob mit dem Musikanten der Musiker der Sohn gemeint ist, mit dem ich zusammen war. Herr Zeuge, als Sie den SDG Hantel kennenlernten, war da Claire noch mit Hantel im Häftlingskrankenbau tätig? Das ist schon gefragt worden, Herr Rechtsanwalt. Und beantwortet worden. Der Zeuge hat gesagt, ich weiß nicht, ob Sie beide noch dort tätig waren, aber Claire ist immer wieder erschienen. Und sie waren also beide da, wenn auch nicht vielleicht dauernd beschäftigt als SDG. Claire legt Wert darauf, dass Hantel darüber einmal gefragt wird von dem Herrn Vorsitzenden, ich bitte es zu tun, ob er mit ihm zusammen tätig war.
Ja, ich habe Ihnen das schon mal gefragt, ich will es aber noch mal fragen. Können Sie sich entsinnen, dass Claire und Handel gleichzeitig zusammen tätig waren? Muss das ist Pummelnot. Yes, Lee. Bitte? Ach, ich möchte einen Handel fragen. So, bitteschön. Also Handel, wie ist das? Sie haben HKP von der Zwicky übernommen. Und wir wollen wissen, ob gleichzeitig auch Claire immer noch kam. Scherpi hat ihn von Claire übernommen, Nitzwicki hat ihn von Scherpi übernommen und ich habe ihn von Nitzwicki übernommen. Ja, und ich wollte von Ihnen wissen, ob gleichzeitig auch Claire immer kam. Er kam öfter ab und zu mal hin. Ja. Und hat er da auch noch Injektionen gemacht? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Naja. Noch eine Frage? Nein. Herr Rechtsanwalt Naumann. Zur Aufnahme in den Krankenbau noch eine Frage, Herr Zeuge. Sie sagten vorhin, die in Block 28 belassen wurden, wurden im letzten Raum links untergebracht. Meine Frage, standen in diesem Raum Betten, also die Bettgestelle, wie sie in Auschwitz üblich waren? Ich nenne sie auch Block 28. Wie ist der Schreckl, der die Suster lebt, Block 28, byli poslani do posledního poslední světnice vlevo. Byli v té světnici postele, tedy ty, jak byli v osvědčení? Byli. Jeden čas tam ale také nebyli. Spali na zemi a odsud jsme ráno odnášeli celou spoustu mrtvých. Ale v této světnici jsem já dlouho sám ležel, spal, tam jsme byli ubytovaní vzadu, proto to můžu... In diesem Raum waren eine Zeit lang Betten. Ich habe selbst in diesem Raum geschlafen. Aber eine Zeit lang waren auch keine Betten darin. Dann lagen die Häftlinge auf der bloßen Erde. Und wir haben eine ganze Reihe von Toten aus diesem Raum herausgeholt. Dann habe ich nur noch eine Bitte. Und zwar bitte ich den Zeugen zu veranlassen, in die Skizze von vorhin mit einem Farbstift den Vorhang einzuzeichnen. Mit einem bunten Stift, damit man es ganz deutlich erkennt. Ja, also wir haben das schon uns anzeichnen lassen, genau anzeichnen lassen. Geben Sie noch mal das Protokoll her. Es ist an für sich keine Veranlassung, aber vielleicht kann es der Zeuge machen. Ist ja nicht so. Strich machten, nachdem Sie ihn befragt haben, aber er selbst nicht. Der Zeuge nicht, sondern Sie selbst hatten nur den Strich gemacht. Ich hatte ihn gemacht. Jawohl, ich hatte gar keinen Strich gemacht, Herr Rechtsanwalt, so kann man sich irren. Ich hatte eine Tür eingezeichnet, mit einem Pfeil, wie die Tür zuging. Ja, und außerdem zeigten Sie doch noch, dass außer der Tür noch der Vorhang war. Nein, da habe ich aber keinen Strich gemacht, sondern ich habe... Aber der Zeuge kann es vielleicht noch einmal machen. Geben Sie ihm das Ding und sagen Sie ihm, er möchte einzeichnen mit dem Rotstift, wo der Vorhang gewesen ist. Ja, Otto, abyste do té skici namaloval, kde byla ta záclona, ta deka. Jestli byla přes chodbu nebo v dveřích. Ta byla v těchto dveřích. Bitte schön. Danke. Also er hat es in die Türfüllung eingezeichnet. Herr Rechtsanwalt Steiger. Herr Zeuge, Sie erwähnten den Rapportführer Stiewitz. Können Sie Stiewitz beschreiben? Wie er ausgesehen hat und wie alt er etwa war. Víste, mluvil o rapportführer Stiebitz. Můžete ho popsat, jak starý byl a jak asi vypadal? No, jak starý ten král byl, to vám, no, mohlo mu být 30, přes 30, to nemohu přesně říct, jo, a byl vyšší postavy. Er war ein größerer Mensch und er war damals 30, etwas über 30, ich kann nevím, es nicht genau sagen. Já nevím, to říkám, já byl vál, já hát nechci. Haarfarbe, Herr Zeuge? Víte, jaký vlasy měl? To nevím, to, oni nám vlasy neukazovali, co pak nám někdo ukazoval vlasy? Ja, my jsme museli smekat, ale oni před námi nesmekali. Die haben uns ihre Haare nicht gezeigt, wir mussten die Mützen abnehmen, nicht die. Danke. Keine Fragen mehr von Seiten der Verteidigung. Nun darf ich die Angeklagten bitten, einmal all aufstehen und hier vorgehen in den Saal. Und ich bitte den Zeugen einmal zu versuchen, diejenigen uns zu bezeichnen, die er wiederzuerkennen glaubt. Prosím, obžalovaný tady stojí a vy nám máte říct, kterého z nich si vzpomínáte,
na kterého se vzpomínáte a kdo to je. Wissen zurücktreten noch, ja? Die Toten wurden ja jeden Tag, besonders im Sommer, vor die Außenkommando reingebracht. Každý den přivezli komanda, které nebyly v táboru, mrtví do tábora. Ty ale z těchto komand nevozili každý den, ty nám je vozili snad za týden a to bylo horko. Já nevím, jak dlouho je tam měli uskladněný venku. Die kamen nur einmal in der Woche herein, diese Leichen, von denen der Zeuge spricht, ob einmal in 14 Tagen oder einmal in der Woche, da die Toten schon in Verwesung waren. Moment mal, da irrt sich der Zeuge, denn in die Baracken im Sommer konnten sie ja gar nicht mal, konnten sie ja gar nicht mal eine Woche liegen bleiben, da werden sie ja schon... Myslíš, že se mýlíte, že za dva dny to odvezli? To nebylo z našeho tábora, to přiváželi z Vodínu, to přiváželi z jiných táborů. Diese Toten waren nicht aus dem Lager Auschwitz, sondern sie kamen aus kleinen Lagern nach Auschwitz hinein. Sie mussten von den kleinen Lager sind abgeholt worden. Ich habe ihre Toten gar nicht gesehen. Mir hätte ja geglaubt davon, die waren nicht ganz grün, waren nur Haut und Knochen und ganz grün. Ich sollte mir die Toten ansehen. Aufgrund diesen Toten haben wir sogar die Listen gemacht, nicht? Wo ich unterschrieben habe. Auch die sind die Listen, der Professor hier gebracht hat, nicht? Ich habe mir die Toten ja gar nicht angesehen. Und ich wusste auch gar nicht, aus welchem Lager kommen. Nur aufgrund der Karteikarte, weil sie sämtliche Lager bei uns in der Häftlingskrankenbau in der Kartei geführt wurden, haben wir die Listen gemacht davon. Aber ich dann nehmen Sie wieder gesehen. Platz. Ještě bych chtěl dodat k Handlovi něco. Ich möchte zu Handel noch etwas hinzufügen. Handel přece chodil k nám do sklepa a podpisoval Totenmeldungy a knihu podepisoval. Handel kam zu uns in den Keller und unterschrieb die Totenmeldung und unterschrieb auch im Buch. Handel, když přišel, tak ani jsme nemuseli stát, ten udělal takhle rukou, aby jsme zůstali sedět. Wenn Handel hereinkam, brauchten wir noch nicht einmal aufzustehen, winkte gleich mit der Hand ab, dass wir sitzen bleiben sollten. Handel, ten viděl, že si tam vaříme, když jsme sehnali nějaký brambor, jo, nebo my jsme se ho nebáli. Vor Handel hatten wir keine Angst, wenn er auch gesehen hat, dass wir irgendetwas kochten, weil wir irgendwo ein paar Kartoffeln bekommen haben, sagte er nichts. Zeigen Sie bitte dem Zeugen diese beiden Bilder und fragen Sie ihn, ob er den Betreffenden kennt. Podívejte se prosím na tyto dva obrazy a řekněte mi, jestli ho znáte. Ja, langsam. Povědomí mi je, ale abych řekl dnes jméno, nevím, nemůžu říct. Nevím, jestli to není ten, co jsem na něj ukazoval s těma brýlemi, já nevím. Er kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich an den Namen nicht erinnern. Es könnte unter Umständen der sein, auch mit der Brille, auf den ich gezeigt habe, aber das kann ich nicht sicher sagen. Ich möchte nicht... Und was verbinden Sie mit diesem Mann? Auf den Sie gezeigt haben, der eine Brille trug, eine Erinnerung. S tím člověkem, na kterého se ukazoval, který má brýle. Co pak máte za vzpomínky na toho člověka, na kterého se zrovna ukazoval? Meinen Sie den Herrn, den Angeklagten, der in der Mitte stand, oder links? Der die Brille abgenommen hat noch. Es haben zwei die Brille abgenommen, Herr. So, also der mehr links stand. Der ältere Herr. Der ältere, den starší v prostředku. Ten vprostřed, to jen vím, že stál, když byl tam ten štáb nastoupený, že tam taky stál. Ich weiß nur, dass er dann dabei stand, wenn der Stab angetreten war. Toho jsem neviděl, že by střílel. Den habe ich nicht schießen sehen. Haben Sie ihn in Gesellschaft von Höss gesehen? Viděl jste ho v společnosti Hössa. Hössa jsem tam viděl, ale teď nemohu říct, jestli tam byl společně. Vím, že měl... Kožený plášť nějaký měl, takový zvláštní barvy. Ich habe Höss auch dort gesehen, ich kann aber nicht sagen, ob die beiden gemeinsam dorthin gekommen waren. Ich weiß nur, dass dieser Mann einen Ledermantel von einer ganz bestimmten Farbe trug. Und glauben Sie sich sicher zu sein, dass Sie ihn dort gesehen haben? Ist der jistý, že tam byl? No, na 90% jsem jistý. Zu 90% bin ich sicher. Dann geben Sie die Bilder bitte wieder her.
Sie haben dann noch außerdem erkannt den Angeklagten hier. Erzählen Sie, was Sie von ihm wissen. Vyprávajte, co o něm víte. Ten střílel velmi často, ten střílel tam velmi často a stál na levém boku u toho. Er stand am linken Flügel der angetretenen Formation und hat sehr häufig geschossen. A jednou to byly popravované ženy, tenkrát nestřílel, ale doslova řekl: Počkej, ta je mladá, tu půjdu zastřelit já. Einmal wurden Frauen erschossen, er hat nicht geschossen an dem Tag und auf einmal sagte er wörtlich: wart einmal, das ist eine Junge, die werde ich erschießen. A tenkrát zastřelil ne jednu, ale zastřelil několik těch žen. Und damals hat er nicht eine erschossen, sondern einige. Hatte das etwas zu tun mit der Erschießung dieser Familie, von der er da sprach? Má to něco dělat s tím zastřelením té rodiny, o které... Ne, to nemá co dělat, to byla velká poprava, to vůbec nemá dělat. Das war eine große Hinrichtung, das hat mit der Erschießung der Familie nichts zu tun. Das wissen Sie gewiss. To víte určitě. No, to vím 100%. Das weiß ich 100%. Und dann haben Sie noch geglaubt, diesen Angeklagten erkannt zu haben. Ja, vy jste myslel, že jste ho taky poznal? No, toho jsem taky poznal, ten byl mladý tenkrát, ty stávali na tom levým ten střílel a ten dokonce si tam vodil ty jednotlivé případy. Er gehörte zu den Jungen, die auf dem linken Flügel der Formation standen, er hat auch geschossen und er brachte schließlich auch selbst einzelne dorthin. Er brachte selbst einzelne dorthin. Und was geschah mit denen, die er selbst hingebracht hat? Co brachte s nimi staro, který on si tam vodil? No, ty buď on zastřelil, anebo ti, kteří byli na 11. bloku, ale... Er hat sie entweder selbst erschossen oder die, die auf dem Block 11 Dienst hatten. Haben Sie mal gesehen, dass er welche selbst erschossen hat? Viděl jste vlastníma očima, že sám zastřelil někoho? To jsem viděl. Das habe ich gesehen. Von denen, die er selbst hingebracht hat. Stich, který sám tam ano, vodil, to jsem viděl. Stich, který sám tam vodil do bloku. Ano, to jsem viděl. Auch ich habe gesehen, wie er, die er hinbrachte, auch erschossen hat. Wissen Sie, wie dieser Mann hieß? Víte, jak se jmenu, je ten člověk? Nevím, to nevím. Das weiß ich nicht. Taky všechno nemohu pamatovat, ani jsem to nevěděl. Ich habe es damals nicht gewusst und ich kann mich auch nicht an alles erinnern. Hatte er auch unter Ihnen keinen Spitznamen oder irgendeinen Rufnamen? Nennen Sie nějaké medvídské jméno mezi váma? Ne. Nein. Jenom Lachmann, to jsme říkali. Lachmann jsme říkali hyena a Bogr jsme říkali bestie postažená lidskou koží. Zu Lachmann sagten wir Hyäne und zu Bogr sagten wir Bestie mit Menschenhaut überzogen. Chtěl bych ještě něco dodat. Ich möchte noch etwas hinzusetzen. Bitte schön. Jestli Kaduk pamatuje, když jsme jezdili do krematoria a když nám přidělil například dva SS a řekl, když měl špatnou náladu, že za 20 minut musíme být zpět. Kann sich Kaduk erinnern, als er uns ins Krematorium schickte und zwei SS-Leute zu uns einteilte und bei schlechter Laune sagte, wir müssten in 20 Minuten zurück sein? Co potom se dělalo v krematoriu, to se dá těžko vylíčit. My jsme taky na tom voze jsme měli 100 a přesto 105 mrtvých. Byla to taková rollvága. Was sich dann im Krematorium abspielte, kann man kaum schildern. Wir hatten auf dem Rollwagen 100 bis 105 Tote. To neříkám jen 105, tak přesně, ono to mohlo být 106, 108, 110, also um die Zahl, podle jak byli 100, silní muzulmani, podle jak to byli. Je nachdem, wie stark die Toten také waren. Také my, méně jsme jich měli. Es könnten auch weniger ab und zu gewesen sein. Teď jsme přijeli do toho krematoria. Dva, ty nejsilnější, to býval Melka, Ignác, ten Bonk, a ještě potom nějaký Stašek byl silný. Wenn wir ins Krematorium kamen, sind die kräftigsten von uns Melka, Bonk und Stašek. Dva, vždycky dva, buď to byl ten, nebo ten. Immer zwei von diesen starken.
Ty museli na vůz nahoru. Sie mussten auf den Wagen steigen. Teď házeli ty mrtvé od zhora dolů. Und warfen die Toten vom Wagen herunter. Dva jsme museli nalíst kybli. Zwei von uns haben Kübel geholt. Napustili jsme vodu. Wasser eingefüllt. Polili jsme ten dvůr, ten beton. Den Beton auf dem Hof haben wir dann mit diesem Wasser. A tu chodbičku. Und auf den Gang ins Krematorium haben wir mit dem Wasser begossen. Někteří zase obstarali pásky, tady ty pásky. Andere haben wieder diese Riemchen besorgt. Teď jsme uvázali toho mrtvého za ruku. Und wir haben den Toten an der Hand festgebunden. A táhli jsme ho dovnitř, do toho krematoria. Und zogen ihn in das Krematorium hinein. Teď někdy, když byl takový příkaz a ty byli zlí, kteří byli s námi, my ty SS, tak i po dvou jsme tahali, v každé ruce jednoho. Wenn wir diesen Befehl bekommen hatten und die begleitenden SS-Männer sehr böse waren, dann haben wir auch zu zweit, also einer, zwei Tote gezogen. Někdy tam bylo volno v té místnosti. Einmal war dieser Raum frei. Někdy byla plná. Manchmal war dieser Raum voll. Tam zase, když bylo hodně plno, tak museli dva a házet je nahromadu, ty, co jsme tam přivezli. Wenn dieser Raum voll war, mussten zwei von uns die Leichen, die wir mitgebracht hatten, auf einen Haufen werfen. Někdy jsme neměli čas, aby jsme si umyli ruce a složili ty deky. Manchmal hatten wir keine Zeit, die Hände zu waschen und die Decken zusammenzulegen. Ty mrtví jsme museli vozit a přikryt je dekama přes ten Lager. Wenn wir die Toten durchs Lager fuhren, mussten wir sie nämlich mit den Decken zudecken. Nezapomenu na pohled, který jsem viděl v krematoriu. Ich vergesse niemals den Anblick, den ich im Krematorium gesehen habe. Jednou jsme tam dojeli. Wir kamen einmal dorthin. A v té místnosti velké tam. Und in diesem großen Raum dort. Tam byli zaplinované. Dort waren vergaste. Ty klečeli. Sie knieten. Hlavu měli na nohou druhého. Den Kopf hatten sie an den Füßen des anderen. Nevím, jestli byli zaplinované tak, nebo jestli je tam ty, co pracovali v krematoriu, museli tak uložit. Ich weiß nicht, ob sie so vergast worden sind oder ob die im Krematorium arbeiteten, sie so hinlegen mussten. Ale na ten pohled nezapomenu. Aber diesen Anblick kann ich nicht vergessen. Potom jsem tam viděl zaplinované ty stály, byli namačkaný, ty se nemohli svalit. Und dann sah ich Vergaste, die standen, weil sie so eng aneinander gepresst waren, dass sie nicht umfallen konnten. Byli vyslečené. Sie waren entkleidet. Potom ještě jeden případ. Dann noch ein Vorfall. Tenkrát jsem řídil vůz a stál jsem vpředu u toho vozu. Da fuhr ich diesen Wagen und stand vorne an diesem Wagen. Neodevřeli nám vrata, jak jsme vjeli, tak nebyly nám vrata otevřené. Als wir ankamen, wurde uns das Tor nicht geöffnet. Ty vrata byly dřevěné a byly tam škvírky, byly škvírky. Das Tor war aus Holz und zwischen den Brettern waren Ritzen. Já jsem stál vpředu, protože jsem řídil. Ich stand vorne, weil ich den Wagen gelenkt hatte. Tak jsem viděl na ten dvůr tou škvírku. Und so konnte ich durch so eine Ritze auf den Hof sehen. Tenkrát jsem viděl, jak se nakládají dva hrnce lidského masa. Damals habe ich gesehen, wie zwei Gefäße mit Menschenfleisch verladen wurden. Ten jeden byl Stibitz. Der eine, der von den Aufladenden war Stibitz. Ten druhý nevím. Den zweiten weiß ich nicht. Byla to motorka s přivěsným vozíkem. Es war ein Motorrad mit Beiwagen. Zakrylo se to. Die Gefäße wurden zugedeckt. Vyjeli druhými vraty. Sie fuhren durch das zweite Tor hinaus. Pak pustili nás dovnitř. Dann ließen sie uns hinein. Když jsme naše mrtvé tahali dovnitř do ty situace, als wir unsere Toten in diesen Raum hineinzogen, tam to vypadalo jak v řeznickém krámu. Und dort sah es dort aus wie in einer Metzgerei. A ty ořezané byly přikryty takovými dřevěnými nějakými vrátky nebo co, ale přesto ještě byly tam, bylo jich venku a to. Die zerschnittenen Leichen waren mit irgendwelchen Brettern, so einer Art Brettertür zugedeckt, trotzdem sah man noch genug. A tam také i tam chodili tyto SS a obyčejně, když bylo zaplinování tam. Und auch dorthin gingen diese, toho jsem tam také viděl s Omajerem nebo s Omajer und andere waren.
Diesen habe ich dort auch gesehen, wenn Vergasungen waren. Welchen bitte? Koho prosím? Kterého prosím? Ukažte na něho. Ono? Diesen? On? Yeah. Ja, diesen. Haben Sie gesehen, wenn Vergasungen waren? Viděl jste za plynovat? Ne, já jsem plynovat neviděl. Ich habe Vergasungen selbst nicht gesehen. Haben Sie ihn, Sie haben doch eben gesagt, und diesen habe ich gesehen, wenn Vergasungen waren. Dorthin gehen, wenn Vergasungen dorthin, waren. Dann soll das nochmal wiederholen. Ja, budu správně to říct. Já jen jsem viděl, když bylo plynování, když jsme tam viděli zaplynovaný, když jsme tam přišli, že tam často, že tam byli několikrát, jo, jsem viděl. Ich habe gesehen, ich habe ihn dort co gesehen, tam dělali, nevím. Wenn wir Leichen hinbrachten und vergaste Leichen dort vorfanden, war er recht häufig da. Was er dort tat, weiß ich nicht. Znal jsem také dva vězně z toho komanda, na ty se pamatuji. Ich kenne auch zwei Häftlinge aus diesem Kommando, an die ich mich erinnern kann. Jeden to byl nějaký Francouz, Lulus Morris. Einer war Franzose, Lulus Morris. A jeden Polák, nějaký Jankowski. Und ein Pole, Jankowski. Na ty se tedy pamatuju velmi dobře. An die beiden kann ich mich sehr gut erinnern. Ten Lulus, to nebyl žádný jako tak hodnej člověk. Lulus war kein sehr braver Mensch. Der nás i honil tam při ty práci. Auch der jagte uns bei der Arbeit. Es sind keine Fragen mehr. Bitte schön, Simon. Herr Fabian, wann war dieser Vorfall mit der Erschießung von Frauen, indem Sie geschildert haben, dass dieser Angeklagte in der zweiten Reihe gesagt habe, lass mir die, die ist jung. Kdy byl ten případ? Tohle bylo v létě 44. Das war im Sommer 44. Im Sommer 1944. Danke sehr. Protože tenkrát se odebíralo hodně toho masa a pak se to dělalo ne na mužích, ale na ženách se to dělalo. Verzeihung, ich habe den Eindruck, dass der Zeuge in seiner Erregung die Frage gar nicht richtig verstanden hat. Darf ich die Frage bitte wiederholen? On myslí, kdy byl ten případ, že ten mladý člověk v druhé řadě řekl, nechte mi zastřelit tu ženu, ta je mladá. To bylo v letě a to se právě odebíralo hodně tohoto lidského masa. Jo? Jde říká o to, že ich wiederhole, es geht darum, um die Erschießung der Frau, wo der Angeklagte gesagt haben soll, lass sie mir. Der Otto, kdy řekl ten člověk, nechte mi zastřelit, ta je mladá. V létě to bylo. Es war to bylo při téhle větší popravě, při velké popravě, a to bylo dost žen tenkrát střílenou. Jo? Es war bei dieser großen Hinrichtung im Sommer 44, wo auch viele Frauen hingerichtet wurden. A tenkrát už se odebíralo maso na ženách, už ne na mužích. Und damals wurde auch dieses Menschenfleisch von Frauenleichen entnommen, nicht von Männerleichen. Ještě bych chtěl dodat, že prvně jsme museli vždycky nosit, vybrat ty silné a nosit do vašraumu a pak se to už udělalo na dvoře. Zuerst mussten wir die stärkeren aussuchen und in den Waschraum bringen, später wurde diese Entnahme auf dem Hof vorgenommen. Wissen Sie, wo diese Frauen herkamen? Odkud pocházely tyto ženy, které byly zastřeleny? To nevím, ty byly vyvedeny z 11. bloku. Das weiß ich nicht, sie wurden aus dem 11. Block herausgeführt. Handel, Sie wollten noch etwas sagen? Nicht mehr. Schlager, wie ist das? Was sagen Sie zu dem, was hier der Zeuge von Ihnen gesagt hat? Herr Direktor, Hohes Gericht, ich bestreite ganz entschieden die mir zur Last gelegte Tat. Wenn der Zeuge mich in Block 11 wohl als Arrestaufseher gesehen hat, so mag das gelten. Aber dass er mich schießen gesehen hat, das ist nie und nimmer wahr. Und außerdem, glaube ich, spricht auch eine große und sehr große Gehässigkeit aus dem Zeugen. Denn bisher ist noch nie ein Zeuge mit solch einem Hass aufgetreten wie dieser Zeuge hier. Darf ich das übersetzen, Herr Zeuge, bitte? Ich bitte dem Angeklagten zu untersagen, dass er hier so mit persönlichen Werturteilen um sich wirft. Naja, das kann er nachher tun. Wenn Sie es übersetzen wollen, bitte schön. Říká, že nikdy nestřílel, že to vůbec není pravda a že vy mluvíte z osobní předejmu proti němu.
Naprosto ze žádný osobního zájmu proti němu nemluvím. Já mluvím to, co je pravda, to, co jsem viděl. Já ještě řeknu dále, co se tam stalo. Ich spreche nur das, was ich selbst gesehen habe und was die Wahrheit ist und nicht aus Voreingenommenheit. Also Schlager, dieser Zeuge war im Block 11 gar nicht drin, sondern der war, mit Ausnahme des Waschraums, er war hauptsächlich in dem Hof. Er kam durch das Hoftor hinein, verrichtete dort, was ihm gesagt worden ist und ging auf demselben Weg wieder hinaus. Er gehörte nicht zu den Leuten, die eingesperrt waren und die Sie in Ihrer Tätigkeit als Beschließer dieses Hauses gesehen haben, sondern er berichtet ja nur von den Erschießungen, zu denen er geholt worden ist. Und dabei hat er Sie gesehen und dabei hat er gesehen, dass Sie einmal von diesem Leichenhaufen noch Menschen getötet haben und er hat gesehen, dass Sie in dem Waschraum Menschen getötet haben. Das sagt der Zeuge und er hat Sie heute wieder erkannt. Herr Direktor, ich bestreite dieses nach wie vor. Bei dem wechselvollen Dienst, den ich in Auschwitz und nur in Block 11 gemacht habe, ist das ausgeschlossen, dass mir diese Tat zugemutet und angedichtet wird. Denn von Ende September 1943 bis weit in den Sommer hinein 1944 lag ich schwer krank operiert in Laurerhütte im Lazarett. Ja, also was uns der Zeuge bezüglich Ihrer Mitwirkung gesagt hat, hat sich im Frühjahr 1944 abgespielt. Zu der Zeit lag ich im Lazarett. Und das mit dem Zigeuner im Sommer 1943. Sagen Sie bitte dem Zeugen, dass Herr Schlager behauptet, er hätte im Sommer 1944 im Lazarett gelegen und können ihn folgendermaßen im Frühjahr. Ja, vom Herbst 43 bis Frühjahr bis Sommer 44 im Lazarett gelegen, sodass er an dieser oder bis Frühjahr, ja, bis Sommer 44, sagt er, sodass er im Frühjahr 44 an dieser Erschießung der Familie nicht teilgenommen haben könnte. Schlager říká, že ležel od září 43 až do léta 44 těžce nemocen v Lazaretu, takže nemůže zastřelit v jaru 44 tu rodinu. To dělal Schlager, to určitě byl Schlager, střílel to. No. Ich weiß sicher, dass Schlager damals geschossen hat. Ich werde dieses zu gegebener Zeit durch Zeugen beweisen. Bitte sehr. Ja, dann müssen Sie sich jetzt dranhalten, denn wir werden jetzt allmählich zum Ende der Beweisaufnahme kommen. Dann nehmen Sie Platz. Claire. Herr Zeuge, Sie haben hier 8 Namen benannt von den Leichenträgern. Was haben Sie? 8 Namen, ja. 8 Personen mit Namen, ja. Genannt. Co se ptá? Vy jste řekl 8 jmén, které byly nosiči mrtvol. 8? Já doufám, že jsem řekl víc, protože pamatuju víc, kteří byli nosiči mrtvol. Ich kann mich noch an mehr erinnern. Ja, ich will sie nicht mehr hören. Ich will nur mal fragen, ob die 8 Personen ständig das Leichenkommando gewesen sind. Byli ty lidi, o kterých jste mluvil, stále nosiči mrtvol? Bylo nás 12 komandů, taky nás bylo. A potom se komando až ve 44. roce se komando zmenšilo. Někteří Poláci odešli pryč, jo. Někteří taky někteří tedy odešli, jo. Změnilo se to, přicházeli noví. Byli tam i polští Židé a na ty nemůžu si vzpomenout, jsem se tolik naspomínal, nemůžu si vzpomenout na jméno. Die Belegschaft des Leichenträgerkommandos wechselte. Maximal waren wir 12, später wurden es dann weniger. Dlouhou dobu nás bylo 12. Lange Zeit waren wir 12. Das wechselte danach, einige Polen gingen weg, es veränderte sich. A ještě nám pomohali, chodili pomohat ošetřovatelé z 28. bloku. Abgesehen davon gingen uns noch die Pfleger aus dem 28. Block zur Hand. Und wie im Allgemeinen genannt, wie stark war das Kommando? Ich meine, wenn mal wieder welche weggehen, ich meine, da wollte ich mal fragen, im Allgemeinen, wie stark das Kommando gewesen war. Jak bylo generálně, kolik lidí bylo v tom komandu? 12 Mann. Ja. So habe ich das auch gehört. Ja, Direktor, da muss ich den Zeugen das widerlegen. Solange ich im Krankenbau war, war das Kommando nur von 4 Mann und ein Kapo.
Es war nie mal stärker als wie vier Personen. Komando nikdy nebylo silnější než 4 lidi a kapo. A teď to je hloupost. Tak já, když jsem tam přišel, tak tam byl Richler, Bonk, Melka, Markovický, ten přišel po mně, Stašek nějaký, Oliven, tyhle tam byli, když jsem přišel já, potom přišel. Waren schon da, als ich gekommen war. Potom přišel já a Oliven, pak přišel já, Oliven, potom přišel Kostek Michtal, Bonk, Hermann Singer, Weiss tam byl, když jsem přišel, ten ještě tam byl, nejsem přišel, ten tam byl, na to jsem zapomněl, tam byl. Es waren mehrere, als to ich přece kam. Úplná lež, co říká, das nebo to nepamatuje. Vollständige Lüge oder erinnert sich nicht mehr. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich weiß ganz genau, wie viel Ambulanzpfleger eingeteilt waren, wie viel Ambulanzschreiber eingeteilt waren und ich weiß auch, wie viel Leichenträger eingeteilt waren. Und wie Kollege hat mit den Leichenträgern nichts zu tun, so genauso wie die Leichenträger mit den Ambulanzpflegern. Wenn Sie sich so genau erinnern können, haben Sie denn noch eine genaue Erinnerung an die Zahl derjenigen, die dort umgebracht worden sind mittels Injektionen? Das habe ich Ihnen bereits gesagt, der Staatsanwalt, dass es zweimal täglich war und jedes Mal von 12 bis 15 Personen. Das habe ich von Anfang an meiner Vernehmung zugegeben. Ich kann mich gar nicht mehr zu erinnern. So. Noch, bitte sehr. Darf ich bitte erst übersetzen, yeah. Zeuge bitte darum. On řekl, že víc než 4 nebylo v tom komandu nosič mrtvol, že tam byli ale ošetřovatelé ambulanční a pisatelé, tedy v ambulanci, ale v nosiči mrtvol byli jenom 4. To bych se mu musel vysmát, protože když jsem tam přišel já, tak to bylo tolik mrtvých, že to komando takhle zrostlo. Da muss ich nur sagen, als ich hinkam, waren es so viele Tote, dass das Kommando einfach größer werden musste. Ja. Ja, aber nicht bei meiner Zeit, ich spreche nur von meiner Zeit. Dann wollte ich nochmal zurückkommen auf den Kapo von dem Leichenträger. Bei meiner Zeit hieß der Kapo, ich kannte ihn nur mit Vornamen, Theophil. Diesen Rischler, wie die Sie hier benannten, kannte ich gar nicht. Říká, že vůbec nezná Rischlera, že za jeho dobu tam byl jenom Kapo, o kterém jenom křestní jméno Theophil. Ten byl, než jsem přišel. Pak už tam byl Richler, kapo. Už jsem řekl, byl to řezník, byl to Polák, jo, byl to starší muž. A ich weiß nur, dass als ich hinkam, der kapo Richler war, er war Pole, ein älterer Mann von Beruf Metzger. Dann wollte ich noch mal eine Frage. Hat der kapo von den Leichenträgern noch eine andere Funktion gehabt im HKB? Měl kapo nosičů mrtvol ještě jinou funkci, v tom baráku. Měl, ten zapisoval mrtvý, ty Totenmeldungy psal, jo, do knihy, seděl u toho stolku, když se vešlo na pravý straně, seděl, my jsme seděli nalevo, to může říct Hantl, on to dobře ví, on tam chodil. Er saß auf einem kleinen Tisch auf der rechten Seite, wenn man hineinkam und führte dort Kapo. Die Totenmeldungen und füllte und trug sie in die Bücher ein. A my jsme seděli po levé straně. Ty Träger saßen auf der linken Seite. A ještě my, nosiči mrtvol, jsme nosili chleba a polévku jsme nosili po těch 19. blok, 20. blok, 10. blok, 21. blok a 28. blok. In die Blocks 10, 19, 21 und 28 auch Brot und Suppe gebracht. Polívku ne, teda tam jsme všude nenosili, tu jsme nosili na 20., ale chleba jsme nosili všude. Brot haben wir auf alle Blocks gebracht, Suppe nur auf den Block 20. 28. Der Kapo von den Leichenträgern hatte noch die Funktion von dem Magazin, Verpflegungsmagazin und der Diätküche. Die hat der Leichenkapo unter sich. Ja, das mache ich ja so. Sagte er. Die Funktion, haben Sie noch? Deshalb kenne ich diesen Kapo von den Leichenträgern, den Richter kenne ich nicht. Ich kenne nur den Theophil und der Leichenträger ist mir unbekannt, der Kapo. Dann möchte ich nochmal zu der Stellung nehmen, da der Häftling, da der Zeuge sagt, er war bei mir bei der Injektion anwesend. Das ist unwahr. Wo die Häftlinge sind, haben die Desinfektion durchgeführt, dann weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Aber von dem Moment, von den Vorkommnissen, wo ich das gemeldet habe und mit dem Befehl beauftragt wurde, die Injektion durchzuführen, hatte ich nur einen Häftling und das war der polnische Häftlingsarzt. Pasch. Pasch. Panschik.
Ja, anwesend, das haben uns doch die ganzen Zeugen erzählt, dass noch zwei Häftlinge da waren, die immer die Menschen mit dem Arm über den Kopf gehalten haben. Nein, Herr Direktor, das ist die zwei Häftlinge, die dabei waren, die anwesend waren, die waren drüben in der Waschküche, in den Waschraum und haben gewartet, bis die Toten rausgetragen wurden. Sie meinen die Leichenträger? Die Leichenträger. Ja. Aber außerdem waren keine zwei mehr dabei. Es war nur einer drin in dem Raum und einer brachte die Häftlinge von dem Raum in den Ambulanzraum rein. Das waren die ganzen Häftlinge, die an der Injektion beteiligt gewesen sind. Also wir haben doch immer von Zweien gehört, die da drin waren. Ja, haben Sie gehört, Herr Direktor? Ich habe das auch gehört. Aber wo ich das durchgeführt habe, war nur der einzige polnische Häftling. Das waren die Tür von dem Waschraum war zu und die Tür von dem Ambulanzraum war zu. Die naja. Waren nicht offen. Wollen Sie es ihm noch übersetzen, bitte? Popírá, že jste byl přítomen, když on dával injekce, protože přítomen byl jenom jistý polský lékař, jméno, darf ich den Namen dieses Arztes erfahren, der anwesend war? Hanschik. A že nosiči mrtvol byli v koupelně a koupelna měla zavřené dveře a taky ambulanční cimra byla zavřená. Vždyť to není pravda tohle. Na blok se nemohlo, když se to provádělo, dveře byly z ulice zavřený. Jo, tohle není pravda, tam chodilo několik lidů. Es war nur die Tür zur Lagerstraße zu, wenn diese Spritzen durchgeführt wurden, dass also der Block gesperrt war. Aber in diesen Ambulanzraum gingen mehrere Leute. Až tady budete mít Weise, ten se tam nachodil nejvíc. Weiss ist sehr häufig in diesen Raum hineingegangen. Hier zu der Lagerstraße war ständig unter Verschluss, die war niemals auf. Dveře k ulici byly vždy zavřeny, zamknutý. Když se dávali injekce, tak byly ty dveře zavřeny. Jiný čas ne? To nevím. Já když jsem tam byl, tak jsem je viděl zavřený. Ich weiß nur, wenn ich in diesem Block war, dann war die Tür zur Lagerstraße abgeschlossen. Die Tür war immer abgeschlossen, der Eingang war von Hof zwischen Block 20 und 21. Vchod byl vůbec z dvora mezi blokem 20 a 21. To není pravda. Das ist nicht wahr. Ja, dann, das ist nicht wahr. Noch etwas. Ist Ihre Meinung nicht wahr. Ist noch etwas. Jawohl, und dann wollte ich mich noch bekunden, damit ich keine Häftlinge von der politischen Abteilung in die Injektion durchgeführt habe. Ich musste immer erst den Befehl von meinem Lagerarzt haben, dass ich die Injektion durchführen soll. Auf Anhörung der politischen Abteilung habe ich keine Häftlinge in die Injektion durchgeführt. Und in Block 20 überhaupt gar nicht, dann ist es in Block 20 geschehen worden, in die Injektion durchzuführen. Aber niemals in Block 28. Und ein Käferchen habe ich nie gehabt. Ich hatte nur die Aktentasche, damit man nicht, wenn man von Block 21 nach 20 rübergeht, dass die Häftlinge sehen mussten, dass die Phenolflasche da drin war. Die Spritze befand sich alles auf Block 20. Das war nur einzig und allein, da war die Flasche mit dem Phenol drin. Sonst war nichts drin. Naja, das hat ja der Zeuge im Einzelnen auch nicht gesagt, was da drin war. Er hat gesagt, das wäre ein Köfferchen gewesen. Sie sahen es in der Aktentasche, ne? Also da ist auch kein großer Unterschied. Ja, der Unterschied ist doch, Herr Vorsitzender. Ja, natürlich ist ein Unterschied, aber wenn der Zeuge hier sagt Köfferchen, Sie müssen ja auch bedenken, dass es in der fremden Sprache sagt, fragen Sie ihn bitte, ob dieses Köfferchen, was der Claire getragen hat, vielleicht auch eine Aktentasche gewesen sein kann. To mohlo být, to bylo jako nějak, já nevím, jestli to byla taková aktovka nebo kufříček, jo. To vím. A přeložte mě všechno, prosím vás, co řekl Claire, jo. Darf ich übersetzen, was Claire eben sagte. Řekl, že injekce se nedávaly na bloku 28, jenom na bloku 20. A že vždycky jenom dával injekce na rozkaz lékaře a nikdy na rozkaz politického oddělení. Nechtěl bych, aby tu stáli ty, který dal bez rozkazu lékaře. Ich möchte nicht, dass die hier stehen würden, die er ohne Auftrag des Arztes gespritzt hat. Potom jsem řekl, že ty dva přivedli od někud z politického oddělení, přivedli je na 28. blok a tam je Claire usmrtil. Und ich weiß, dass die zwei von der politischen Abteilung auf Block 28 gebracht wurden und dort hat sie Claire getötet. A znovu říkám, bylo to na večer. Und von neuem sage ich, es war gegen Abend.
Ja, und ich behaupte, ich bestreite das auf den Schienen, dass ich keine Injektion von der politischen Abteilung durchgeführt habe und zum Zweiten, dass ich 43 nicht mehr im Stammleiter Dienst mache. Ja. Mehr habe ich nicht mehr zu machen. Wollen Sie jetzt zugeben, dass Sie die meisten Injektionen eigenhändig gemacht haben? Herr Staatsanwalt, ich verstehe nicht, auf was für Andeutung ich das zugeben soll. Ich habe das von Anfang an gesagt, dass ich die Vorkommnisse dem Lagerarzt gemeldet habe, dazu mal, und ich in die Lage kam, den Befehl zu erhalten, die Injektion hier selbst durchzuführen. Und das waren 2 Monate vor meiner Ablesung. Ich habe noch nie behauptet, dass ich selbstständige Selektionen gemacht habe. Nein, Sie haben mich überhaupt nicht verstanden. Ich will wissen, ob Sie zugeben wollen jetzt, dass Sie die Phenol-Injektionen mit eigener Hand durchgeführt haben, in den meisten Fällen. Nein, in den meisten Fällen nicht, das beschreibe ich. So. Wie in meiner Vernehmung, ich schütze mich auf meine Vernehmung. Ja, aber Claire, was soll denn nun stimmen? Eben haben Sie noch gesagt, außer Ihnen war nur noch ein Mann in dem Raum und Sie haben die Injektion gemacht und kein anderer. Und jetzt sagen Sie auf die Frage des Staatsanwalts, ich habe nicht die meisten Injektionen gemacht, sondern ein anderer. Was stimmt denn nun eigentlich? Herr Direktor, ich meine, in der Zeit, wie Herr Staatsanwalt Giegler meint, in den meisten Fällen, ich habe nur die Injektion 2 Monate durchführen müssen. Und die Injektionen sind ja durchgeführt von 41 im Herbst oder schon im Juni. Im Sommer sind die Injektionen schon berührt worden, wo ich 18 bin. Oktober 41 in Auschwitz kam, da wurden ja die Injektionen schon durchgeführt. Also in der Zeit, wo Sie noch nicht in Auschwitz waren, können Sie nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Aber in der Zeit, wo Sie dort waren, möchte ich jetzt gern von Ihnen eine klare Antwort wissen. Wer hat die Injektionen in der Mehrzahl durchgeführt? Sie oder die Häftlinge? Die Häftlinge. Unter Ihrer Aufsicht? Nein, da haben wir uns gar nicht drum gekümmert drauf, Herr Direktor. Der Arzt hat die Häftlinge ausgesondert. Und dann gingen die Häftlinge auf Block 20 lieber und die Funktionshäftlinge haben die Injektion ausgeführt. Ja, und Sie haben doch gerade gesagt, Sie hätten Meldung erstattet. Jawohl. Darüber, dass die Häftlinge die Injektion durchgeführt hätten. Und dadurch wären Sie in die Lage versetzt worden, den Befehl entgegenzunehmen, dass nunmehr Sie die Injektion machen müssen. In den 2 Monaten vor meiner Ablesung, jawohl. So und in diesen 2 Monaten haben Sie die meisten Injektionen durchgeführt oder ausschließlich? In diesen 2 Monaten habe ich die Injektion durchführen müssen und habe es auch durchgeführt, wie ich schon gesagt habe. Und zwar persönlich. Persönlich. So. Ja, da ist aber doch noch eine Unklarheit, Angeklagter Klär. Was Sie sagten noch eben, wenn die Häftlinge das mal, Sie haben es nur in 2 Monaten, haben Sie selbst gespritzt. Ansonsten hätte der Arzt ausgesondert und dann hätten das die Häftlinge unter sich gemacht. Jetzt haben Sie uns aber doch vorher gesagt, dass immer ein Häftling bei Ihnen dabei war, der Punch-Schick. Oder wann war denn das nun? War das in den 2 Monaten? In den 2 Monaten, wo ich den Befehl übertragen bin und befohlen gekriegt habe, die Injektion. Und von wann war das? Von? Ja, das kann so, ich nehme an, Mai, Juni gewesen sein. Mai, Juni 41. Mai, Juni oder Juni, Juli, sowas muss gewesen sein. Ich kann mich auf den... Aber bei festen Monat kann ich mich nicht festlegen. 42? 42. Juni, Juli 42. Jawohl. Und seit dieser Zeit haben Sie überhaupt nichts mehr dort gemacht? Von dieser Zeit habe ich im Stammlager nichts mehr getan. Ja, es ist nur merkwürdig, dass Sie so viele Leute dort gesehen haben. Sogar der Handel hat Sie dort gesehen. Der Handel hat mich gesehen, das habe ich streitig doch nicht, dass ich bin zwischendurch mal ins Lager gekommen, wo ich die Entwesung durchgeführt. Ich habe da auch im Stammlager die Entwesung angefangen. Im August, die Frauen nach Birkenau verlegt worden, habe ich angefangen mit dem Frauenlager. Anschließend das Männerlager. Anschließend das Männerlager und dann bin ich nach Birkenau gegangen mit der Entwesung durchgeführt. Und ich habe ja in der Schreibstube mir die Berichte, die Tätigkeitsberichte schreiben lassen an den Standardarzt von der Entwesung. Was ich getan habe, habe ich von Anfang meiner Vernehmung zugegeben und was ich nicht getan habe, das kann ich nicht zugeben. Sind noch Fragen an den Zeugen zu richten? Herr Richter. Herr Zeuge, Sie haben über eine große Hinrichtung gesprochen, an der der Angeklagte Broert beteiligt gewesen sein soll. Das war die Erschießung der Frauen. Wann war? Sie haben gesagt, das sei im Sommer 44 gewesen. Ja. Können Sie sich etwas näher festlegen, etwas genauer festlegen? Muszę też nic przestrzec, Biuro, da
velká exekuce, kde byli zastřeleni ženi a ten obžalovaný Broad se zúčastnil. To bylo v létě a to bylo tenkrát asi 160 celkem bylo zastřelených. Ale nějaký přesný datum to nechci, já nechci tedy, abych... Ein genaueres datum kann ich nicht nennen, es war aber im Sommer und es waren etwa 160 hingerichtete. 160. Ne, ne, taky neříkám přesné číslo. Ich sage auch keine genaue Anzahl. Nein, aber jedenfalls eine Zahl über 100 will der Zeuge das. To bylo přes 100. Číslo větší přes 100. Přes 100 über 100. Über 100. A já to vysvětlím. Und ich möchte es erklären. Tenkrát to už jsme neodváželi k nám do krematoria a auta, které to odvážely někam do Birkenau, tak nemohli na ten dvůr projet. Ich kann es erklären, damals haben wir die Leichen nicht mehr zu unserem Krematorium gebracht und die Autos, die die Leichen wahrscheinlich nach Birkenau brachten, konnten nicht auf den Hof fahren. Ono mělo plachty. Das Auto hatte einen Aufbau mit Zeltplan. A jelikož to muselo být všechno rychle, und weil es alles sehr schnell gehen musste, tak nám museli chodit pomáhat vězňové ošetřovatelé. So kamen uns die Häftlingspfleger zu Hilfe. Z 28. bloku. Aus dem 28. Block. Ty nám je přitahovali. Sie zogen die Leichen herbei. A my, staří, kteří jsme tam už byli zkušení, tak... Und wir, Leichenträger, čtyři jsme stáli. Standen zu viert. Jeden, já například jsem ho bral za ruku. Ich zum Beispiel nahm za jednu ruku. Eine Leiche bei einer Hand. Druhý za druhou ruku. Der andere bei der anderen Hand. Třetí za nohu. Und der dritte bei einem Fuß. Čtvrtý za druhou nohu. Und der vierte beim anderen Fuß. A teď bylo raz, dva, tři, hop. Und dann wurden die Leichen auf das Auto geworfen. A teď je jeden nebo dva tam popotáhovali. Reichsanwalt Steinacker wollte die Zeit wissen. Und da hat der Zeuge gesagt, das war Juni, Juli 42. Sommer 44, und da habe ich, hab ich ihn gefragt, ob es etwas genauer spezifiziert. Im Sommer 44. Das sagte er, nein, das könne er nicht, aber es wären über 160 etwa gewesen. Dann sagte er, die Zahl wolle sich auch nicht so genau festhalten, jedenfalls über 100. Ja, aber es dreht sich hier gar nicht um die Zahl, sondern um die Zeit, nicht? Ja, um die Zeit. Also kann der Zeuge, hat er noch irgendwelche Anhaltspunkte dafür, wann es genau im Sommer 44 gewesen sein kann? Máte nějakou možnost říct přesněji, kdy v létě to bylo? Bylo veliké horko. Jedině to mohu říct. Es war sehr heiß, das Einzige, was ich sagen kann. Es war sehr heiß. Gut. Já ještě dodám. Ty mrtvoly byly zapařeny a lezla jim i... se nějak slíkali, jak je ty tahali, tak vím, že se jim ta kůže poněž dost dlouho tam leželi na tom dvoře v tom horku. Die Leichen lagen verhältnismäßig lang in der Hitze auf dem Hof, so dass es kam, dass durch das Ziehen der Leichen über den Hof sich die Haut löste. Herr Zeuge, können Sie sich daran erinnern, wann die Liquidierung des Zigeunerlagers in Birkenau war? Víte, vzpomínáte si, kdy bylo likvidován cigánský tábor v Birkenau? Tu dobu. To vím o tom, ale kdy to bylo, to vám neřeknu. Jen vím tolik, že část těch cikánů přišla vybraná na 10. blok a to ženy z 10. bloku byly dány na ženský lágr a tam přišli ty cikáni, kteří nebyli popraveni nebo nebyli zaplývonovaní na 10. blok a my jsme tam nosili jídlo těmto cikánům. Ty přišli na 10. blok, ich ale weiß, přesně, abych vám řekl, genau, nevím. Genauen Termin, genaues Datum weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass bei der Auflösung des Zigeunerlagers in Birkenau Zigeuner auch, die ausgesucht waren, in das Hauptlager kamen und zwar auf den Block 10. Die Frauen, die vorher im Block 10 waren, kamen ins Frauenlager und wir trugen das Essen für die Zigeuner in den 10. Block. Tyto cikáni nepobyli dlouho na 10. bloku. Und diese Zigeuner blieben nicht lange im 10. Block. A byli odesláni i nám. Kam, nic, und sie wurden nevím. Dann fortgebracht. Wohin, weiß ich nicht. Ja. Já dokonce vím, že tam byla nějaká češka cikánka. Ich weiß sogar, dass eine tschechische Zigeunerin dort war. War diese große Hinrichtung vor der Liquidierung des Zigeunerlagers oder danach? Byla ta velká poprava před likvidací cigánského tábora nebo po likvidaci? Hat es, glaube ich, eben schon beantwortet. Nun, also wollen wir dann nochmal fragen. Na tohle nemohu přesně odpovědět. Já nevím, kdy ty ženy z toho 10. bloku odešly. To nevím. Ale mám za to,
že ty ženy ještě na 10. bloku bylo, byly, nevím určitě, ale mám za to, že to bylo před teda před tím cikánským lágrem. Ich meine mich zu erinnern, dass die Frauen noch in Block 10 waren. Das müsste also vor der Liquidierung des Zigeunerlagers gewesen sein. Aber ich kann mich nicht genau und ich möchte darauf also nicht schwören. Herr Zeuge, Sie haben weiter gesagt, bei dieser großen Hinrichtung, da stand dieser Angeklagte am linken Flügel der angetretenen Formation. Können Sie uns das etwas näher erläutern? Ja, eine Formation sind ja mehrere Personen. Wir wollen die Sache nicht komplizieren. Der Zeuge hat gesagt, von der politischen Abteilung und der Lagerführer, wen er all aufgeführt hat, die standen dem Range nach, und zwar der Rang älteste, Rang höchste auf dem rechten Flügel, die jüngsten auf dem linken Flügel. So standen die an der Mauer. Richtig. Ich weiß jetzt weder, was Sie unter einer Formation verstehen, noch was Sie eigentlich für Schwierigkeiten haben. Er hat gesagt, ich habe mir es wörtlich mitgeschrieben, er stand am linken Flügel der angetretenen Formation und hat dann weiter erklärt, er hat sehr häufig geschossen. Nun möchte ich von ihm den Vorgang im Einzelnen erklärt haben. Wenn er in der angetretenen Formation stand, dann kann er ja, ist möglich, dass er zugleich geschossen hat, ist aber auch möglich, dass erst andere geschossen haben. Das soll er mir erläutern. Víste, řekl, že stál na levém boku, nastoupil nich SS příslušníků. Ty jüngsten standen immer auf der linken, am linken Flügel. Ja. Nyní chce pan advokát vědět, jak to bylo, když stál mezi těmi nastoupenými na levém boku, jak mohl střílet. Jak vyváděli ty ženy, tak on křikl, počkej, tu nech mě, a běžel tam. So wie die Frau herausgeführt wurde, rief er, lass sie mir und so weiter, und dann, lief er hin. Dann lief aus der Formation heraus. Z té nastoupení řady. Ano, vystoupil a řekl, počkej. Er trat vor. Ja. Das war doch keine Formation, dass die Leute da vielleicht eine Ehrenwache abgehalten hätten oder so etwas. Herr Vorsitzender, ich weiß das ja wohl, aber er hat den Ausdruck Formation gebraucht und hat auch geschildert, aus wem... Herr Rechtsanwalt, ich bitte mich zu entschuldigen, dass ich kein geübter Gerichtsdolmetscher bin. Die tschechische Sprache ist etwas schwierig, wenn dort von den Angetretenen, sie substantiviert fast alle Verben. Und es ist sehr schwer, die Substantivierung in der tschechischen Sprache in ein Deutsch zu übertragen. Wenn man von den Angetretenen schlecht hinspricht. Also. Nicht? Es kann also durchaus sein, dass das Wort Formation von Ihnen gebraucht worden ist. Dass Sie mich deswegen also jetzt gut zur Beantwortung ziehen müssen. Waren bei dieser Exekution, bei dieser großen Hinrichtung Offiziere dabei? Byli u té velké exekuce taky důstojníci? Ja. Ja. Kann er sich an Namen erinnern, außer denen, die er hier gesagt hat, von der politischen Abteilung waren immer welche dabei. Kann er sich erinnern? Víte ještě nějaké jména mimo ty z politického oddělení? To vám nemohu říct, to je taky už nějaká doba, co se zapomněl, co to bylo. Ich kann es nicht sagen. Wir können nichts sagen. Außer denen, die er genannt hat. Er hat doch genannt Aumeier, Grabner, Palitz, Stiewitz, Lachmann, Boger, Kado. Herr Vorsitzender, das sind doch nur zwei nach meiner Erinnerung Offiziere gewesen, nicht? Ich habe ihn doch, das war Aumeier und Grabner allenfalls, nicht? Und da hat er nur einen gezeigt. Und Höss ist genannt worden. Höss ist genannt worden, ja. Ja, aber der war ja doch bei dieser Exekution sicher nicht anwesend. Und Bill Höss, schickt er mir nur die welche Exekution? Nein, da war er nicht anwesend. Gut, dann zu dem anderen Vorfall mit dem Angeklagten Dilewski. Wann war dieser Vorfall, als Sie gesehen haben, dass dieser Angeklagte Menschen zu Block 11 gebracht hat, die er dann selbst erschossen hat? Kdy byl ten případ, že obžalovaný, darf ich um den Namen bitten? Dilewski. Häufig und oft. Ja gut. Also, Sie haben gefragt, wann war dieser Vorfall? Gut, bitte, wann waren die Vorfälle? Kdy přivázel Dilewski sám vězňové k likvidaci? To bylo dosti často, jo, to bylo dosti často, to bylo v 43. i v 44. roku. A nám často
to připadalo, že i tam byla nějaká rodina židovská, která asi se schovala před transportem, jo? A vím jen, že to tenkrát ty si přived Dilevský taky, jo? Ich weiß, dass es im Jahr 43 und im Jahr 44 war. Ich weiß auch einen konkreten Vorfall, dass eine jüdische Familie, die sich augenscheinlich vor dem Transport versteckt hatte, von Dilevský herbeigeführt a wurde. Tenkrát to byla krásná žena, das war eine sehr schöne junge Frau. A vím, že se chodili k nám na 28. blok lékaři na ní koukat, jaká je to krásná žena. Und ich weiß, dass die Ärzte sie auf dem Block 28 ansehen kamen. Die Ärzte. Ne, německý lékaři, ale vězni lékaři. Häftlingsärzte. Moment, das möchte ich doch gerne noch mal genau wissen. Er sagt, er kann sich erinnern, im Jahr 43, 44, dass eine jüdische Familie von Dilevský hereingeführt wurde. Woraus bestand diese Familie? Jaký osoby to byly v té židovské rodině, co přivedl Dilevský? Tam byl muž, žena a dítě. Mann, Frau und Kind. Ein Kind oder zwei Kinder? Jedno dítě nebo dvě dítě. To bylo jedno dítě. Potom jsem tam viděl. Ein Kind. Ale to nedělal Dilevský. To dělal jen z 11. bloku, ten starý, ten zastřelil babičku a tři děti. Ty děti vždycky byly takhle od sebe, asi o hlavičku. Ten nejstarší, to dítě šli vyslečený, mohlo být 12, 13 let a potom vždycky ty děti byly menší. Tam, ta babička je držela, ta stála na pravé straně a ty děti byly takhle nalevo. Dann habe ich auch den älteren Aufseher aus Block 11 gesehen, der eine Großmutter mit drei kleinen Kindern dort erschoss. Die Kinder waren jeweils so ein Stück in der Größe voneinander entfernt, das Älteste etwa 12 Jahre. Wen versteht er unter dem Ältesten? Der ältere Aufseher. Ist das der, den er hier erkannt hat? Poznaste ho tady, der Schlager? Schlager war es nicht. Es ist der Aufseher an dessen Namen Grota je ten starší. Das ist der Aufseher an dessen Namen, er sich nicht erinnern kann, Okurka, Ochranka oder wie er heißt. So ein älterer Mensch. Hatte denn Dilevský diesen Mann, Frau und Kinder, die sich da, die hereingeführt worden sind, von ihm auch erschossen dann? Zastřelil Dilevský takovou židovskou rodinu. Tyto tři zastřelil. Ja, die drei hat er erschossen. Und wieso wissen Sie das? Haben Sie das gesehen? Jak to víte? Viděl jste to? Tenkrát jsme tam už čekali. Ten Stašek pro nás přišel a už jsme tam čekali na tom Damals holte uns Stašek, die Leichen wegzubringen, und so haben wir warten müssen dort. Und haben Sie, waren Sie Zeuge, wie die erschossen worden sind? Viděl jste to vlastníma očima, jak byl zastřelený? Ano, to jsem viděl. Říkám, ten Singer tam byl se mnou. Ich habe es gesehen, auch Singer war mit mir dort. Und wo war die Erschießung? A kde bylo to zastřelení? To bylo u černé stěny. Bei der schwarzen Wand. Im Hof. Ano, na dvoře. Nicht im Waschraum. Ne, tohle ne. Bei der schwarzen Wand oder an der schwarzen Wand, also im mal spezifizieren. Mitten im Hof oder hinten an der Wand? Nebo těsně u zdi. To bylo u zdi. Das war an, also direkt an der Wand. An der Wand. Das kann auch ein Stück von der Wand sein. Ja, sicher, natürlich. Ich meine nur, der Hof war ja groß. Trug der Angeklagte Dilevský damals eine Brille? Měl obžalovaný Dilevský tenkrát brýle. Ne, tenkrát nenosil brýle. Nein, damals trug er keine Brille. Keine Frage. Hat dieser Angeklagte eine normale Uniform angehabt oder vielleicht etwas anderes? Měl normální uniformu nebo něco jiného? Měl normální uniformu, ale viděl jsem ho někde, že taky neměl uniformu na sobě. Co pak nosil? Nosil takové, já nevím, byly to jako modráky, nebo co měl, taky jsem ho viděl někde. Ich habe ihn in der normalen Uniform gesehen, ich habe ihn aber auch in einem Anzug gesehen, der nicht eine normale Uniform war, etwas bläuliches. Bläulich, danke schön. Wenn keine Fragen mehr sind, Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören. Můžete přísahat na to, co jste řekl, s dobrým svědomím. S dobrým, s tím nejlepším svědomím mohu to odpřísahat.